Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, ein Hallihallo heute, ja, vor 20 Uhr, ja, aber nur 15 Sekunden vorher und dann sind wir hier richtig live dabei, so wie es gehört, 20 Uhr, pünktlicher wie die Kirchenmäuse und das sind noch 4 Sekunden, 5 Sekunden und so geht die Zeit ratzfatz vorbei. Ein Hallo draußen an den Boxen, ja, Roland Hofer steht heute bei uns auf unserem, ja, auf der Bühne, auch am Mikrofon im Studio und ich freue mich, dass er heute ein Thema rausgesucht hat. Es geht da um die Aliens. Ihr dürft uns natürlich anrufen. Telefon für Österreich, das Festnetztelefon mit der Landesvorwahl 0043, dann 720518191 und die 7. Roland hat heute auch ein paar schöne Musikstücke mitgebracht, die wir zwischendurch immer wieder hören. Und ja, da geht's ein bisschen anders mit der Musik. Unsere Sendemacher bringen nämlich die Musik mit. Und so soll's auch sein. Der Außenchat ist geöffnet, solltet ihr nicht reinkommen. Ich habe es vorhin schon im Warm-up gesagt. Das ist das Einzige, wo wir die Kunden, also was heißt die Kunden, die Menschen, so muss ich sagen, auf Okitalk binden. Alles ist freigeschalten auf Okitalk, nur halt der Chat nicht. Und wenn ihr dort ein Konto einrichtet, dann habt ihr auch sehr viel davon. Ihr habt eine eigene Pinnwand, ihr könnt Artikel schreiben, dann könnt ihr mit uns mal in Kontakt aufnehmen. Ja, und so geht das bei Okitalk so vonstatten. Ja, Roland Hofer und heute das Thema neue Wissenschaft, Aliens. Und da er schreibt, die Aliens, Geschichte des 20. Jahrhunderts und die neuesten Nachrichten aus dem All im 21. Jahrhundert. Wir sehen die irdische Politik gerne unabhängig von intergalaktischen Verhältnissen. Ich möchte in dieser Sendung ein wenig darauf eingehen, wie sehr unsere irdische Politik seit eh und je mit unseren Freunden und Feinden im All in Verbindung steht und welche Ereignisse da vor allem im 20. und 21. Jahrhundert im Geheimen, aber auch ganz öffentlich stattgefunden haben und was uns in der nächsten Zukunft erwartet. Hier im Studio ist doch zusätzlich der Jenne und auch der Roman von CryptoTV. Einen wunderschönen guten Abend zu euch beiden. Einmal kurz hallo. Ui, da sind sie alle weg. Hallihallo, grüß euch alle miteinander. Hallo, doch, bin hier, hallo, liebe Grüße. Ja, und jetzt werde ich natürlich, der Marc kommt auch gerade rein, der ist auch jetzt bei uns. Marc, dein Mikrofon in Ordnung, einmal kurz hallo sagen. Hallo. Ja, und jetzt gehen wir zu unserem Hauptgast hin und das ist der Roland Hofer und ich freue mich, dass er bei uns ist. Aus Innsbruck, ist es richtig heute oder wo bist du heute unterwegs? Ist richtig, ich bin in Innsbruck. Grüße euch alle zusammen, schön wieder mal da zu sein. Ich fühle mich da schon richtig zu Hause bei euch. Und ja, leg mal los. Ich habe mir auch gedacht, ich muss mal einen Stil zulegen, wenn wir das öfters machen. Also das mit den aktuellen Dingen, jetzt nicht mit Zukunft und Vergangenheit, das machen wir nur heute. Heute machen wir es ausführlicher. Ich glaube, so die aktuellen Dinge, wir sind hier viele Researcher, viele Leute, die hier aktiv sind. Das werden wir, glaube ich, angewöhnen, dass ich euch die aktuellen Dinge, die ich gerade so finde, am Anfang ein bisschen erzähle. Den Stil habe ich von Simon Parks mir abgeschaut. Warum nicht? Das ist doch eine gute Idee. Ich habe mir auch, Klaus, deine Empfehlung in Hand geschaut und das von gestern geschaut. Wir werden schauen, dass wir das nicht überschneiden. Gestern habt ihr auch eine gute Sendung gehabt, habe ich gesehen oder gehört. Und das ist auch sehr schön. Deswegen aber die Zukunft, ich könnte auch gar nicht so viel sagen dazu, wie das, was ihr gestern gehabt habt. Kann ich die Empfehlung weitergeben. Ich bleibe also eher bei Gegenwart und ein bisschen bei der Vergangenheit. Ja, wo fangen wir denn da an? Also das eine, was ich unbedingt, was man nicht oft genug erwähnen kann, ist, dass der Bürgerkrieg zu Ende ist. Ich habe jetzt eine andere Quelle da bei mir, es ist der Benjamin Fulford. Der verkündet das auch, kennen wahrscheinlich auch viele. Benjamin Fulford macht auch diese Nachrichten einmal in der Woche. Und ich war ziemlich baff, weil wer es verfolgt, die drei Obelisken sollen gefallen sein. Es ist bei vielen dieser Dinge, die wir da so hören, naja, was sollst du denn da groß beweisen? Keine Ahnung. Aber die drei Obelisken sind halt der Vatikan für die Religion immer schon gewesen. Washington für Politik und die Kriege natürlich und London fürs Geld. Und das soll angeblich letzte Woche, die haben sich mehr oder weniger ergeben. Ja, also es ist eine ähnliche Sache, wie wir schon gehört haben, dass einfach die Lichtseite gewonnen hat. Und das ist wirklich eine gute Nachricht,
Da muss man sich langsam erst dran gewöhnen. Wir sind alle gewohnt, gegen Chemtrails und was zu fighten und 5G und Gott weiß was. Und so langsam, ich höre es immer wieder. Es hat ja begonnen, erster kleiner Rückblick, 2016, da war ja im November die Bankumstellung. Ne? Da hat es damals, da wo die Merkel immer gesagt hat, muss ich die Lebensmittel zu Hause bunkern. Ne? Die offizielle Erklärung war wieder mal ein Blödsinn, das waren irgendwelche Russen, die irgendwelche Angriffe machen sollten und da hat man Angst gehabt. Tatsächlich war es da die Angst vor dem Ausfall der Bankomaten, ne? Weil man da eben die Computer umgestellt hat. Ja, also wer das mit den Friedensverträgen, da geht's bitte zur Sendung gestern, da wissen die gar nicht so viel, da wurden scheinbar Friedensverträge geschlossen, das habt ihr gestern gehabt. Ich habe das als super Ergänzung gefunden, weil sich sehr gut deckt mit dem, was ich weiß. Also echt schade, dass ich gestern keine Zeit gehabt habe. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Zusammenfassung auch. Also das ist eine Sache, dass wir uns scheinbar auf eine langsame Zeit von Änderungen vorbereiten können, wo langsam sich was tut. Natürlich zuerst dieses Geldsystem, das QFS-System mit diesem Quantencomputer, das da eben kommen soll. Das anscheinend, also der erste Nachrichten darüber hatten wir eigentlich gerade im August 2016. Da war nämlich Asher Hadin, hat damals gesagt, Victory of all victories of humankind. Und die hat da gemeint, jetzt haben eben in den höheren Dimensionen, sind wir uns auch alle einig, wir haben mit höheren Dimensionen zu tun, nicht nur mit außerirdischen, sondern auch mit höheren Dimensionen. Das ist zwar identisch, das geht ein bisschen in die Struktur hinein. Ist auch ganz interessant, kann man kurz erwähnen. Also wir könnten gar nicht zu anderen Planeten fliegen, selbst wenn wir das könnten, können wir ja auch, wir haben ja mehrere, darauf komme ich heute noch, die verschiedenen außerirdischen Fleets, die wir da haben. Aber wir können nicht überall hin. Also zum Beispiel glaube ich, dass wenn wir wirklich zum Arcturus fliegen, wird man wahrscheinlich nicht einmal landen können. Die sind zu hoch oben. Da ist die Materiedichte so gering, dass wir wahrscheinlich durchfallen daten, wie wenn wir ins Wasser fallen daten. So stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Aber ich habe nur diese Nachricht im Kopf, die man auch mal gehört hat. Wir können nicht alle diese Sterne erreichen. Das wurde uns mal gesagt. Ich kann jetzt die Quelle gar nicht mehr zitieren. Das heißt, wir haben da ein bisschen Probleme. Aber die können zu uns. Das sind dann diese halbwässrigen Erscheinungen. Das habe ich in der letzten Sendung einmal gesagt. Die schon halb durchsichtig scheint, das war der Orfeo Angelucci. Die sind mit uns in Kontakt, aber wir können nicht unbedingt hin. Wir sind noch sehr weit unten. Wir müssen die Frequenz, das ist jetzt unser Job, dieses aktive Menschen aufklären. Also die da jetzt sind, die machen das eh alle. Muss man uns nicht zählen. Ne? Wann dieser Krieg, der jetzt vorbei ist, begonnen hat, ist schwer zum sagen. Also wenn man nicht gleich zu Adam und Eva zurückgeht, dann ist es schwer, wann das wirklich war. Trump wird immer genannt. Was auch dazu gehört, sind schon ein paar Einzelelemente, die ich kurz erwähnen möchte, ist zum Beispiel Notre Dame. Notre Dame hat vor kurzem gebrannt, das war ja offiziell in allen Nachrichten. Und man hat es immer gleich mit Terror verbunden. Das ist immer unsere, seit 2001, seit 9-11 ist das unsere Schiene, das ist der Terrorismus. Die meisten hier wissen, glaube ich, das ist natürlich ein Blödsinn. Das hat man erfunden, weil halt im Kalten Krieg Russland und Amerika, das hat nicht funktioniert. Das war der meines Erachtens nach wie vor die größte Niederlage war 1989, der Fall der Berliner Mauer. Das war das erste Mal, dass wir als Menschheit gezeigt haben, dass wir anders können. Ja? Da waren nicht nur die Sachsen, da waren auch die Sachsen beteiligt, die Montagsgebete in Leipzig, aber die Berliner Mauer war natürlich in Berlin. Also das war unser erstes großes Auftreten. Sowas können wir, davon können wir mehr gebrauchen. Ne? Wir müssen uns solche Beispiele aus der Geschichte jetzt langsam suchen. Ja, wie soll man das jetzt machen? Gut, wir können jetzt angeblich mehr machen. Ja, wie viel mehr? Wenn es langsam ist. Wir wissen auch, dass die Dunkelkräfte nicht einfach so gehen wollen. Die zensieren immer noch kräftig, was sie können und wo sie können. Also so schnell wird es nicht gehen. Und trotzdem müssen wir langsam lernen. Wir müssen langsam was tun. Ne? Ich meine, hier, ja, es ist ein bisschen Windmühlen gegen Windmühlen reden, weil ihr tut es ja alle, was ich weiß. Was ich auch noch erwähne, was ich heute gerade gefunden habe, weil heute ist Radio Day und deswegen war ich auch den ganzen Tag sehr aktiv und habe ich ganz neu jetzt entdeckt, Universe Inside You, wer sich für außerirdische Rassen interessiert, kennt den Kanal vielleicht. Es war jetzt lange Jahre der einzige Kanal, wo du immer wieder mal was über einzelne Rassen gefunden hast. Den hat man auch zensiert, der ist jetzt auf YouTube nicht mehr zu finden. Ne? Das habe ich heute zufällig gerade gesehen. Ich habe die Videos, die ich gehabt habe, auf Vimeo jetzt hochgeladen heute Nachmittag. Ich habe euch den Link da für die, die im Kanal sind vom Okie Talk. Ich habe den Link da hineingesetzt schon. Da kann man sich jetzt die Videos, die ich noch hatte, kann man sich da anschauen. Das habe ich versucht zu korrigieren. Ich habe aber auch nicht alles. Ich wollte eigentlich weitermachen. Es ist geplant für eine nächste Sendung dann irgendwann über die außerirdischen Rassen, die jetzt nicht mehr so umfangreich
werden kann, weil mir ungefähr 10 Videos fehlen. Also die sind jetzt gelöscht. Roland, den Link haben wir nicht bekommen. Ich mach mal einen Doppelklick auf meinem Namen und dann kannst du mir das nochmal zukommen lassen und dann werde ich das unter die Artikel auch in deinem Artikel setzen. Oh, hast du es jetzt? Ja, ist angekommen, danke. Okay, das ist der Link, da habe ich den Vimeo-Kanal, weil es auf YouTube teilweise nicht mehr geht. Auf YouTube gehen manche, wird immer mehr zensiert, das ist ja auch, wer bei YouTube ist, diese Verträge werden immer enger und da ist wirklich ein Krieg im Gange, ein Informationskrieg, in dem wir alle mittendrin stehen. So ein Tipp von mir vielleicht, dass wir uns mehr auf Vimeo bewegen oder wenn OkiTalk das mit den Videos auch mal hinkriegt, wäre natürlich direkter im eigenen Haus zu machen. Vielleicht, wenn es noch nicht funktioniert, würde ich Vimeo empfehlen. Jedenfalls habe ich da schon einiges gemacht und gefunden auch. Das sind ein bisschen so aktuelle Sachen. Was haben wir aktuell jetzt noch? Natürlich den Handelskrieg. Ne? Was ich ganz toll gefunden habe, das hat man vielleicht mitgekriegt, mindestens Freunde von mir wissen es, aber in den Nachrichten kommt es lustigerweise nicht. Der Trump hat es geschafft, einen Frieden zwischen Nord- und Südkorea zu etablieren. Ne? Wir wissen ja auch, dass zu diesen außerirdischen Negativplänen immer diese Kriegsgeschichten können. Und jetzt haben wir wirklich einen Frieden. In Nordkorea wird der Kaiser etabliert und Südkorea wird den Premierminister stellen. Und da soll dann ein einheitliches Korea entstehen. Das soll jetzt angeblich durch sein. In den Nachrichten habe ich nichts davon gehört. Aber anscheinend ist es, also ich wollte gratulieren an dieser Stelle, wer immer dafür verantwortlich ist, super Sache. Anscheinend ist es der Trump gewesen. Ich traue ihm nach wie vor persönlich nicht allzu viel zu, aber er muss super Hintermänner haben und er kann offensichtlich doch was. Also wenn er das geschafft hat, dass Nord- und Südkorea zusammenkommen, dann ziehe ich meinen Hut. Muss ich mir aber erstmal holen. Was ich noch ganz interessant finde, ich lebe in Tirol. Das wollte ich jetzt auch noch als erstes kleines Beispiel bringen. Und wir wissen ja, dass die Medien meistens diese alternativen Sachen nicht sagen. Jetzt hat sich gestern zufällig gerade die Mondlandung gejährt. Vor 50 Jahren waren wir auf dem Mond. Ne? Und das ist ja auch so eine Geschichte. Ne? Das war jetzt die Idee ist gestern entstanden, weil ich da die Zeitung gekriegt habe. Und da hat es Standard nicht, wo ich nachgeschaut habe, habe ich nichts gefunden von diesen Dingen, nur in der TTE, das ist scheinbar, lassen sich die dann nicht mehr so schnell zensieren, die machen da scheinbar nicht so mit. Da haben sie allerdings natürlich versucht, die offizielle Variante zu, also die haben diese Kritik gebracht, dass man sagt in der Kritik, muss ich grundsätzlich mal sagen, es gibt mehrere Varianten, die einen behaupten, die Mondlandung hat nicht stattgefunden, das sei gefilmt worden von Stanley Kubrick. Die größere Variante, die ich eher vertrete, ist auch die, dass man gar nicht auf dem Mond war, sondern auf dem Mars und dass der Mond, das wurde wirklich gefilmt von Stanley Kubrick und der Mars war das eigentliche Ziel und auf dem Mond sind ja ganz andere Gruppen, zu denen kommen wir gleich. Ich habe aber gedacht, ich gebe euch wirklich einmal die Argumente, die gebracht werden, um die offizielle Variante legitimieren und wie man die eigentlich sehr leicht widerlegen kann. Also wieder kleine Anleitung. Ich mache immer sehr gern kleine Anleitungen zum selber denken, weil wir sind ja alle sehr aktiv da drin. Da wird zuerst genannt, das Wehen der Fahne auf dem Mond kommt mangels Wind vor Erschütterung des Mastes beim Reinstecken der Fahne. Also in diesen Videos, die Fahne wackelt im Wind und das soll vom Reinstecken kommen. Ich mache es im Stil des Mittelalters. Ich bringe zuerst die Argumente und dann kommen die vier Antworten drauf. Zweites Argument, der Mondstaub hält die Fußspuren, weil er nie durchs Wasser geschliffen wurde und darum die Form halten kann. Das Argument war, dass man da oben keine Fußspuren sehen kann, von denen die sagen, dass es keine Mondlandung gibt. Und dann noch ein Argument, das dritte Argument ist, es sind keine Sterne am Himmel zu sehen, weil die Astronauten den Mond bei Tageslicht besucht haben. Auch so ein Zeitungsargument. Und dann das vierte Argument war, also wiederum, die Grundlage, die habe ich gar nicht auf, das wären dann drei Schritte. Ich habe nur zwei Schritte aufgeschrieben. Der erste Schritt wäre zu sagen, natürlich die behaupten, es gibt keine Mondlandung, sagen natürlich, dass man da Sterne sehen müsste. Ja. Und das vierte Argument war, also das Grundargument ist wieder, die unterschiedlichen Schatten stören. Ne? Und da wird jetzt wieder gesagt, der Grund für die unterschiedlichen Schatten sind die Unebenheiten am Boden, nicht die verschiedenen Lichtquellen, die man in einem Filmstudio hat. Jetzt habe ich da vier Argumente, die in der Zeitung sehr gut klingen und das klingt so, da kann man dann wirklich sagen, okay, dann waren wir halt doch auf dem Mond. Da waren wir auch, zwar nicht mit diesen Dingen. Und trotzdem passt es nicht. Ja? Und dann habe ich gedacht, okay, wie argumentiert man jetzt am besten dagegen? Zu Punkt 1 ist es ganz einfach. Es gibt keinen Wind am Mond, aber es gibt sehr wohl Schwerkraft. Da kannst du einfach mit der Schwerkraft argumentieren. Dass selbst wenn wirklich ein Zittern stehend durch die Schwerkraft
dann ist es immer noch so, dass die Fahne relativ bald wieder sinken würde, weil Schwerkraft gibt's noch. Ja, das heißt, da wäre bald Ruhe. Ist es aber nicht. Es zittert weiter. Das heißt, es muss einen Wind geben. Kann also entweder nichts der Mond sein oder es gibt Wind auf dem Mond. Das passt wirklich nicht ganz. Also wie ist es ein Filmstudio mit irgendwas oder irgendwo anders. Aber es ist nicht der originale Mond. Es stimmt wirklich, dass da irgendwas nicht stimmt mit diesen Aufnahmen. Aber ich würde sagen, das Argument hier ist die Schwerkraft. Beim Punkt 2 ist das Argument Staub, bei dem ist es wurscht. Also gerade das Fehlen von Wasser macht Staub erst recht flüchtig, ob er kantig ist oder nicht. Muss man nur nach zu Hause denken, wer einen Besen geschwungen hat, weiß das. Staub haltet kaum Spuren, nicht so stark wie auf diesen Bildern. Wer die Mondbilder kennt, das könnt ihr gerne Mondladung, wenn das im Internet eingibt, findet 100 Bilder. Kann ich euch im Radio nicht bringen, aber das ist nicht schwer zu finden. Also der Staub hält wirklich nicht solche Spuren, das ist gar nicht schlecht. Und dann, was für mich das erste war, wo ich mich damals damit befasst habe, ist schon ein bisschen länger her, war die Sterne am Himmel. Ne? Und da habe ich auch ein bisschen nachgeschaut, dachte, okay, nach dem, was ich so finden kann, ist die Erdatmosphäre zuständig für das Ablenken des Lichts der Sterne. Ja? Die lässt unseren Himmel blau erscheinen. Aber der Mond hat keine Atmosphäre. Da müsste man bei Tag und Nacht dort mehr Sterne sehen als auf der Erde. Da habe ich auch nachschauen müssen, aber das erscheint mir auch logisch, ist auch ein Gegenargument. Manche Sachen muss man dann wirklich widerlegen. Und das am leichtesten, aber das am ehesten gültigste Argument ist natürlich diese Schwankungen im Lichtschatten. Okay, auch die Zeitung ist nicht ganz blöd. Natürlich, das kann von Unebenheiten kommen oder auch, aber natürlich auch von verschiedenen Lichtquellen, wenn es ein Studio ist. Also, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich versuche euch da zu zeigen. Ihr seht es in der Zeitung manchmal wie auch selbst. Ich muss zunächst einmal Respekt vor der TT ausdrücken. Ich habe da sogar mal gearbeitet, war Studentenjob. Nicht als Journalist, also wie das Übliche, so diese Verteilerabteilung. Und die haben tatsächlich den Mumm, da überhaupt das Thema aufzugreifen. Ja? Also das ist schon mal gut. Sie greifen das Thema überhaupt auf. Trotzdem dürfen wir es nicht erwarten, dass das wirklich funktioniert. Also das, was die da bringen, ist ziemlicher Blödsinn. Alle vier Argumente halten nicht. Ja? Vierte noch am ehesten, aber es ist generell Blödsinn. Es stimmt, nach dem, was ich jetzt weiß, Vollversion, ist, dass wir auf dem Mond mit ungefähr 70 Jahren sind, seit dem Zweiten Weltkrieg. Die ersten Flüchtlinge, die irdischen Flüchtlinge auf dem Mond, waren die Nazis, die den Krieg verloren haben. Die sind nicht nur von Neuschwabenland in der Antarktis losgefahren, sondern eben auch auf dem Mond gelandet und von dort an auf Mars. Geschichte dürfte vielleicht bekannt sein. Und dann 1952 haben sie ja vom Mars aus diese UFO-Geschichte von Washington gemacht. Da gab es dann diese große UFO-Sichtung in Washington, wo dann quasi der Kalte Krieg begonnen hat. Offiziell natürlich nicht. Offiziell war es natürlich wieder die Handelsgeschichte zwischen Russland und Amerika und Vorherrschaft und politische Macht und was auch immer. De facto war es Angst. 1952 haben die Deutschen sich gezeigt. Das waren keine echten Aliens. Die UFOs über Washington 1952 waren keine echten Aliens. Nach dem, was ich rausgefunden habe, waren das Nazis. Vom Mars, die dahin geflüchtet sind. Oder genau vom, kann ich auch nicht genau sagen. Es könnte auch sein, dass ein paar vom Mond dabei waren. Aber anscheinend waren die Hauptgruppen vom Mars. Und die haben dort für Angst gesorgt. Also wir sind immer noch da. Und deshalb hat dann eigentlich, ist ein bisschen auch Verständnis für unsere Politiker bei all diesen Geheimhaltungen, dann sowohl Amerika als auch Russland beschlossen, wir müssen da entgegenhalten, wir müssen da was machen. Wir sind jetzt im All, ja, von diesen Verträgen mit den Reptos. Wir kommen noch ein bisschen auf die Älter. Also ich gehe bis 1913 zurück heute, ein bisschen später dann noch. Warum eigentlich später? Das kann ich jetzt auch einbauen. Die ersten Verträge, die die Deutschen gemacht haben, waren schon vor dem Zweiten Weltkrieg, das war 1913. Da ist die Quelle jetzt dieses auch schon recht bekannte Buch, Mein Vater war ein MIP, da kann man das drin finden, der Band 1, der Band 2 geht noch weiter zurück in die Geschichte. Mein Vater war ein MIP, Band 1, da findet man das. Da haben sie scheinbar Verträge gehabt mit unseren berühmt-berüchtigten Alpha Draconia Reptilien. Das sind die Negativgruppen. Also laut David Wilcock gibt es 6 Negativgruppen, die uns aus dem All her beobachten, kontrollieren oder dieses System, das wir seit 6000 Jahren haben, etabliert haben, also diese Anunnaki und das lassen wir. Wir lassen heute die alten Geschichten weg, wir bleiben heute eher in der Gegenwart. Aber da stehen oft die Reptos dahinter.
nicht unbedingt die Alpha Draconia bei uns auf der Erde, sondern eher diese, die haben eine eigene Rasse gezüchtet. Die Alpha Draconia wurden ja selbst gezüchtet von den Kirigianern, aber bitte, das ist angeblich 13 Milliarden Jahre her. Und die haben dann andere Untergruppen von Reptos gezüchtet. Bei den Reptos interessant ist schon, wenn wir schon bei den Reptos sind, ich finde, da gehen ja alle unsere Legenden hinein. Die adeligen Reptos haben Flügel hinten drauf, ne? Und sind ziemlich groß, 4 Meter, 5 Meter. Das ist so wie die mittelalterlichen Drachenlegenden, ne? Bei Loch, ich habe ja schon gedacht, ob das Loch Ness sein könnte. Sie können ihre Zähne verlängern, machen sie manchmal gern, das gefällt denen angeblich. Man könnte an Vampirgeschichten denken, ja? Oder generell haben die eine Statur und eine Größe, die kommt an unsere Dinosaurier ran. Also so ziemlich alles, was uns Angst einjagt und und diese Schuppen stehen manchmal bei der Stirn stehen die manchmal drüber, bei den Reptos. Schaut dann aus wie Hörner. Also den Teufel bringt es auch unter. Bei dem, was wir über die Reptos wissen, bringt es so ziemlich jede negative Legende unter, die wir so haben. Die sind natürlich nicht im 1913 aufgetaucht, aber 1913 haben sie zum ersten Mal in der Neuzeit, sage ich mal, mit den Deutschen Kontakt aufgenommen und die haben halt gemeint, naja gut, dann machen wir mal, ne? Was wollten die Reptos? Sie wollten Kinder, ne? Da wurden Zuchtfarmen gegründet scheinbar. Und dort hat man dann die deutschen Frauen dazu angehalten, sich mit den Aliens zu verbinden, sagen wir mal so. Und da sind dann Kinder rausgekommen und das sind jetzt die Soldaten von der sogenannten Dark Fleet. Die kann jetzt nicht mehr zurück auf die Erde kommen. Die Dark Fleet ist ein bisschen... Wir sind ja in Quarantäne seit 2012. Das muss auch zu diesem Bürgerkrieg gehören. Ich habe aber noch nichts gehört, dass diese Quarantäne aufgehoben worden ist. Also das ist jetzt eine intergalaktische Quarantäne. Ja, wir sind ja seit 2012, ist da so ein Riesenzaun gebaut worden. 2012 sind die Sphären gelandet. Eine Rasse, über die ich nicht viel näher weiß. Die Sphären sind sehr gute Leute. Die werden auch in Verbindung genannt mit der antiken Erbauerrasse. Ja, die wiederum, also die Ancient Builder Race im Englischen, ja, die bei Ashenadin wiederum als Guardians bekannt sind, ja, also antike Bilderrasse, Erbauerrasse oder eben Sphären, das ist alles das Gleiche. Wer die jetzt wirklich sind, die Schilderung, die wir haben, ist, sie sind groß wie ein Planet und sie fliegen halt selbstständig im All herum. Und sie sind im Moment jetzt in unserem Orbit, ist ein bisschen knapp gesagt, weil wenn die wirklich im Orbit wären, dann hätte man keinen Himmel mehr, die müssen ein bisschen weiter weg sein. Aber die sind da in der Nähe und die haben scheinbar diesen Zaun gebaut. Deswegen kommen jetzt die Reptos von der Erde nicht mehr weg, aber auch die Dark Fleet von den Nazis nicht mehr zurück. Ja, weil natürlich nicht 1913 wurde die Züchtungsstation gegründet, ungefähr parallel, kann sich vorstellen, wie lange dauert das? Na ja, 1914 sind dann die ersten Babys auf der Welt, da waren es dann die Erwachsenen, so 20er, 30er Jahre. Also ungefähr parallel mit dem Zweiten Weltkrieg haben wir wahrscheinlich die ersten intergalaktischen Kriege geführt. Da haben sie sich dann wahrscheinlich Soldaten geholt. Da weiß ich es nicht mehr genau. Ich weiß nur von dieser Zuchtstation von 1913 und dass die dann eben die Dark Fleet gemacht haben. Wann das genau ist, da hört leider die Quelle auf. Und natürlich, ihr müsst euch vorstellen, also wir leben in einer intergalaktischen Welt. Ja, wie kann das funktionieren, dass der Bürgerkrieg aus ist? Für mich ist das alles so ein bisschen Erklärung. Naja, dieser Zaun, diese Quarantäne ist sehr wichtig. Weil natürlich haben sich unsere Leute gedacht, und das ist jetzt wurscht, ob wir Rockefeller, Rothschild oder Reptos oder sonst irgendwas nehmen. Das finde ich immer ganz lustig, die Verbindung zwischen Rothschilds und Reptos. Die haben ja sogar Möbel, wo hinten, Irene Rothschild erzählt ja mal, sie haben Möbel, wo hinten Löcher sind in den Sesseln, damit diese Reptos so ihre Schwänze hinten raushängen lassen können. Die lassen sich ja gelegentlich Dinge wachsen und so ein Schweif hinten dran, das finden sie schön. Da braucht man natürlich entsprechende Möbel dazu. Die Rothschild haben diese Möbel extra für die Reptos gebaut. Und in dieser Ebene der Meetings haben die natürlich das Gefühl, naja, wir können eh jederzeit weg. Wenn die Erde kaputt geht oder der Dritte Weltkrieg ausbricht oder sonst irgendwas, dann fliegen wir halt. Wir haben ja unsere Schifferung, ne? Und genau das geht eben nicht. Und das ist eigentlich der Grund, warum seit 2012 unsere Herrscher, möchte man jetzt schon fast sagen, ehemaligen Herrscher, die Nachrichten werden ja immer, gehen ja alle in diese Richtung, dass es vorbei sein soll, quasi unter Druck gekommen sind. Das verdanken wir eigentlich den Sphären, die da diesen Zaun gebaut haben. Das war 2012. Ne? Insofern, ob jetzt die Mayas recht haben oder nicht, ne,
Ja, okay, ihr könnt das Licht fragen, müsst euch nicht besorgen, aber dieser Spruch, dann ist immer wieder Kinder im Kopf. Vielleicht hat er nicht, sagt euch letztes Licht. Ich habe von David Wilcock gelernt, man muss auch persönliche Dinge einbauen. Wahrheit ist immer subjektiv. Das müssen wir auch. Jede Wahrheit, die wir hören und nehmen, ist immer subjektiv. Niemand hat die objektive Wahrheit, auch ich nicht. Wir müssen immer schauen, wo ist das subjektive Element. Also ein großer Dank an die Sphären, sehr unbekannt und sehr wenig erwähnt, die uns eigentlich geholfen haben dabei, dieses Regime zu besiegen. Wer auch wichtig war, ist vor zwei Wochen, das ist jetzt schon wieder 2 Monate her, das war im Mai, Juni. Also wir wissen, wer gestern dabei hat auch gehört, dass da die beschossen worden sind. Vom Mond aus hat man auch, wir haben ja bei der Mondlandung eigentlich angefangen, die Lager der Raptors in Lateinamerika beschossen, teilweise in Mexiko, in Vancouver, verschiedene Stationen. Die sind nicht mehr da. Da waren sicher 10, das waren teilweise auch unsere Allianzleute von der Galaktischen Föderation, die Raptorsiedlungen auf der Erde zerstört haben. Das heißt, wir haben eine galaktische Basis, das lässt sich dann logisch daraus schließen, wenn die Föderation vom Mond aus schießt, müssen die da irgendwie eine Basis haben, ne? Oder wie sollen sie sonst schießen? Bitte, vielleicht haben sie mit einem Schiff vom Mond, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass die auch da oben sind. Was wir wissen, ist, dass der Mond sehr stark bewohnt ist. Die Nazis haben sich mit Menschenhandel oder sonst irgendwas, mit ziemlich tiefen Verbrechen, Land auf dem Mond gekauft. Ja, da sind aber schon einige andere da. Wir haben auf dem Mond seit eh und je Riesen gehabt, das ist innen hohl. Also da darf man auch die Symbolik verwenden. Also jeder kennt Star Wars, ne? Heißt das, die immer verwechselt Stars immer. Sind wir bei Star Wars im Moment. Da gibt es diesen Todesstern, ne? Der hat dieses Ding da oben drauf, diesen Ring, ne? Wenn ihr euch anschaut, es gibt einen Mondkrater. Der schaut genauso aus wie der Ring vom Todesstern. Also der Todesstern von Star Wars ist der Mond. Und es ist im Prinzip der Hinweis für uns, wie bei vielen so Filmen, sieht man immer wieder so Sachen, dass das eigentlich identisch ist. Das wurde uns allerdings vor ein paar Millionen Jahren geschenkt, ursprünglich auch von freundlichen Rassen, weil wir in irgendeinem Krieg in Atlantis den Mond in die Luft geschossen haben. Also haben sie uns den geschenkt. Und der ist seitdem eigentlich eine Basisstation, von dem aus wir beobachtet werden. Von guten bis schlechten Leuten. Und so ganz genau ist es schwer zu sagen, wer da wirklich oben ist. Aber auf jeden Fall die Nazis, die Draconier, aber auch die Galaktische Föderation muss da oben sein. Das heißt, die haben da oben auch verschiedene Reviere. Gut, lass man Mond einmal weg. Aber das ist natürlich klar, dass man in so einer hart umkämpften, also wenn der Mond so stark, das ist schwierig da oben. Ja. Das heißt, da kann es gar nicht so richtig landen. Diese ganze Mondlandungsgeschichte war also schon mal wegen der realpolitischen Situation, die wir auf dem Mond haben. Ne? Raptors, dann auf jeden Fall Galaktische Föderation und Raptors und andere dürften auch noch da gewesen sein, wo ich nicht genau weiß, dann also mindestens 4 Gruppen. Ich kenne aber nur die Raptors und die Galaktische Föderation und dann später noch die Nazis. Und das heißt, wie willst du denn darauf? Da weißt du nicht, auf welches Land du kommst. Das heißt, man musste das auf der Erde filmen und das irgendwie faken, weil wirklich rauf konnte man nicht. Man hatte zwar schon, ja, seit 47, seit Roswell und schon 45, wir kommen zum Zweiten Weltkrieg gleich noch, also das noch ein bisschen näher. Eigentlich könnte man das auch gleich einbauen. Wo habe ich denn das? Gib's mal eine Sekunde, ich muss den Text, das neue Geldsystem brauchen wir dann auch noch. Genau. Da gibt's einen schönen Zeugen über diese Zeit, wenn ich das jetzt schon hatte, im Zweiten Weltkrieg. William Tompkins, der ist sehr bekannt. Der hat ja die Spione in Deutschland befragt. Also das heißt, die Amis haben 29 Soldaten im Jahr 1942 unter Admiral Admiral Ricotta heißt der Typ. Haben es 1942 29 Soldaten zur Spionage nach Deutschland geschickt. Und der Tompkins war beauftragt damit, die dann zu interviewen, wenn sie wiederkommen. Gibt's ein eigenes Buch darüber und auch den Film Above Majestic ist letztes Jahr rausgekommen vom David Wilcock. Das ist eine große Empfehlung, also Above Majestic, der ist sehr gut. Und da kann man das also auch hören, wenn man will, ist allerdings leider auch wie das meiste Englisch. Ne? Und die haben eben dann diesen Austausch gehabt, also mit den Technologien. Und zunächst einmal haben die amerikanischen Leute gehabt, die spinnen. Alle Spione haben erzählt, dass die Deutschen mit irgendwelchen Aliens zusammenarbeiten.
Und die Amerikaner haben es zuerst einmal gar nicht glauben wollen. Da waren nämlich unsere eigenen Leute noch sehr, also die Armee ist noch sehr unbedarft, was das angeht. Erst mit 47 und erst eben mit dieser Zweiten Weltkriegszeit fängt das Wissen wirklich bei uns langsam an, in den Regierungen groß zu greifen. Das Roland? Sehr, ja? Da möchte ich mal eine Frage stellen, dein Mikrofon. Super, das ist der Marc. Marc, eine Zwischenfrage? Ja, wollen wir das Thema heute angehen? Diese UFO-Frage, das landet ja beim TR-3B. Das ist ein dreieckiges, schwarzes UFO. Und das ist alles noch Technik aus dieser Kriegszeit. Ne? Also es ist... Okay. Bist du fertig oder soll ich? Ja, also ich wollte noch sagen, mein Vater hat mir gesagt, Sohnemann, das Deutsche Reich hat den Krieg gewonnen 1960 über Chicago mit den Reichsflugscheiben. Na, ob das heute noch in der Dimension noch so stattfindet, weiß ich nicht. Also so war die Auskunft damals von meinem Vater. Also mit den Reichsflugscheiben hat er auf jeden Fall recht gehabt. Das große Rätsel bei den Reichsflugscheiben ist, wo sie herkommen. Es gibt zwei Varianten. Die eine Variante sagt, das erste UFO ist im Schwarzwald abgestürzt. Das muss auch so im Ersten Weltkrieg gewesen sein. Die Alpha Draconia mit dem Vertrag davon ist drin, waren mit der Technologie ein bisschen zurückhaltend. Die haben vor allem nicht waffenfähige UFOs geliefert. Deswegen hat es auch im Krieg nicht viel gebracht. Eine türkische Quelle, die ich gefunden habe, mit einem Kebab-Standl-Typen übrigens, der sich auch sehr für UFOs interessiert, das ist manchmal sehr nett unterwegs, wenn man so am Tag unterwegs ist, mit Leuten zu reden über alles Mögliche. Dann bin ich darauf gekommen, schon eine Weile her auch, auf dem Berg Ararat ist in den 30er Jahren auch irgendwas gewesen, was für UFO gehalten wurde. Und die Deutschen haben verdammt viel Geld bezahlt. Also nach 33 war das, nach der Wahl. Also ihr wisst, 33 wurden ja die Nazis gewählt dann, ne? 32 schon, 33 war Mündwerheim. Und die haben jetzt nicht viel Geld für die Türken bezahlt, damit sie dieses Ding kriegen. Und ihr könnt jetzt sogar von mir aus spekulieren, das ist die Arche Noah gewesen. Vielleicht ist ja Noah auch mit einem UFO, hat er die Tiere gerettet. Who knows? Vielleicht war das die Arche Noah. Das weiß ich nicht. Bitte, das sagt der Bericht nicht. Der Bericht sagt nur, da war ein UFO und die Türken haben das UFO den Deutschen verkauft. Allerdings ist der Bericht auf Türkisch, da bringt nicht einmal ein Link viel, aber der Kebab-Standl-Besitzer hat mir das übersetzt. Das war ziemlich lange, das Kebab-Meeting diesmal. Ich bin da über 2 Stunden drin gewesen. Aber war sehr informativ, ne? Der war auch sehr interessiert im Ganzen. Es gibt also auch eine türkische Szene. Ne? Das habe ich da auch nicht gewusst vorher. Diese Reichsflugscheiben wurden dann nach dem Modell, also entweder jetzt des Schwarzwald-UFOs oder des Reichs, also des Achenoa-UFOs nachgebaut, ursprünglich in Deutschland. Dann war die bekannte Aktion Neuschwabenland, dann sind die 39 in die Antarktis gefahren und die großen Hallen und die, was ich weiß, sind heute noch da. Die waren dann in der Antarktis, Neuschwabenland, die 39er-Geschichte. Da haben sie dann von den Alpha Draconian 2 Höhlen bekommen. Es gibt scheinbar 3 große Höhlen in Antarktis, wo man das eben sich etablieren durfte. Und die Alpha Draconian haben immer da die Hand drauf gehabt, mindestens. Seit 2 Wochen bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich da in der Gegenwart reden soll oder nicht. Aber bis vor, also sicherlich nicht langer Zeit, da reden wir sicher dieses Jahr oder letztes Jahr, ich weiß nicht genau wann das, haben die Alpha Draconian da bestimmt, wer da rein darf und nicht. Nicht nur die großen Treffen von Hillary und Bill Clinton und auch mit Putin finden oft in der Antarktis oder fanden in der Antarktis statt. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, sind wir jetzt nach der Wende, läuft das immer noch so? Ich bin im Moment ein bisschen unsicher, wie ich die Gegenwart beschreiben soll. Sieg ist ja gut und schön, aber ja, was hat sich jetzt bis jetzt geändert? Vielleicht ein kurzer Einwand. Genscher hat uns dann letzten Endes als Deutschland bei der UNO angemeldet. Also für mein Dafürhalten ist dieser Krieg schon lange vorbei. Also eigentlich seit 70 Jahren circa. Natürlich ist der Krieg vorbei. Also das ist schon klar. Aber tatsächlich haben die nicht aufgegeben. Also die Nazis sind heute noch aktiv. Vom Mond aus, vom Mars aus täten die gern immer noch. Ja. Aber anscheinend mit unseren Nachrichten, die wir haben, haben sie immer weniger Möglichkeiten. So wie alle negativen Gruppen auf der Welt, werden sie immer mehr zurückgedrängt. Ich subsumiere das da hinein. Aufgegeben haben sie nicht. Es wurde dann eben im Kalten Krieg, das wurde schon, also der ist, diese UFO-Geschichten, die wir im Kalten Krieg kennen,
sind schon vielfach eine Antwort auf die Nazi-Invasion sowohl von der Antarktis als auch vom Mars. Da gibt es schon Quellen dazu, die das auch die außerirdischen Entführungen, ich habe selbst ein Interview gemacht mit einer Frau da 20 Kilometer von da, die von Aliens entführt worden ist, die letzten 10, 20 Jahre. Das ist ja der Vertrag, den die Amis geschlossen haben mit anscheinend den Greys, ihrerseits wiederum auch eine Züchtung der Reptos, damit sie ihre eigenen Sklaven haben, haben die Draco, also die Reptos, die von den Dracos gezüchtet worden sind, irgendwann die Greys gezüchtet. Das ist eine richtige Zuchtveranstaltung dort. Und die Greys haben dann, also die großen Greys, die selber denken, nicht die kleinen Greys, das sind eher so Bioroboter, mit den Amis diesen Vertrag geschlossen. Jetzt sind wir dann schon nach dem Krieg, das ist eben dann schon, das dürfte unter der berühmten Präsidentschaft von Eisenhower gewesen sein, ne? Eisenhower hat dann gegen Technologie, weil jetzt wusste man ja schon, das war ja schon nach Roswell und so, das gibt's, die sind da und dann wollte man's haben. Die Amis sind dann immer, wenn es was gibt, ja, das wollen wir danach. Ne? Und die Amis haben dann sich auf einiges einlassen. Unter anderem auch auf die Entführungen. Und die Entführungen, so hat mir diese Frau erzählt, da 20 Kilometer von mir da weg, in diesen UFOs, wo sie entführt worden ist, hat sie auch Leuten mit solchen SS-Zeichen, wir kennen diese Runen-SS-Dinger, die haben das auf der Schulter gehabt. Also offensichtlich waren da auch Nazis drin und das ist 10 Jahre her. 10, 5, 6, also das war die letzten 20 Jahre. Das ist noch nicht so Vergangenheit. Also das wirkt nach wie vor. Ich weiß nicht, ob jemand aktuelle, also ja, wie weit geht, sind die Entführungen noch aktiv oder gibt es das oder darf man das jetzt auch nicht mehr machen? Was heißt das, dass die 3 Obelisken gefallen sind? Ich habe jetzt keine näheren Informationen zu den Entführungen. Ich gehe, also die Leute, die ich gekannt habe, die haben mir immer gesagt, ja, sie kennen das, ne, ihr ganzes Leben. Ne? Aber ich habe es noch nicht so wirklich umgestellt. Für mich sind die noch nicht so ganz vom Tisch. Ne? Also wer den Film kennt, The Fourth Kind, ne, das sind ja auch so diese Entführungen drinnen mit der Mila Jovovic. Das da ist. Ja, also es gibt da am Nordpol einen Bericht von jemandem, der ist dahin gepilgert. Und dann erscheint vor ihm ein UFO mit einem SS-Mann und er sagt, ja, wenn du mitkommen willst, bist dabei, aber du musst dein gesamtes Umfeld und alle hinter dir lassen. Das ist wie Dimension Ende da oben. Und meinen Informationen nach sind auch 9000 U-Boote verschwunden, ne? Auch ungeklärt. Also 9000 weiß ich nicht, aber ich habe auch von diesen verschwundenen U-Booten schon gehört, ja. Okay, also da ist es wirklich schwierig. Also 9000 Mann waren das. Mit dem Boot. Das ist was anderes. 100 U-Boote ungefähr. Ja, das trifft sich eher mit meinen. Also das habe ich auch schon gehört. Also 1, 2 sind ja schon im Zweiten Weltkrieg verschwunden. Dann ein paar später noch. Also ja, ich habe so von 20, 40 bis 50 bin ich gekommen. 100 habe ich auch nicht zusammengebracht. Aber ja, also da komme ich eher mit. Was mich viel mehr interessieren würde, wäre die 3 Obelisken. London City, Vatikan und Washington. Weil eigentlich, ja. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Na, kann ich nur allgemeine Informationen geben. Natürlich geht es um den Vatikan. Ich selber komme aus der Kirche, ich habe sonst bei den Jesuiten studiert. Und die haben mir sogar gestanden, ohne Internet, ohne irgendwas, Auge in Auge, ja, sie haben diese Kontakte ins All. Mehr leider nicht, weil, ja, die haben auch Geheimhaltungspflicht, aber, ja, man sie 20 Jahre kennt. Also, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass die sich regelmäßig treffen. Ich weiß aber nicht, also da muss ich dann jetzt wieder auf Quellen zurückgreifen. Anscheinend haben die ja ein Gefängnis im Orion-Sektor, für das sie arbeiten, psychologische Gutachten machen. Ich weiß aber, dass auf den Universitäten, speziell die Leute im Alten Testament, also wenn es Jesuiten sind, da sehr wohl was wissen. Auch da habe ich persönliche Kontakte und weiß genau, dass der Typ sich gut auskennt, aber der will nicht drüber reden, der blockiert das immer ab. Und inzwischen kann man mir dann nicht mehr, also inzwischen bin ich mir sicher, ich weiß, dass das auch sein Nachfolger, den kenne ich auch. Da ist wirklich eine, und die fahren auch regelmäßig in den Vatikan runter und gerade unsere Leute sind da regelmäßig unten. Und da ist eine sehr enge Zusammenarbeit. Ich weiß nicht, was vom schwarzen Papst zu halten ist. Natürlich, das ist der Jesuitengeneral, klar, ob das da schon, wie viel Einfluss der wirklich hat. Und ich traue mich immer noch nicht, das für ernst zu nehmen, wenn ich da höre vom Papst als Kindesopfer. Es gibt viel Blödsinn im Internet und
Ich kann sagen, wenn jemand in ein Kloster eintritt, auch wenn es ein Jesuitenkloster ist, dann steigt er dann nicht ein, um Aliens zu dienen. Der weiß davon nichts. Ich finde es immer wichtig, bei diesen ganzen Dingen zu sehen, dass wenn jemand da wirklich einsteigt, er ganz ehrlich einsteigt, erst nachher ist ja diese Auswahl nach den Gelübden, dann hat man die Gelübde schon gemacht und jetzt kriegst du dann quasi das serviert und dann kann, ja, dann was machst du jetzt damit, ne? Und die meisten haben dann nicht den Mut, da nochmal zurückzusteigen. Und manche werden krank dabei, denen erzählen dann wieder was. Manche machen das dann zu ihrer Lebensaufgabe. Aber das ist nach dem Eintritt. Ich muss ein bisschen meine Kirchenleute verteidigen, weil manche von denen wollen gar nicht da mitmachen, haben aber jetzt irgendwie keine Wahl mehr. Also in der Kirche kann ich am meisten sagen. Und die Verbindung ist echt, das weiß ich. London und Washington kann ich nicht so, habe ich keine so First-Hand-Geschichten zu bieten, das weiß ich auch nur aus Erzählungen. London, also Amerika, diese ganze Firmengeschichte, die man ja auch gehört hat, da, dass die Länder eigentlich Firmen sind, da ist ja Amerika quasi, gehört ja eigentlich quasi England, ne? Und London ist das finanzielle Zentrum. Ne? Das Geld wird zwar eigentlich von der Federal Reserve kontrolliert, ja, weil aber das Ganze eigentlich England gehört, ist London das eigentliche Zentrum fürs Weltgeld. Also ich rede jetzt vom alten Petrodollar-System, nicht vom neuen QFS-System. Das ist das alte Petrodollar-System und das Zentrum dafür war immer London. Da steht auch so ein Obelisk. Aber das sind auch nur so Geschichten, die wir halt alle kennen. Ne? Und Washington, naja, das ist ziemlich klar. Das ist die amerikanische Expansionspolitik, das kennen wir alle. Wenn irgendjemand spinnt, dann fliegen die Amis mit ihren Truppen dahin. Ne? Und sei es noch so ein Blödsinn. Der größte Blödsinn, den wir je gehört haben, waren die Irakkriege. Ne? 2003 hat man im Irak in Bagdad gestürmt. Warum? Bei der Kerry Cassidy konnte man es dann hören, naja, dort ist ein Stargate. Das hatte mit Saddam Hussein nichts zu tun, das hatte nichts zu tun mit irgendwelchen Bedrohungen. Der Typ war absolut, und die haben es dann nicht gefunden in irgendeinem Erdloch, der war keine Bedrohung, der war Angsthaus. Die haben ein Stargate dort. Ja, es gibt 12 Stargates auf jedem Planeten, es gibt dieses intergalaktische Netzwerk, ja, wo man eben auch ohne Raumschiff Lichtjahre überspringen kann in 10 Sekunden. Das ist jetzt auch so ein Star, aber nicht Star Wars, sondern eben Stargate, wer die 90er-Jahre-Serie kennt, die ist ziemlich akkurat. Die gibt's und deswegen hat man im Irak 2003 den Krieg geführt. Nicht wegen Saddam Hussein. Das ist uns eh klar, ne? Die Stargates waren's. Wir haben sogar die Atlantis-Kriege, mindestens, also laut Asha Nadine waren es ja 4 Atlantis-Kriege. Wir haben uns öfters in die Steinzeit gebombt, nicht nur einmal. Und zweimal war es wegen den Stargates. Also die Stargates sind elementare Blutlinien im Universum. Ne? Wir haben immer wieder Kriege dafür geführt, auch 2003. Ja? Das ist also noch nicht so lange her, dass wir das gemacht haben. 2003 war sowieso das dunkelste Jahr für uns. Ne? Da war der Bush Senior Präsident, ne? Der war ziemlich, der dürfte ziemlich als Satanist gewesen sein. Wobei auch da zu fragen ist, ist es der Mensch? Womit wir uns auch auseinandersetzen müssen, ist, wenn wir unsere eigenen Leute da jetzt verurteilen und sagen, da jetzt, ja, jetzt hat das Licht gewonnen und jetzt weg mit den ganzen Typen. Es gibt die Geschichte vom Bush Senior, der sich Michael Persinger haut nicht ganz hin auseinander. Auch so mit einem von diesen Super Soldiern trifft vom Mars. Das ist wieder das, mein Vater war nicht. Dann sitzen die im Zug. Und da sitzt der Bush Senior auf der einen Seite und dieser Soldat auf der anderen Seite. Und die unterhalten sich. Aber es unterhalten sich nicht die Menschen. Die Seelen, sowohl eben auch von diesem George Bush Senior, als auch die von dem Super Soldier, war eingesperrt. Geredet haben 2 Reptoseelen. Die Reptos, mindestens nach Simon Parks ist das die Sünde wieder den Heiligen Geist. Ich habe sie gefunden, letztlich. In der Bibel findet man sie ja eigentlich nicht. Die Seele wurde eingesperrt. Das heißt, George Bush Senior war eigentlich besetzt von einem Repto. Das heißt, wir können den Menschen gar nicht verurteilen. Seine Seele ist vielleicht sogar, die hat, ob die da jemals eingewilligt hat? Also der Soldat hat nicht darin eingewilligt, dass ein Repto ihn einsperrt. Seine Seele in seinem Körper. Und von George Bussina dürfen wir das, glaube ich, auch annehmen. Da hat einer ihn besetzt. Das kennen wir aus der Theologie auch, das ist dämonische Besessenheit. Ja. Und sowas gibt's auch. Nur, dass es keine Dämonen sind, außer du sagst, die Dämonen sind Reptos. Na, dann passt's wieder, ne? Und das war im Zug, ja, auch so um 2000 rum, ne? Also das letzte große Aufgebot der Dunkelseite auf unserem Planeten war so um die 2000er Zeit, die Administration von Bush, ne? Da haben sie das Stargate erobert, da waren sie mit Bush ganz groß an der Macht.
da war auch 2001 die Geschichte mit der, wo man gewechselt hat vom Kalten Krieg zum Terror, ne? Der Kalte Krieg hat nicht funktioniert, jetzt geht man auf den Terror, hat man Terror erfunden. Es ist alles so die Zeit. Das war das große letzte Aufgebot. Weil eben, haben wir auch gehört, also es war gestern 2012 der Vertrag ausgerennt ist, ne? Die sind dann zur Zeitdruck gestanden. Das war damals schon, 2003 schon eine Art Notlösung, ne? Weil sie gewusst haben, die Zeit rennt ihnen davon. Der Dritte Weltkrieg geht nicht los. Scheiße, wir müssen was machen, ne? Und all diese Aktionen, ne, sind so, waren da noch Versuche, den Dritten Weltkrieg zu starten. Das hat sich aber schon gewandelt. Auch zum Beispiel die Notre-Dame-Geschichte ist jetzt nicht mehr, das war kein Terroranschlag. Das wird uns jetzt noch verkauft, weil die Medien wieder mal, ist die Medien, die offiziellen Medien, bitte nicht okay, die offiziellen Medien, was checken, da ist, glaube ich, der Fall Weihnachten auf Ostern oder so. Die verkaufen uns das immer noch als Terror. Tatsächlich war es eine Fluchtreaktion. Das ist jetzt David Wilcock. Bei der Notre Dame, dieses Jahr, das Mai, Juni oder was das war, wurde ja Akten verbrannt über Pizzagate. Also Pizzagate, wer das Stichwort kennt, ist der Menschenhandel, ne? Es verschwinden immer wieder Flüchtlingskinder in diesen Flüchtlingsströmen, verschwinden manchmal auch durchaus brisante Leute, also sogar Bekannte, speziell wenn sie für Sachen eintreten, wie UFOs oder so. Die Namen gerade nicht im Kopf. Da gibt es 2, 3 recht berühmte Fälle. Und die sind einfach weg. Ja, auch bei Flugzeugabstürzen eignen sich super für solches, weil die Leichen findet dann eh keiner. Solche Menschen kann man verkaufen. Manche Reptos essen gerne Menschen. Das wird immer gern gemacht. Und die Akten für solche Geschäfte, auch Pädophilie und Sexgeschichten kommen da rein. Das, ich sage immer, im Vergleich zum Essen und Geschlafen finde ich das, ja gut, zwischen Pest und Kohle ist eine Wahl. Zwischen Pest und Kohle ist schlecht und schlechter, ja, wurscht. Die Akten waren in Notre Dame. Die Notre Dame hat diese Menschenhandelsakten und sexuellen Missbrauchsakten gespeichert gehabt. Wie die in die Notre Dame gekommen sind, die dürft ihr mir nicht fragen, keine Ahnung. Aber anscheinend war der Brand für die Notre Dame im Mai, Juni dieses Jahres dazu da, die Akten zu vernichten, damit diese Geschichten nicht bekannt werden. Also die letzten Aktionen, die jetzt in letzter Zeit so passiert sind, die haben nichts mehr mit dem Dritten Weltkrieg zu tun und dann eben mit dem Terror. Hier versuchen Mitglieder unserer Kabale ihre Spuren zu verwischen. Ja? Weil ihnen wirklich das Gas ausgeht. Also ihnen geht die Luft aus. Oder ist ausgegangen. Ja? Anscheinend dieses Jahr jetzt wirklich vorbei. Möge es stimmen. Ne? Und irgendwie bin ich schon sehr erleichtert. Ja? Aber ja, die letzten Geschichten sind tatsächlich so eine Aufräumaktion gewesen. So, jetzt habe ich ein bisschen einen Faden verloren, wo sind meine eigenen Stimmen? Ich war ein bisschen bei der Geschichte. Was sagst du? Musikpause oder? Wie spät haben wir es denn? Ja, ja. Mach eine Musikpause, ist ein bisschen früh noch. Ja, mach eine Musikpause, passt auch schon. Denke ich schon. Ne? Du hast ja den ersten Song rausgesucht und okay. Zwar, ich schau mal ganz kurz. Das ist der Song Jazz of Clay Flute. Vielleicht magst du ein paar Worte dazu sagen. Heute habe ich euch ein bisschen christliche Musik rausgesucht. Ich war ja, eh schon erwähnt, Theologe. Ich komme aus der Kirche. Ich war auch mal christlicher DJ. Und irgendwo, gerade in letzter Zeit, habe ich mir gedacht, die Kirche mag noch so schwarz sein. Erstens einmal, die kleinen Schafe wissen davon sowieso nichts. Und die Musik ist deswegen gar nicht schlecht. Ne? Ich habe extra Sachen rausgesucht, wo dieses dogmatische Zeug möglichst nicht so zu hören ist. Ist einfach eine gute Musik. Und irgendwie gefällt es mir immer noch. Joseph Clay sind nicht sehr theologisch, aber sind auch bekennende, alle, die heute kommen, sind bekennende Christen und machen das zur Verbreitung natürlich des Christentums, aber man kann es auch universal verwenden. Ja, und wir sind wieder zurück hier mit Roland Hofer. Noch ein kurzer Sendehinweis für morgen. Tanja Klein morgen zu Gast um das Thema natürliches Leben und Lernen. Ganz wichtiges Thema. Da ist die Tünde Nimmis bei uns, die in der Moderation ist. Und Viktor Heidinger hat morgen auch eine Sendung. Er hat mir schon mitgeteilt, es geht um die Gesellschaft, um Geld, es geht um uns, Gesundheit und viele Themen, die aktuell momentan auch bei uns sind. Auch Außerirdische wird das Thema sein. Auch das hat er gesagt. Ja, und jetzt rufe ich den Roland Hofer. Dein Mikrofon. Ja, dann machen wir wieder ein bisschen weiter. Ich habe mir jetzt gedacht, jetzt gehen wir mal auf die Projekte ein bisschen ein, so nach dem Krieg. Jetzt haben wir viel über Nazis und Zweiten Weltkrieg und so gehört. Wie ist denn das dann weitergegangen? Ne?
dachte, machen wir da mal ein bisschen das Loch zu. Wir haben da, also es war eigentlich noch ganz kurz vor Roswell, die ersten Leute haben da mal so über die Berge von Washington UFOs fliegen gesehen. 9 UFOs waren das angeblichen. Das ist der Wendon Air Force Base gemeldet und der Chef dort war ein bisschen beunruhigt. Und da soll anscheinend die amerikanischen Untersuchungen über UFOs begonnen haben in der Neuzeit. Und von da an gibt es ein organisiertes Netzwerk, wo man das melden konnte. Und dann ist natürlich relativ schnell, deswegen ist auch dann Roswell so schnell bekannt geworden, 47, weil es dieses Netzwerk eben davor schon gegeben hat. Roswell kennen wir, glaube ich, alle. Das ist New Mexico. Da ist vielleicht noch interessant, dass laut Stephen Greer, Typ, den ich auch sehr schätze, er hat seine Schwierigkeiten, aber ich komme dann noch zu den ganzen Zeugen heute noch ein bisschen. Stephen Greer sagt, es waren 3 UFOs gewesen, nicht 1. Und die haben sich gegenseitig blockiert wegen unseren Radars. Wir haben da ja damals angefangen mit Strahlen und Radar, da war noch nichts mit WLAN, aber Radar und Funk hat es schon gegeben. Und anscheinend sind die da ein bisschen überfordert gewesen, weil die haben damit nicht gerechnet. Wir sind ja eine unterentwickelte Rasse. Und in dieser ganzen Kriegszeit ist ja auch die Atomversuche und so gewesen. Und nicht alle haben das so verfolgt. Manche Rassen verfolgen uns ja sehr stark. Die Tall Whites oder die Plejaden. Die sind am Laufenden, ne? Aber nicht alle. Und die waren es scheinbar nicht. Und da waren auch einige Bioroboter dabei. Also die Leichen von Roswell waren ja so 4 ganz dünne Greys, zum Teil kleine Greys. Und das könnten tatsächlich Bioroboter gewesen sein. Dass das vielleicht gar keine bemannten Raumschiffe waren, sondern eben welche, wo Bioroboter drin waren. Und deshalb haben die wahrscheinlich nicht so schnell reagieren können. Die waren nicht am Laufenden einfach. Besonders an der Roswell-Geschichte ist, dass wir da ja das einzige Mal in der zweiten, 20. Jahrhundert 3 Tage lang tatsächlich die öffentlichen Medien die Wahrheit gesagt haben. Ne? Da hat man ja tatsächlich mal die Überschriften anschaut, Flying Saucer über Roswell, das konnte man ja tatsächlich lesen damals dort. Ne? Und dann erst nach 3 Tagen wurde aus dem UFO plötzlich ein Wetterballon. Ne? Das war dann die Korrektur, da hat man die Zeitungsente erfunden. Nur, dass diese erste Ente tatsächlich war. Ne? Und was auch interessant ist, nach Colonel Corso, Roswell ist der Beginn für viele Dinge gewesen, wieder aus der Stephen Greer Gruppe. Man darf diese nicht unterschätzen, diese Zeugnisse. Wird dann ja eigentlich das Glasfaserkabel daraus genommen. Wir hatten ja schon Entwicklungen vom Glasfaserkabel, so parallel zu Einstein und Bohr und die ganzen Physiker, hat man auch an Glasfaserkabel herumgedoktert. Hat nicht funktioniert, ne? Weil niemand wusste, das Licht verliert sich ja, ne? Roswell hat dann tatsächlich auch Glasfaserkabel gehabt in dem UFO. Irgendwo gibt es gewisse Parallelitäten. Wir haben eben wieder diesen Stand erreicht mit Atombombe und Glasfaser und die Natur ist überall gleich. Nur die haben das ummantelt. Ne? Was wir also aus Roswell raus haben, ist eigentlich gar nicht das Glasfaserkabel selber, sondern die Ummantelung der Glasfaserkabel. Und seitdem haben wir das, seitdem funktioniert es. Viel berühmter ist noch der Mikrochip. Ich sage ja auch immer, das ist so eine Sache, wo man nachschauen kann, wenn man selber forschen will. Ich sage den Leuten immer, ja, sag mal, wer den Mikrochip erfunden hat. Ne? Du findest Vorläufer und Vordenker und Vor- und weiß ich nicht was. Und Alan Turing, den erlernt jeder Informatiker, lernt über Alan Turing. Oder die Zuse, Computermaschinen, das ist alles bekannt. Aber wer hat den Mikrochip wirklich erfunden? Da gibt es keinen Namen dafür. Naja, weil man kann haben. Ne? Das kommt aus dem Roswell-UFO. Auch die kugelsicheren Westen kommen daher und Nachtsichtgeräte und all diese Dinge haben wir aus Roswell geklaut. Damit Roswell beginnt also das, was wir heute kennen als Reindustrial Design, dass wir UFO-Technologie nachbauen. Wir sind jetzt eben nicht mehr in der Steinzeit, wir sind intelligent genug. Ne? In der Steinzeit ist das sicher auch öfters passiert, was weiß ich, Blitze, wenn da UFOs runtergeholt haben, schätze ich mal, oder irgendwas. Nur damals kann sicher keiner damit mehr anfangen. Was uns so beschleunigt heute in unserer technischen Entwicklung jetzt hauptsächlich, ist eben, dass wir es langsam verstehen. Wir kapieren langsam, was wir da finden. Ne? UFOs gibt schon, Bilder von den UFOs haben wir in der Renaissance auch schon gehabt. Ne? Shakespeare und Platon hat damit Kontakt und alle möglichen Leute. Nur, wir wüssten da technisch, wenn da, ja, was wüssten wir mit technisch anfangen? Da waren wir mit Seilzügen unterwegs. Heute führt das bei uns zu einer Beschleunigung unserer eigenen Technologie. Ja, dann eben 47 wurde dann eben dieses Projekt gegründet, ne? Dass man dann eben gesagt hat, irgendwas müssen wir jetzt machen. Das hat zuerst REDGE geheißen, dann war es SIGN scheinbar und schließlich hat man es dann dem Namen gegeben, unter dem die nachforschen, es dann meistens kennen, das ist das Project Blue Book, ne? Blue, das blaue Buch. Ne?
Der ursprüngliche Zweck von diesem Projekt war zu untersuchen, ob diese UFOs eine Bedrohung für die USA sind. Ne? A threat for national security. Ne? Und es ist interessant, dass ja so 12.000 Sichtungen gemeldet sind und 10%, ne? Das sind so 1.200 dann, ne? Ah, Blödsinn, 2.400 dann. Na, 1.200 sind schon. Gelten als authentisch. Also 1.200 UFO-Sichtungen. Das ist der Stand von 1947. Ja. Also, da ist so viel los. Manchmal sage ich so schnell dahin, es gibt mehr UFOs als Autos auf der Welt. Das stimmt. 1949 ist recht unbekannt. Da ist ein UFO abgestürzt in New Mexico auch. Diese Gegend ist irgendwie, es war ja der erste Roswell ist, das muss man auch sehen, ein Atomlager. Also die meisten UFOs werden ja bei Atombunkern gesehen bis heute. Da kann man, könnt's mal einladen, den Robert Fleischmann, der kennt sich da ziemlich gut aus. Da sind auch diese ganzen Akten, die man finden kann beim FBI und MI6 und wie wer jetzt da alles die Akten offengelegt hat seit Snowden. Das sind meistens so UFO-Sichtungen und die sind meistens bei irgendwelchen Atombunkern gewesen, weil es sind meistens Militärleute, die bei diesen Atombunkern Dienst machen, die dann den Mund aufmachen. Ja, das sind unsere ersten Quellen. Und das ist auch das, wenn man mit Leuten redet aus der Nachbarschaft, ja, dann ist meistens das ein guter Level zum Anfangen. Bei uns geht es jetzt mehr um diese, ja, wie kläre ich meine Nachbarn eigentlich auf? Was ich hier ein bisschen sage heute, ist auch so Sachen, ja, das könnt ihr verwenden. Mit dem können die Leute was anfangen. Das verwende ich immer. Da ist auch dieser Film, der ist auch von Stephen Greer, also für Anfänger, sage ich mal, für Anfänger in der UFO-Welt ist Stephen Greer immer der beste Einstieg. Weil da hat man Generäle und Federals und Generals und die reden dann, also die 59er Geschichte, da muss man allerdings zum Vigil Armstrong, der ist jetzt wieder, der ist noch nicht dabei, der ist wieder woanders. Und mit diesen Geschichten kann man den Leuten gut was erzählen. 1949 ist ein UFO abgestürzt, hat einer überlebt, das ist der EEB, na plötzlich EBE, so, zuerst I, dann B, dann Doppel-I, scheinbar oder so, so habe ich das zumindest verstanden. Ne? Der kommt laut eigener Aussage von Zeta Reticuli, und hat da 3 Jahre gelebt, bis zum 18. Juni 52. Niemand weiß genau, woran er gestorben ist. Und da scheiden sich jetzt die Geister, was ist die Rolle der Zeta Reticuli. Ne? Also wenn man bei Universe Inside You schaut, dann sind die Zeta Reticuli oft gefragt worden von der Galaktischen Föderation bei der Entwicklung von unterentwickelten Planeten zu helfen. Und machen das oft mit religiösen Geboten. Das hat mich schon dazu gebracht, zu überlegen, ob es die Zeta Reticuli sind, die bei Moses in der Moses, da gibt es ja auch so eine Geschichte, der fährt ja mit einem Auto zum Berg Sinai und landet, Jahwe landet mit einem UFO, das kann man bei mir auf dem Kanal finden, auf Messiah habe ich ein kleines Video dazu gemacht. Das ist diese Geschichte, wo Jahwe auf dem Berg Sinai landet mit einem UFO. Aber wer ist Jahwe? Ne? Also die Remote Viewer, die uns diese Geschichte erzählen, sind ja sehr klar, es ist einer dabei, der so höheres Bewusstsein hat. Und diese berühmten Bioroboter sind wieder da. Ne? Aber wer ist das? Ne? Der Mann von 1949, also der Zeta Reticuli Alien Außerirdische von 1949 behauptet, dass sie uns religiöse Lehrer geschickt haben. Ja, also ich bin auch bei den Behauptungen der Außerirdischen nicht immer so ganz. Es sind ja auch nur Menschen, mehr oder weniger. Ne? Wer sagt denn, dass das stimmt? Ne? Also wenn man den Mann glaubt, dann ist auch Jesus vom Zeta Reticuli. Ne? Der 1949 hat das einmal behauptet. Ne? Sie haben uns vor 2000 Jahren einen Lehrer geschickt, der heute in aller Munde ist. Na bitte, das kann nur der Jesus sein. 2000 Jahre in aller Munde, das ist der Jesus. Ende aus. Er hat nicht Jesus gesagt. Hat er nicht. Will ich ihm nicht in den Mund legen. Also das ist die eine Variante. Auch von Universe Inside You und auch, also jetzt nicht aus dem. Also was ich jetzt zitiere, ist großteils, was ist das, Office Goals? Project Aquarius heißt das. Das ist ein YouTube-Link. Kann ich euch mal, ich lege ihn wieder ins Kanal da. Das, was ich jetzt erzähle, kann man da nachschauen. Wer da drinnen ist, kann sich da den Link anschauen. Da ist dieses mit Project Aquarius drinnen. Ja, also der EEB und die Zeta Reticuli. Es könnte aber auch sein, dass es Tall Whites sind. Bei Universe Inside You tauchen die Tall Whites mindestens ganz klar als Götter der Inkas auf. Ja? Und also auch der Azteken, glaube ich auch. Die auch als, auch die indischen Götter haben zum Teil weiße Hautfarbe. Sehr weiße. Wenn man heute nach Indien geht, als Mitteleuropäer, ist man ja auch Gott. Weil die Brahmanen einen als Gott betrachten wegen der weißen Haut. Na, wir schauen am ehesten aus wie die Tall Whites, ne?
Also das scheinen, lustigerweise scheinen das nicht die Plejaden zu sein. Ich plane noch eine eigene Sendung über die verschiedenen außerirdischen Rassen extra zu machen einmal. Muss vielleicht einmal nur das anschauen. Aber da muss ich, ja, meine Quellen sind gerade gelöscht worden. Ich wollte heute schon ein bisschen was machen. Aber ich muss erst schauen, wo ich da neue Quellen auftreibe, weil wir haben so viele Rassen da. Laut 49, laut Ibi, war Jesus vom Zeta Ridiculi. Who knows? Die Plejaden, also da gibt's mehrere. Es gibt auch, das Blöde beim Jesus ist, die Plejaden behaupten nach Billy Meyer auch, dass der Jesus vom Plejaden ist. Also, es gibt so viele Leute, die das behaupten. Es ist echt schwierig, da zu sagen, was wirklich stimmt. Das 52 überspringe ich jetzt, das haben wir schon gehabt. Da kommen dann die Nazis ins Weiße Haus, da beginnt der Kalte Krieg. Eisenhower ist schon nochmal eine extra Erwähnung wert, weil für ihn, durch ihn wissen wir von der Bedrohung des militärisch-industriellen Komplexes. Das heißt, wir haben es hier ganz konkret mit irdischen Industrien zu tun. 40 Großindustrien, ich suche die Namen immer noch, vielleicht weiß da jemand von euch was, verdienen ja anscheinend mehr Geld im intergalaktischen Handel, also heute schon, als auf der Erde. Das muss so im Stil von Mars oder Nestor oder irgendwie. Nicht, dass diese Firmen jetzt gemeint sind, lässt sich zwar vermuten, aber ich weiß es nicht. Ich weiß die Namen nicht. Ja. Aber Großfirmen, ja, jetzt nicht der Tante Emma-Laden und der Bäcker Ruhr oder sowas, wahrscheinlich Arzt Klein dafür. Das müssen schon große internationale Konzerne sein, die da intergalaktischen Handel betreiben und vermutlich eher mit Technologien. Wir haben ja scheinbar sogar deutsche Automuseen irgendwo auf Erdau stehen. Unsere Technologie ist sehr beliebt im All. 58 haben wir dann wieder einen UFO-Absturz, der sehr interessant ist, obwohl es da jetzt keine Überlebenden gegeben hat. Aber das Fluggerät war komplett intakt. Und der ist in Utah gewesen. Also Utah, das ist das Land der Mormonen, ne? Da wo die Mormonen wohnen, Utah, auch USA. Und da konnte man sehr viel technologische Sachen rausholen, die jetzt nicht so konkret bekannt sind, was wir da eigentlich raus haben. Ich habe es noch nicht rausgekriegt, was wir da eigentlich haben, aber da haben wir sicher auch einiges geklaut. Die technologischen Vorgänge waren so komplex, dass die irdischen Wissenschaftler sie nicht sofort unterbrechen konnten. Sie wurde in eine Basis gebracht, nicht bekannt welche, also mir nicht bekannt, und jahrelang von besten Wissenschaftlern untersucht. Da wurden von Unis Leute geholt, um das zu untersuchen. So kriegt man dann Leute in geheime Projekte. Ne? Viel Geld und viel Neugier. Ne? Und aus dieser Flugmaschine, das wird schon gesagt, wurden sehr viele Daten gewonnen. Aber welche, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Aber wir wissen, die Computerentwicklung war in den 60er Jahren noch lange nicht fertig. Ne? Also viel von dem, was wir heute haben, oder was wir dann unter Steve Jobs kennen, oder von mir aus Bill Gates, oder wer auch immer ihr da wollt, stammt eher noch aus Utah als aus Roswell. Das dürfte noch später, also das dürfte eher Utah gewesen sein. 1966 endet dann das offizielle US-Programm durch verschiedene Initiativen von der CIA, von der Air Force. Die MJ-12-Gruppe, also die Majestic 12, die großen 12, müsste man es übersetzen, waren ja die Chefs von diesen ganzen Geheimprojekten. Da gab es amerikanische Regierungen. Wir wissen zwar, dass das nur Handlanger wiederum von den zunächst einmal von den Familien sind und die wiederum Handlanger von den Raptors. Das geht immer so in Hierarchien herauf. Das ist Teile und Herrsche. Die irdischen Verantwortlichen für die Geheimprojekte waren die MJ-12-Leute 1966. Und die haben gemeint, dass man das beenden soll, diese Untersuchungen. Und zwar aus ja eigentlich eigennützigen Gründen. Die USA hatten zu diesem Zeitpunkt jetzt eine eigene Verbindung mit Außerirdischen aufgebaut, ja. Und sie waren sich eben sicher, dass die nicht mehr feindlich sind. Ne? Das ist ja seit dem Krieg, hat man das gelernt von den Deutschen zuerst einmal. Und es war sichergestellt, dass die Anwesenheit der Aliens die Sicherheit der USA nicht gefährdet. Das hat auch dazu beigetragen, diese Projekte zu beenden. Und was natürlich ich finde das größte Problem ist, die Menschen begannen zu glauben, dass die UFO-Geschichten echt sind. Und da hat die NASA befürchtet, dass das zu einer nationalen Panik führen könnte. Also mit dieser Panikgeschichte war bis heute ein Problem. Da gibt's ja Stories, dass wenn man das zu früh herausgebracht hätte, hätte unsere Zeitlinie zum Dritten Weltkrieg geführt. Darum war die Verheimlichung eine Sicherheitsmaßnahme für die Menschen. Keine Ahnung, ja. Das hört man immer wieder von dieser Radiosendung, die in den 50er, 60er Jahren da mal in England war, wo dann von den Landungen der UFOs berichtet wird. Und da sind dann tatsächlich Menschen auf die Straße gelaufen und haben halb London niedergerannt, weil sie in Panik waren.
Also ganz von der Hand zu weisen ist das auch nicht. Also ich denke mal, wir müssen auch ein bisschen verstehen, ja, wie eine wichtige Sache, die auch passiert ist, ist die Nelson Mandela-Geschichte. Ne? Aber das ist ein bisschen, vielleicht erinnerst du mich später noch an Nelson Mandela. Jetzt mache ich mal die Projekte fertig, sonst hupfe ich wieder. Wenn ich so herumhupfe am Anfang, verliere ich den Faden. Nach dem Blue Book kommt eben dann dieses Project Aquarius. Und das ist im Prinzip der Stand, den wir Sieg hin oder her eigentlich immer noch haben. Nach Blue Book wurde dann beschlossen, diese Projekte eben geheim zu halten. Blue Book wurde offiziell geschlossen und Aquarius hat es dann übernommen. Von da an wurden die CIA eingeschaltet, eben diese Majestic 12, das Militär integriert. Und das ist im Prinzip die Aufteilung, die wir, also wenn sie noch existiert, aber davon gehe ich eigentlich schon aus, bis heute noch haben. Ne? Untersucht werden da eben vor allem UFO-Sichtungen, die in der Nähe von Regierungsbürgern sind, aber eben auch in der Nähe von Atomreaktoren. Da wiederum ist ja wieder diese Erziehungsmaßnahme. Diese Atomreaktoren nehmen sie natürlich deswegen, weil sie uns warnen wollen. Das ist ja auch die Admiral Byrd-Geschichte. Ne? Wir sind ja mehrfach gewarnt worden. Admiral Byrd hat ja den Auftrag gehabt, der wurde ja nach dem Krieg, jetzt gehe ich wieder ein bisschen zurück in der Zeit, in die Antarktis geschickt und ist dann dort von ja, Flugzeugen, UFOs, was auch immer, begleitet worden. Und die haben dann in die Innererde hineingebracht. Was übrigens bis jetzt nach wie vor die beste Bestätigung dafür ist, dass es dieses Loch an den Polen wirklich geben muss. Sowohl Nord- als auch Südpolen. Da ist der Admiral Byrd immer noch, also das ist gegen die flache Erde jetzt. Ich bin ein Feind der flachen Erde, weil auch diese Theorien verbreitet. Das ist eine dieser Desinformationsgeschichten, gegen die wir auch, denke ich, bewusst aufstehen müssen, weil sonst verbreitet sich die Dummheit genauso. Also das ist auch gefährlich. Und Admiral Byrd ist ein sehr gutes Argument. Der ist da hineingeflogen und plötzlich war er drin. Und innen war dann diese Sonne und dann hat dann diese Leute gesehen, der Säbelzahntiger und Mammut und gut was war's. Der ist dann gelandet da und sehr hohe Glasbauten und hohe Entwicklung gehabt. Und die haben ihm einfach nur gesagt, er soll bitte an die Oberfläche gehen und die Menschen vor den Atomreaktoren warnen. Und den Atombomben. Die sind gefährlich. Das ist eigentlich die ganze Botschaft von Admiral Byrd. Blöd ist nur, dass er es nie gesagt hat. Er hat sein Tagebuch geschrieben. Das Tagebuch kann man gratis downloaden. Den Link habe ich jetzt leider nicht parat, aber das Tagebuch von Admiral Byrd, wenn du das auf Google eingibst, das habt ihr relativ bald. Kann man viele Sachen, gibt es viele schöne deutsche Übersetzungen. Ich schau mal, ob ich die Seite finde. Wenn ich die finde, die setze ich euch mal vielleicht noch rein. Kann man Haufen Bücher downloaden. Sehr viele Zeugnisberichte. Auch von einem Ungar, der da auch mal in höheren Dimensionen war, was schon Gott gesehen hat, so hat es geklungen. Eben der Admiral Byrd und einige andere Sachen. Diese Geschichten werden uns ja immer erzählt. Wir suchen ja solche Sachen auch immer mehr. Und eigentlich haben ja auch die Innerirdischen dafür Verantwortung getragen, da kommen wir jetzt wieder ganz gut hin, dass unsere Atomreaktoren überhaupt funktionieren. Das einzige Mal, dass die Innerirdischen sich nicht eingemischt haben bei Atomreaktoren, denkt einmal nach. Welcher Atomreaktor könnte das sein, wo die Innerirdischen nicht mitgemischt haben, wenn uns die so helfen wollen? Jemand eine Idee? Tschernobyl. Ganz genau, Tschernobyl. Wegen waffenfähigen Uran, oder? Vom Iran weiß ich jetzt nichts. Natürlich waffenfähigen Uran, wegen dem, glaube ich, oder? Was ich weiß, ist, dass die Innerirdischen immer dafür gesorgt haben, dass die Atomreaktoren eben nicht explodieren. Wenn die nicht eingegriffen hätten, wären uns so einige Atomreaktoren um die Häuser geflogen, ja, um die Ohren geflogen, sagt man, glaube ich. Und nur in Tschernobyl haben sie sich gedacht, sie müssen jetzt einmal nichts tun, die Füße stillhalten, damit wir lernen, dass das gefährlich ist. Also wenn wir von freier Energie reden, Atomreaktoren sind einmal jedenfalls keine Lösung. Gut, das wissen wir inzwischen eh. Wenn man ein bisschen nachschaut, auch Staudämme sind nicht die Lösung, die führen zu Unterwasser, zu Grundwasserproblemen und die ganzen Städte sinken ab. Auch Wasserkraft ist nicht die Lösung, ja. Also ein eigenes Thema, müssen wir mal irgendwo anders besprechen, das ist nicht heuer. Aber deswegen, wir brauchen die freie Energie dringend, ja. Zu den neuen Dingen, die wir kriegen, das sind ja diese drei Dinge, freie Energie, ja, das neue Geldsystem, naja, und dieser Replikator, diese Wundermaschine von Star, immer wieder bei Star, diesmal ist es Star Trek, dieses Ding, wo man alles selber machen kann, ja. Freie Energie, Replikator und das neue Geldsystem. Diese drei Dinge, die sollen uns ja jetzt in die Zukunft tragen. Ne? Und
Wir brauchen es. Also wenn man sich die Natur anschaut, die freie Energie brauchen wir vor allem für die Rettung des Planeten. Weil Atomreaktoren oder auch Wasserkraft sind keine Lösung. Ja? Den Atomreaktoren vernichten wir uns selber, mit der Wasserkraft vernichten wir den Planeten. Damit auch die ganzen Küstenstädte. Und das sind also 30% der Menschheit lebt an Küstenstädten oder sowas. Also da muss man auch aufpassen. Ich gehe jetzt wieder zurück zu meinem Listending, weil sonst, dass ich mich nicht verliere. Es beginnt dann die Zeit vom geheimen Weltraumprogramm, das SSP, Secret Space Program. Und da ist dann auch so eine Sache, das ist ein bisschen eine Antwort eben auf diese 52er Geschichte. Man hat eben gewusst, die Nazis sind schon im All, sie sind auf dem Mars, na, was machen wir jetzt? Na, wir gehen an, ne? Man hat eben diesen kalten Krieg, kann man immer super nützen, um da irgendwo Gelder abzuzweigen. Also nicht nur durch die, sicherlich, es wird auch durch Internethandel gemacht. Stimmt schon, da wird da was abgezogen, da mal 10 Cent und da mal was 10 Cent. Aber vielmehr läuft über die Waffenindustrie, über die Rüstungsbudgets. Speziell Amerikas, aber natürlich auch des Rests der Welt. Also wer immer da Rüstungsbudgets hat, und das sind verdammt viele Länder, da weiß man ja teilweise von Trilliarden von Dollar nicht, wo die hingehen. Das ist übrigens ein guter Punkt, den Film zu erwähnen. Der ist auch jetzt wieder vom Stephen Greer. Es ist wirklich der beste Einsteiger. Man muss beim Stephen Greer eigentlich nur eine einzige Sache aufpassen. Bei ihm sind alle Aliens Engel. Ja? Beim Stephen Greer gibt es keine negativen Aliens. Das ist tatsächlich ein Schwachpunkt von ihm. Da muss man aufpassen. Aber gerade aufgeklärte Leute, wie ich hier einige erwarte, denke ich mal, wir können damit umgehen. Es ist das beste Anfängermaterial. Da kommt auch so ein Videoschnitt vor in diesem Film, der heißt Unacknowledged, ist 2017 rausgekommen. Ich verwende den immer. Wenn ich Gäste kriege, also ich habe viel Couchsurfer da und viel Geld, und ich fange mit meinen UFO-Geschichten an, ich mache das ja nicht mehr im Radio, ich mache das daheim auch. Wenn es Zeit gibt und wenn eine Stunde über, und brauchst nur 5 Minuten, ich schalte den Unacknowledged manchmal nur 10 Minuten ein, den ganzen Film hat eh keiner Zeit. Das reicht. Dann hast du mal, dann sehen die Leute mal Zeugen. Und da ist auch ein Schnitt drinnen, ich habe den sicher 50 Mal gesehen, wo eben der dann sagt, ja, sie können 3 oder 4 Trillionen nicht verfolgen, die im Budget auftauchen für Waffen. Na, wohin geht dieses Geld? Naja, in die geheimen Weltraumprojekte. Damals vor allem in die Stadt auf dem Mars. Wir haben dann die Marsstadt auch gegründet. Da gibt's widersprüchlich, manche sagen ja, die Marsstadt ist inzwischen wieder aufgelöst. Das hängt wieder mit der Quarantäne zusammen. Wir kommen ja nicht mehr raus, also kommen die auch nicht mehr rein. Also soll die Marsstadt jetzt angeblich wieder leer sein. Aber so in den 70er Jahren, wo wir jetzt ungefähr sind, da hat ja die Marsstadt zu blühen begonnen. Ne? Man musste ja eine Parallele haben zu den Nazis, und da wurde viel dort gemacht. Ne? Ganze Siedlungen sind dort entstanden. Die Laura Eisenhower erzählt heute immer wieder gern, dass sie eine Einladung hatte. Die Tochter vom Präsidenten Eisenhower gehört ja auch zu diesen amerikanischen Aufklärern, die auf der Welt rum und um sind. Und die hat Einladung gehabt auf dem Mars. Sie hat aber darauf verzichtet, um uns eben bei der Aufklärung zu helfen. Das ist, glaube ich, von unserer Gruppe hier der Hauptzweck, dass wir andere aufklären, mehr Leute zum Bewusstsein bringen. Das machen wir hier. Das ist unser Ding. Ja, und dann entsteht irgendwann das Solar Warden Programm. Da, ein Typ, den ich sicher auch schon erwähnt habe, vielleicht nicht heute, ist der Corey Good sehr wichtig. Denn der stammt aus dem Solar Warden Programm. Da wurden auch viele, viele Super Soldiers, Stuart Swerdlow, Dan Burrish oder andere waren mit diesem Solar Warden vertraut, und Cary Good hat eben scheinbar auch dort gearbeitet und andere. Solar Warden ist eher schon in den 80er Jahren jetzt. Dort ist eben eine eigene Weltraumflotte entstanden, die wir jetzt schon haben. Wir beteiligen uns bereits. Also was jetzt Star Trek bei uns heißt im Fernsehen, gibt schon längst. Wir haben mindestens seit die 80er Jahre das Solar Warden Programm laufen, und die sind auch fleißig unterwegs. Auch das wegen der Quarantäne seit 2012 ist natürlich ein bisschen blockiert, aber die sind auf der Erde, die sind da. Ne? Während im Unterschied zur Solar Warden ist ja eben die Dark Fleet eine reine Nazi-Flotte. Die sind außerhalb unserer Galaxis, die dürfen aber zurzeit auch nicht rein. Da ist eine wirkliche Sperre da. Die ist sicher, also ich habe noch nichts gehört, dass die aufgelöst worden ist. Ne? Während von der Alien-Seite natürlich hauptsächlich für uns verantwortlich ist die Galaktische Föderation, die sich da
Also das sind die drei Hauptgruppen, die ich so kenne, die Dark Fleet, die Solar Warden und die Galaktische Föderation, die sich da oben so gelegentlich die Hände geben. Was zu den Projekten auch noch wichtig ist, ist das Project Blue Beam. Da haben wir selber erst vor kurzem gehört, da war ich ziemlich baff. Wir wissen alle, 9-11 ist Standard, viele steigen auch da in die alternative Szene ein, weil das so schön zu sehen ist, das ist ja gebombt worden, das waren doch keine Flugzeuge, da sieht man so schön die Bomben. Ne? Ja, sieht man. Was man nicht sieht, ist, dass die Flugzeuge scheinbar gar nicht da sind. Blue Beam ist ein Projekt, das irgendwo in dieser Zeit entstanden ist, entstanden, weiß ich nicht genau, aber es muss um 2000 gewesen sein, wo ein Hologramm erstellt worden ist, mit dem du alles in die Welt setzen kannst. Also bekannt geworden ist die Geschichte vom Fernsehsender, der da eine Einladung geschrieben hat, und dann haben die Leute sich hingesetzt. Und dann ist ein Typ im Raum spazieren gegangen und hat irgendeinen witzlosen Vortrag erzählt, und jeder hat sich gefragt, was soll dieser Vortrag, weil der hat nichts mit der Sache zu tun gehabt. Dann war der Vortrag aus und dann ist Klick gegangen und der Mensch war weg. Der Mensch war ein Hologramm. Der Typ, der da durch den Raum gegangen ist, war gar nicht echt und niemand hat's gemerkt. Das wurde verkauft als die Zukunft des Fernsehens. Man muss den Raum nur entsprechend adaptieren. Jetzt nehmt den Raum, sagt so zur UFO und setzt ihn in die Luft. Dann habt ihr irgendwo ein UFO, das irgendwo über den Tower vom 9-11 fliegt und dort Flugzeuge projiziert, die dann fiktiv, also holographisch, in die zwei Tower hineinfliegen. Das heißt, nach dieser Variante, und die scheint relativ plausibel zu sein, waren da gar keine Flugzeuge. Das waren Hologramme. Ja, inzwischen glaube ich alles. Ich habe es von einem guten Freund bekommen, der auch in der Forschung ist, aus Wien. Der hat mir gesagt, du, pass auf, das waren Hologramme. Ich habe dann in diesen Beschreibungen steht auch drinnen, dass das auch nicht nur für politische und für UFO-Aktionen gilt, auch andere UFO-Gesichtungen sind teilweise Hologramme. Ja, jetzt muss man sich fragen, wenn wir eh so viele UFOs haben, warum sind manche UFO-Geschichten Hologramme? Also ich bin bis jetzt, es ist relativ eine junge Nachricht, ich kann da nicht unterscheiden, was soll ich jetzt wissen, wann eine UFO-Erscheinung ein Hologramm ist und wann nicht. Ich meine, es gibt schon so Sachen, wo ich mir manchmal gedacht habe, da war mal eine Geschichte über die Türkei, wo ein Riesenapparat erschienen ist. Ganz Konstantinopel hat, ganz Istanbul hat das gesehen und irgendwo es ist so am Stargate rausgekommen. Natürlich ist das möglich. Aber das erscheint wirklich ein bisschen schockierend. Passt nicht zu unseren Aliens. Ne? Also unsere Aliens sind eher sehr dezent. Sowas könnte ein Hologramm gewesen sein. Ja? Interessant sind auch die Heiligenerscheinungen. Da sollen, also man kämpft auch auf unserer Erde gegen die Religion. Ich kann halt nicht mehr sagen, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Früher hätte ich es schlecht gefunden, zwischendurch habe ich es gut gefunden, inzwischen weiß ich nicht mehr, was gut und schlecht ist auf dem Gebiet. Bei Fatima wäre es durchaus möglich, dass das ein Hologramm ist, weil da gibt es keine großen Wunder. Es sind Prophezeiungen des Zweiten Weltkriegs und der Probleme und wahrscheinlich auch der Alien-Geschichten. Es ist also eine reine Nachrichtensendung eigentlich, Fatima. Und es ist von der Kirche sehr schnell anerkannt worden. Könnte also auch ein Hologramm sein. Nicht annehmen tue ich die Hologramm-Story für Lourdes oder Medjugorje, einfach wegen der Wunder. Das Heilwasser von Lourdes ist kein Hologramm, das wirkt wirklich. Und Medjugorje hat so viele Menschen bekehrt, diese Energie kannst du holographisch nicht nachmachen, da ist irgendwas los. Teilweise kann ich mir da wieder mit Erfahrung helfen. Ich war auch in Fatima und in Medjugorje, in Lourdes war ich nie. Das heißt, also Fatima ist energetisch jetzt nicht viel los. Ne? Menschen sind nicht viel da. Das heißt, man kann da, glaube ich, schon, bei den Heiligenerscheinungen traue ich mir es eher zu sagen, was könnte ein Hologramm sein und was nicht. Die Technik ist vermutlich auch wieder auf Jahrtausende anzuwenden, die muss nicht so jung sein. Wir haben sie halt jetzt jedenfalls, also behauptet wird es von 9-11, dass es da sicher eingesetzt worden ist. Die Behauptung habe ich. Sonst macht euch Gedanken, wenn etwas gar so spektakulär ist, ist es vielleicht ein Hologramm. Nicht die Phoenix Lights. Die Phoenix Lights sind 1997 aufgetaucht. Da gibt es auch ein nettes Remote Viewing Video. Das war ja diese, da sind sie wieder, die haben wir halt schon gehabt, die dreieckigen UFOs, ne? Die schwarzen. In Phoenix 1997 sind vielleicht ein Dutzend oder noch mehr solche UFOs über Phoenix geflogen. Dort sagen die Remote Viewer,
dass das Leute mit Katzenaugen waren. Also jedenfalls keine irdischen Menschen. Sprich, hier dürften wir wirklich, ich habe an die Felinenrasse gedacht, Katzenaugen könnten Reptos sein, passt nicht zur Geschichte, weil die Reptos werden, die sind sicher nicht drauf aus zum Erscheinen, die wollen ja versteckt bleiben. Das heißt, es können eigentlich nur die Felinen sein, die Katzenrasse, die uns verteidigt. Die sind ja, und die haben auch gesagt, sie waren öfters schon da, bei den Phoenix Lights 1997, hat ja auch sogar der Bürgermeister gesagt, das ist ein Cover-up von der Regierung, weil na, jeder hat das irgendwie gesehen und die Regierung macht wieder mal, wie wir in dieser Zeit wissen, keine Nachrichten drüber. Und doch waren es scheinbar echte Aliens. Und diese Remote Viewer waren insofern sehr interessant, weil einer davon gesagt hat, Remote Viewer machen ja immer mehrere gleichzeitig dasselbe Projekt. Und einer gesagt, er sieht sich in der Antike, also vor tausenden Jahren, wo auch dieselben Leute da waren. Und parallel dazu sieht er die moderne Stadt mit elektrischen Lichtern. Also er hat das Gefühl, er ist in mehreren Zeiten, dass diese Leute schon öfter da waren. Daraus habe ich geschlossen, die Felinen könnten öfter schon da gewesen sein, um uns quasi hinzuweisen. Diese Hinweise auf dieses Leben im All kriegen wir durch die Geschichte immer und immer wieder. In letzter Zeit halt nur ein bisschen heaviger. Und die eigentliche Entscheidung für diesen Sieg, dafür gibt es jetzt nicht wirklich ein Datum, aber ein Jahr. 1975. Ich weiß nicht mehr, wo die Quelle herkommt, aber das war so prägnant, das kann man nicht vergessen. Da habe ich nämlich dann gehört, ja, 1975 hat Gott beschlossen, dass man die Erde retten muss. Ich bin Theologe, wenn Gott beschließt, gesagt, und das noch mit Jahreszahl, natürlich merke ich mir das, das muss ich nicht lange nachdenken. Wo kriegt, also ich wüsste bis heute gern, wo kriegt man solche Informationen her, also die Zeitung hätte ich gern. Was hat Gott gemacht? Also mit Gott ist jetzt bitte nicht Jesus gemeint und auch nicht Allah oder Buddha oder Krishna. Die ganzen irdischen Götter könnt ihr alle vergessen. Die habe ich schon lange aus dem Boot geschmissen. Da haben wir für alles irgendwelche Alienrassen. Aber Gott bleibt irgendwie trotzdem immer über. Den erwähnen auch die Aliens, nicht umsonst die Jungferngeburten. Also Gott verschwindet nicht. Nur die ganzen Namen, die verschwinden. Die tauchen in irgendwelchen UFOs auf oder sonst irgendwas. In der Bibel kommt Gott leider nicht vor. Sorry. Aber er hat die Sternenkinder geschickt. Anscheinend gab es da im Universum einen Aufruf, nämlich auch durch die jenseitigen Zeiten, also bei den Toten, also wo wir dann bei den Seelenfamilien leben. Wer geht voluntaristisch, also freiwillig auf die Erde? Wir müssen die Erde retten. Und das bedeutet zunächst mal die Frequenz des Planeten heben, dass das Bewusstsein nicht mehr sich so dem Krieg zuwendet, sondern eben der Liebe. Dazu muss man die Frequenz heben, das ist einmal die grundsätzliche Ansache. Und da 1975 scheinbar gab es einen Rundruf im Universum. Diesseits und jenseits. Ne? Und da haben sich einige freiwillig gemeldet. Und das sind die Sternenkinder. Ja, könnte sein, dass ich mal in Zukunft was über die Sternenkinder speziell mache. Aber da habe ich jetzt auf Abruf jetzt nicht so viel parat. Die Mary Rodwell ist da die Spezialistin dafür. Bekannt ist, dass die alles können. Also die, von den Sternenkindern, da gibt es ein russisches Mädel, die hat einen Röntgenblick, so à la Superman. Die kann da mit ihrer 10, 12 Jahre, die sie ist, die Krankheiten diagnostizieren, die schaut in den Körper hinein. Ein anderes Mädel schwebt, die kann fliegen. Ja. Es gibt eine, die macht einfach nur Zeichnungen, aber die sind irgendwie, die schauen aus wie Pläne, keiner weiß genau, was das ist. Aber die zeichnet halt, die ist auch so, die hat so Visionen, ne? Also die Sternenkinder, in China gibt es einen Doktor mit 5 Jahren. Man teilt die auch gern ein, das sind diese berühmten Unterteilungen zwischen Inigo Childs und Crystal Childs und irgendeinen dritten Namen gibt es auch, den fällt mir gar nicht ein, weil das natürlich sich dann geändert hat. In den 70er Jahren waren das noch Inigo Children, das waren nur die ersten, ne? Dann kommt diese zweite Stufe, die mir jetzt gerade einfällt, und dann kommen in den 2000ern langsam die Crystal Childs, die höheren Frequenzen. Ne? Das heißt, man hat mit Regenbogen, meinst du, oder? Regen, ja, das wäre möglich. Regen, aber nein, es ist nicht, das ist, es kann ein Deutscher was sein. Der Begriff. The Rainbow Child, glaube ich. Ja, also den Begriff habe ich jetzt nicht. Genau, gibt es noch einen zweiten. Also Inigo und Crystal sind 2 von 3 Begriffen. Mir fällt jetzt dazu, also Regenbogen. Die Regenbogenkinder könnte der Sammelbegriff für alle 3 Gruppen sein. Das würde gut passen. Weil sie wirklich die unterschiedlichsten Talente haben. Es passt sehr gut, der Begriff. Der gehört sicher da irgendwo rein. Aber hast du eine Quelle parat, wo du das her hast? Ja, das erwähnen viele Quelle. Auf Stand stehe greife ich jetzt nicht.
Ja, jedem auch nicht. Also mir war der Tag heute kurz, ich hätte noch die Mary Rodwell raussuchen wollen für die Sternenkinder, aber es gibt noch anderes, wo ich jetzt gerade ein bisschen mehr drauf habe. Die Freundschaftsexperimente. Die muss man auch noch erwähnen. Auch so in den 60er, 70er Jahren noch gab es einige so Experimente, die speziell in Lateinamerika, aber auch in Italien waren, wo ganze Gruppen von Außerirdischen gelandet sind. Also bei Italien zum Beispiel ist es der Italian Friendship Case. Da sind aber, die haben sich mit so über ganz Italien verteilt, mit mehreren Familien eingelassen und sie gebeten, sie mit Essen zu versorgen. Das gehört dazu, weil irgendwie braucht es einen Ausgleich. Außerhalb, wir machen alles mit Geld. Im Rest des Universums ist es eher so ein energetischer Ausgleich. Manche, so das Spiritscape verwendet das auch, danke für den Energieausgleich, bei uns setzt sich das auch langsam durch, dieses Reden. Oder auch in der Innererde macht man das mit Sozialarbeit für die Gemeinschaft oder 2 Tage in der Woche oder so und den Rest für sich. Die haben halt gebeten um Essen und sie versorgen dafür die Menschen mit Informationen. Und irgendwann, so in den 90er-Jahren, sind dann wieder verschwunden. Leider haben es alles, also die haben da so Technologie, die können das, die machen da einmal zzz, und dann ist das so, da geht die Erde auf und sie haben richtige Garagen, wo sie mit ihren UFOs unter der Erde landen können. Und nach 20 Jahren machen sie wieder zzz, und dann ist leider Gottes das Ding wieder zusammengegangen. Ne? Also dieses unterirdische Areal gibt es scheinbar nicht mehr. Die können sich ziemlich gut zurückziehen. Aber die Geschichten von den Leuten haben wir noch. Ne? Wenn ihr da eingibt, Italian Friendship Case, findet ihr auch ein paar YouTube-Videos dazu. Berühmt geworden ist auch Peru. Tatsächlich hat es da über 15 Jahre lang Entschuldigung, über 15 Jahre lang Kontakte gegeben, ja, und Menschen wurden eingeladen, auch Journalisten, dahin zu gehen, mit den Aliens zu reden. Man hat sogar einen eigenen Raum da in Peru eingerichtet, mit einem Portal, wo so ein Alien sich dann hingestellt hat und mit denen geredet hat. Ja. Die Botschaft von Peru ist relativ simpel, die haben sogar eine Botschaft für uns, ne? Wir müssen unser Bewusstsein anheben. Passt gut zu den Sternenkindern. Ne? Sonst können wir keine Kontakte zum Kosmos pflegen. Und solange wir unsere Konflikte, also die Kriege nicht stoppen, wird es nicht klappen. Das ist die Botschaft aus Peru. Und die dürfen wir gleich eine Musikpause machen? Kurze Info. Schon wieder? Ja, okay. 4 Lieder, 45 Minuten Blöcke. Geht sich genau aus. Okay, dann machen wir Musikpause. Wolltest du den Song nochmal ankündigen? Der zweite Song? Ich sag kurz. Warte, du hörst jetzt nicht. Das ist Petra, ne? Ja, Petra heißen die. Ja, das ist eine ganz klassische christliche Rockgruppe. Die habe ich jetzt nur reingenommen, weil die haben so einen Song, wo Aliens auch vorkommen, wo sich die Christen selber als Aliens bezeichnen. Man könnte das als Geistige, deswegen habe ich den reingenommen. Und die waren ganz maßgeblich beteiligt in den frühen 80er Jahren an der Entwicklung einer christlichen Rockmusik überhaupt. Also Petra ist sowas wie die Wurzel. Gäbe es noch Keith Green? Vielleicht noch einmal. Und zurück sind wir hier heute zum Thema Neue Wissenschaften, Aliens, Roland Hofer bei Okitalk. Und wir waren gerade vor der Musikpause in Peru stehen geblieben und ich überreiche das Mikrofon wieder den Roland Hofer. Danke, ja, ihr merkt schon, heute ist das eher politisch. Was man zu dem Song vielleicht noch sagen kann, weil es auch schön ist, man kann darin schön die kirchliche Unterteilung nehmen von diesem Teile und Herrscher, die haben sich ja auch immer als Elite gesehen. Und heute können wir es eher betrachten als, ja, wir kommen auch aus dem Himmel, also aus vom All. Irgendwann vor 20 Millionen Jahren haben wir wahrscheinlich die Erde besiedelt da, die ersten 3 Rassen. So sagt es einmal der Biedemeier. Also ich glaube, diese Reinterpretation, das ist mir jetzt beim Zuhören aufgefallen, die Reinterpretation von unseren Nachrichten, die wir haben, die wird uns ja noch ziemlich beschäftigen. Also was heißt das jetzt für uns, wenn wir die Welt jetzt anders verstehen? Wie deuten wir jetzt unsere alten Botschaften? Da werden wir noch einiges zu tun haben, glaube ich. Ja, Peru. Also generell wurde ja überlegt, in die ganze UFO-Sache generell nach Lateinamerika zu verlegen, weil dort einfach viel mehr Aufmerksamkeit herrscht und viel mehr Leute da sind, die das wirklich ernst genommen haben. Da war ja eine richtige Wallfahrt zu diesem Peru-Ding. Es ist im 15. Jahr gegangen. Eigentlich war ich eh ziemlich gerade fertig mit dem Ding. Es ist ein Portal errichtet worden. Also die in Peru sind nicht mit irgendwelchen UFOs gelandet, sondern die haben eins dieser Stargates benutzt. Ich weiß nicht genau welches. Aber
die sind da immer wieder regelmäßig rein und raus spaziert. Das ist die Stargate-Variante. Für Stargate gibt es ja auch, haben wir ja auch eine Militärabteilung, die regelmäßig dahin spielt. Auch jetzt, also mindestens im Juni noch, habe ich ja einen getroffen, den Emery Smith, der ja vor 2 Wochen mindestens, oder na, Juni, das ist jetzt schon wieder ein Monat her, regelmäßig mit Stargates ins All spaziert und dort auf anderen Planeten Dinge holt, Dinge untersucht. Was im Unterschied, wenn ich jetzt Stargate schon erwähne, anders ist zur Realität, ist bei Stargate, bei der Filmserie, kann man das jederzeit machen. In der Realität muss man auf den Stand des Planeten achten. Wir drehen uns bekanntlich um die Sonne. Und auch die Stargates bleiben scheinbar, wo sie sind. Die Planeten bewegen sich. Das heißt, du kannst immer nur dann, wenn du das Stargate passierst, für eine gewisse Zeit diesen Planeten besuchen und dann musst du aber wieder retour. Sonst musst du ein Jahr lang warten, bis halt der Planet wieder da ist. Und das könnte, je nach Klima, schwierig sein, ne? Also die Stargates, da haben wir auch unsere Wann. Ich habe leider nicht rausbekommen bis jetzt, das hätte ich Ihnen fragen können, aber die Idee bin gekommen, wann das angefangen hat. Aber das ist eine momentan aktive Militäraktion, die wir zurzeit machen, die in den 60er Jahren von den Aliens auch schon verwendet worden ist, Stargates. Stargates gibt's auch in Texas, da gibt's diesen, der hat auch einen alten, Stargates gehen auch durch die Zeit, ne? Das ist auch der Untersberg, da haben wir auch so Stargate. Da verschwinden Leute für 300 Jahre manchmal. Also Stargates sind insofern ein bisschen schwierig, weil da muss man wissen, wann man wohin geht, sonst verliert man sich und wo man auch landet, dass man auch in derselben Zeit bleibt. Stargates, also Raumschiffe sind, glaube ich, unquerlicher. Stargates, weiß ich nicht. Nicht so einfach, wie das in den Filmen ausschaut. Ich würde jetzt gerne wieder mal ein bisschen wechseln und ein bisschen... Das ist jetzt ein bisschen eine Kritik, also es passt aber sowieso, ich habe sowieso vorgehabt. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, sich nur auf eine... Also gestern wurde der, das habe ich wieder vergessen, Thomas Wilson so erwähnt. Und ich finde den Kerl gut, ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Aber er ist bei weitem nicht der Einzige. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, sich auf eine Quelle zu verlassen. Ich bin für viele Quellen. Ich arbeite mit der Kohärenztheorie. Man kann Kohärenz nur finden, wenn man mehrere Quellen hat. Du musst Quellen vergleichen können. Was sagt der, was sagt der? Was ich beim Thomas Wilson sehr interessant finde, ist, dass er sehr unscheinbar ist. Er taucht nicht auf Gaia auf, nicht auf YouTube, also wo die großen Kanäle auf YouTube schon, aber sehr klein eigentlich. Der macht keine große Werbung oder was. Der ist einfach, die Bescheidenheit gefällt mir. Aber wir wissen das gibt es schon seit langem. Ich habe nur gedacht, einen kurzen Überblick. Einer der ersten war natürlich David Icke, den machen wir nicht viel, der ist recht bekannt in den Reptiloiden-Geschichten. Das Neueste, was er gemacht hat, ist jetzt im Juni einen Film rausgebracht, Renegade. Ich war ein bisschen enttäuscht von dem Film. Ich habe ihn inzwischen gesehen und der bringt überhaupt nichts mit diesen außerirdischen Geschichten. Der hat eigentlich nur den Bewusstseinswandel zum Thema. Er erwähnt sogar die englische Queen, die eines der ersten Beispiele immer ist, wenn es darum geht, dass sich Adelshäuser und so sollen ja alles Reptos sein, die irgendwie den Körper verwandeln können. Wo ich jetzt auch eine Geschichte habe, das stimmt, das ist auch, ja, sollte ich einbauen. Wenn ich das jetzt schon mache mit den Geschichten, also mit ganz neu, habe ich beim Dream Spirit kennengelernt, jemanden hat mir erzählt, seine Tante hat sich vor seinen Augen in ein Repto verwandelt. Ich habe nämlich diese Ei-Geschichten ehrlich gesagt nie ganz ernst genommen. Und immer gedacht, ja, Shapeshifter, das ist wieder mal einer von diesen Blödsinnsgeschichten. Jetzt sitzt der Typ vor mir, nein, meine Tante hat das bei der Hochzeit gemacht, ja. Und er weiß auch, woher das kommt. Im Zweiten Weltkrieg wieder mal hat irgendeiner, der Karriere machen wollte, auf der Nazi-Seite ein Menschenopfer gebracht. Ja? Und wir wissen, wissen wir das? Also es ist so, dass auch die Reptos, alle müssen sich bei uns nach den kosmischen Gesetzen richten. So dunkel können die gar nicht sein. Ja? Das heißt, auch was bei uns 10 Gebote heißt, oder von mir aus die 5 Säulen des Allah, oder die 8-fältigen Dinge vom Buddha, ist wurscht. Die ruhen alle auf irgendwelchen kosmischen Gesetzen. Dahinter steckt immer eine Physik. Und wenn man sich an diese Physik nicht hält, dann hat das eben Konsequenzen. Und davon ist niemand ausgenommen. Deswegen haben wir überhaupt Star Trek, Stargate, Star Wars, wie das ganze Zeug heißt, weil wir diese Informationspflicht, weil die existiert. Und
deswegen müssen uns diese Reptos auch informieren. Und deswegen müssen Reptos auch eingeladen werden. Also dieser Vorfahre von diesem Menschen, den ich da jetzt die Geschichte erzählen wollte, muss deswegen ein Menschenopfer bringen, ja, so grausam das ist, damit quasi die Erlaubnis erteilt wird, auf einer Ebene der geistigen Gesetze, diesen Raptor da reinzuholen. Und erst dann geht das überhaupt. Ja? Davon sollte man selbstverständlich Abstand nehmen. Aber das hat der gemacht. Ja? Und damit, also blöder kann man eigentlich nicht sein, weil damit hat er dem Raptor die Möglichkeit gegeben, weil nämlich wenn der mal da ist, geht er nicht. Dann ist der irgendwann war der Krieg vorbei und der Nazi ist gestorben und die Verwandten auch. Aber das überträgt sich dann auf die Nachfahren. Das ist nicht aus. Einmal die Türe offen, bleibt die Türe offen. Und die Nachfahren müssen drunter leiden. Die Tante kann gar nichts dafür. Ja, der Raptor hat die Erlaubnis bekommen, irgendwann in der Vergangenheit. Ja, in dem Fall sogar in dem Fall wissen wir die Geschichte sogar. Und jetzt geht er nicht mehr. Ja. Und da habe ich dann echt schlucken müssen und gedacht, scheiße, David Icke hat recht. Also, dass ich das auch mal sagen muss, hätte ich mir nicht gedacht. Das habe ich nie so ganz ernst genommen. Aber da habe ich jetzt sogar ein 1:1 Zeugnis. Da kann ich jetzt keine Kohärenzen bringen. Das findet man selten. Ich habe noch nie jemanden gehört, der sogar die Quelle erzählen konnte, woher das kommt. In seiner Familie wusste man das. Also, lasst die Finger von solchen Geschichten. Die Liebe ist das oberste Gebot, die müssen wir pflegen. Das ist bewusst, weil damit senken wir wieder die Frequenz. Mit solchen Aktionen senkt man die Frequenz des ganzen Planeten. Also Finger davon. Und man muss dann die Ahnen befreien. Man muss der Ahnenreinigung machen. Du musst dein eigenes, wie man das genau macht, weiß ich noch gar nicht. Du musst ein Ahnenritual machen und du musst dich befreien. Man kann sich befreien von diesen, man kann die wieder wegschicken. Aber so wie du einen Menschenopfer am Anfang brauchst du ein Ritual am Ende. Ja, ich bin gar nicht sicher, ob die Kirchen da der richtige, vielleicht muss man da. Also in der ESO-Szene gibt es so Ahnenrituale. Das habe ich in der Kirche überhaupt noch nie gesehen. Du musst das machen, damit du das loswirst. Und so, wir haben immer noch viele solche Dinge, die wo noch viel Reinigung braucht, damit wir die loswerden. Weil freiwillig gängern die nicht. Ja? Also solche Reinigungsrituale, gerade für solche Shapeshifter-Geschichten, die wird es noch brauchen. Weil es nutzt nichts, wenn die Leute sterben. Das geht auf die nächste Generation über. Da müssen wir noch viel mehr lernen, wie wir uns da reinigen können, ist heute nicht unser Thema, aber das passt gerade zum David Icke, weil einer der ältesten Zeugen ist. Ich wollte ein bisschen die Zeugen so durchgehen, dann taucht relativ bald auch in den 60ern schon Jordan Maxwell auf, den kennt fast keiner. Jordan Maxwell ist auch nicht schlecht, weil er die Symbolebene hat. Man kann dort eben von diesen Obelisken lernen, von den Symbolen bei den Freimaurern, die Tiara vom Papst, die Fahnen und was, dass dieses berühmt, also berühmt, ich weiß nicht, ob das berühmt ist, aber die verstecken sich ja nicht. Wir haben das All-Seeing Eye kennt jeder auf dem Dollar, das kennen wir alle. Das sind ja Symbole, die findest du in jeder Kirche auch, ja. Das Auge Gottes, ne? Das Zeichen der Illuminaten. Wofür es jetzt steht, ist eigentlich eine Sache der Interpretation, ja. Und erst im Kontext erkennst du die eigentliche Bedeutung. Das sind Sachen, die man mit Jordan Maxwell lernen kann. Wo Obelisken stehen, da ist Jordan Maxwell echt gut. Gibst du das mal ein, das findest du auch auf YouTube. Karl Veit schätze ich sehr. Karl Veit ist ein Typ, der hat eben damals in den 60er Jahren mit Enrico Castillo Ricon zusammengearbeitet und dann den UFO Verlag gegründet. Ich empfehle immer sehr gerne UFO. Deutsche Quellen zu finden ist nach wie vor nicht leicht. Der hat schon in den 60ern angefangen, ich habe viele Bücher von dem da bestellt, die man sonst nirgendwo kriegt. Die Geschichten, die ich gerne erzähle, von Buck Nelson, von Orfeo Angelucci, stammen alle von Karl Veit aus dem UFO Verlag. Also schaut sich den einmal an, der ist nicht schlecht. Wer da auch dazu gehört, auch vom UFO Verlag, ist der Enrico Castillo Ricon. Eigene Geschichte in Kolumbien, der hat auch Kontakte gehabt, der gehört zu den Kontaktschichten, die lache ich jetzt auch weg. Aber der hat auch seine Bewegung gegründet, der hat auch in den 60er Jahren das gemacht, was wir halt schon machen müssen. Eine Vernetzung aufgebaut und den Leuten davon erzählt. Wie wir alle kennen, dadurch auch Freunde verloren und so. Aber der hat dann schon, ja, dieses Netzwerk hat schon gegeben. Ne? Und es ist wirklich, das ist zusammengebrochen. Ja, also es ist leider, es gehört zum Schwierigsten, finde ich, so ein Netzwerk zu haben, was wir jetzt brauchen. Das stimmt, da bin ich ganz dabei, dass wir uns alle verbinden, dass nicht da Gruppen. Aber wenn ihr euch einmal anschaut, was es schon gegeben hat vom Castor-Netzwerk, ist nichts mehr über. Der Karl Veit ist auch schon tot.
Also wir waren in den 60er Jahren auch in Europa schon weiter, als wir heute sind. Weil wir haben jetzt Rocky Talk und wir haben ein paar andere Leute noch, aber alles so Einzelkämpfer. Die Vernetzung, das wird unsere erste Hauptarbeit, kommt mir vor. Ja, Billy Miles, mal weg. Und jetzt komme ich mal zu den drei Großen. Ich finde immer, ich finde den Thomas Wilson sehr gut. Ich kenne ihn noch nicht so gut. Ich habe ihn erst heute zum ersten Mal angehört. Er ist eine gute Quelle. Ich muss mir erst näher anschauen. Ich finde aber nach wie vor, die drei Großen sind Stephen Greer, Cary Cassidy, David Wilcock. Stephen Greer fängt eben schon vor 50 Jahren an, ist eben von der CIA bestellt worden. Also es gibt diese Disclosure-Bewegung, die organisiert wird. Es sind nicht nur wir, nicht nur die freien Denker, sondern es gibt eben die organisierte Bewegung, die von CIA und von Militären so gedeckt wird. Auch so Leute wie der Emery Smith, die da vor einem Monat waren. Der hat im Hintergrund immer gehabt, ja, das darf er erzählen, das darf er nicht erzählen, hat er immer ganz kurz gesagt, ja, wenn er von Patenten redet, haben sie Angst vor ihm, ne? Aber da sagen die Geheimdienste ja. Das heißt, wir kriegen da schon häppchenweise Infos, ne? Und einer der wichtigsten Zeugen von dieser Bewegung, die da quasi mitspielen, ist der Stephen Greer. Weil der die ausgesuchten Sachen hat. Und da finden wir auch die ganzen Kennedy-Geschichten. Kennedy wurde ja auch umgebracht, das gehört dazu. Wir alle kennen den Kennedy-Mord. Und die Freundin von Kennedy war die Marilyn Monroe, genau. Die hat ja dann angeblich Selbstmord begangen, ne? Das war auch so ein Blödsinn. Die ist auch umgebracht, auch selbst gemordet worden, ne? Weil die zwei eigentlich sich unterhalten haben und der Kennedy wollte diese UFO-Geschichte freilegen. Das war der eigentliche Grund für den Kennedy-Mord, ja? Und es war natürlich nicht einer, sondern es waren, naja, gibt auch eine Hörung, wahrscheinlich drei. Ist ja wurscht. Aber auch da kommt diese Nelson-Mandela-Geschichte rein. Das Nelson-Mandela-Projekt ist ja der sogenannte Nelson-Mandela-Effekt. Gibt's da eigentlich schon Sendung dazu? Da verändert sich die Vergangenheit. Es springen bei uns von Militärprojekten im Moment Leute in der Gegend rum, die verändern unsere Vergangenheit. Beim alten Kennedy-Video waren da, glaube ich, nur 4 Leute drin. Wenn ihr jetzt auf die Videos schaut, sind 6 Leute drin. Viele Leute können sich erinnern, dass früher 4 Leute waren. Jetzt sind es 6. Wieso sind das jetzt auf einmal 6? Wenn ihr euch, also es gibt manche Beatles-Songs, wo Leute, ältere Leute so wie ich, andere Texte im Kopf haben, als die jetzt singen. Wenn du jetzt auf die Original-CD schaust, ist da jetzt ein anderer Text drauf. Gerade bei Musikliedern geht das sehr gut, weil die kennt ja jeder. Dieser Mandela, manche erinnern sich eben, das ist deswegen als Mandela-Effekt bekannt geworden, weil natürlich manche wissen, dass der Mandela gestorben ist im Gefängnis. In unserer offiziellen Geschichte kommt er aus dem Gefängnis raus und gründet die Wahrheitskommission, die mit großer Wahrscheinlichkeit der Grund ist, warum man Nelson Mandela aus dem Gefängnis geholt hat, weil vermutlich auf einer anderen Zeitlinie, wir haben auch Zeitreisende, die da sehr viel unterwegs sind, mit dieser Wahrheitskommission gearbeitet worden ist. Man weiß also, dass es andere Zeitlinien gibt, solche, wo die Nazis gewonnen haben, solche, wo das Ganze ein bisschen schneller geht, ist mit der Offenbarung. Da kommt auch die Behauptung her, ja, das ist wahrscheinlich ein Blödsinn, dass die frühere Offenbarung wahrscheinlich uns vernichtet hätte. Das ist wahrscheinlich eine Desinformation, um die Geheimhaltung zu rechtfertigen. Wichtig für uns ist, dass die Wahrheitskommission von Mandela bereits zu 2 großen Ereignissen geführt hat. Einerseits selber in Südafrika. Da hat man die ganzen Volksverbrecher einfach gehen lassen. Und das müssen wir uns auch überlegen. Wir können nicht große Teile der Bevölkerung einfach umbringen. Deswegen hat man das wahrscheinlich so gesteuert, damit man uns einen Ausweg gibt. Die wollen auch überleben. Sie wissen, dass es ihnen einen Kragen geht. Und jetzt wollen's. Und die Wahrheitskommission ist fast unsere einzige Möglichkeit. Und ja, Südafrika ist dadurch quasi, hat überlebt. Man hat quasi die Schwarzen und die Weißen dahingestellt und sie mussten die Wahrheit sagen. Deswegen Wahrheitskommission, wer es nicht kennt. Und dann durften sie freigehen. Ja, das ist die Wahrheitskommission von Nelson Mandela. Und der erste bis jetzt wirklich sehr große Fall, der ist jetzt in den 2000er gewesen, waren die Hutsis und die Tutsis. Die haben sich ja da in Ruanda und Uganda gegenseitig abgeschlachtet. Und das ging ja in die Tausende. Und da war in Radiosendungen, in Afrika werden sie nicht nur verschwiegen, was da wirklich läuft, da verwendet man das mitunter sogar zur Hetze. Da wurde im Radio gehetzt, dass die Hutsis die Tutsis umbringen sollen und umgekehrt.
Und da haben sich viele danach gerichtet. Und dann ist dieses Massaker entstanden. Das war also ein Medienmassaker eigentlich. Die Medien haben dazu aufgerufen und die Menschen haben es halt gemacht. Da kannst du jetzt nicht einmal sagen, da war böse Absicht bei vielen drin. Die haben einfach gedacht, sie müssen das jetzt machen, weil das sind ja die Bösen. Wenn du das beiden Seiten lang genug erklärst, irgendwann schlagen sie wirklich drauf los. Und das haben sie gemacht. Und da war die Wahrheitskommission von Mandela die Rettung. Die haben das in Ruanda gemacht und Uganda und die leben jetzt in Frieden und Harmonie zusammen. Das ist so 2010, 2000, ich weiß nicht, genau wann das jetzt war, also Ende 2010 muss ich sagen, ne? Wo die wirklich Frieden geschlossen haben wegen dem. Und damit das überhaupt stattfinden kann, hat irgendjemand, Quelle bis jetzt unbekannt, wenn da jemand Quellen hat, eine Zeitreise gemacht und dafür gesorgt, dass Nelson Mandela nicht im Gefängnis stirbt. Auch das gehört zu unseren geheimen Projekten. Also die sind gar nicht immer schlecht. Manchmal haben wir, mit der Wahrheitskommission bin ich der Meinung, hat man uns einen Gefallen getan. Wer immer auf diese Idee gekommen ist, das war der Gute. Ja? Das wird halt auch geheim gemacht. Angeblich sollen ja die Zeitreisen, bitte, weiß nicht, was ich davon halten soll, als erstes offengelegt werden, noch vor den Aliens. Nennt das bitte nicht für bare Münze. Ich glaube es selber nicht. Aber 1930 soll das angeben. 2030 soll das anscheinend schon öffentlich sein. Ne? Das werden wir ja merken. Das Schöne bei diesen Zukunftsregeln werden wir ja merken. Mit dem Geldprojekt bin ich mir sicher, dass das kommt. Und also sicher, für sicher halte ich Geld, Replikator und freie Energie. Die Grand Dame, also die, glaube ich, kennt da jeder von uns, sollte jeder kennen. Wer sie nicht kennt, bitte hinschauen. Carrie Cassidy. Also das ist die Königin der freien Szene. Was die Frau geleistet hat, die geht auf Kakuhaut mehr. 2006 hat sie ihren YouTube-Kanal eröffnet. Den, also ich habe jetzt heute noch nicht nachgeschaut, aber den gibt's glaube ich noch. Was die Leute hat, dort habe ich Kirchenleute gefunden, den Mark Richards, der mit Bewusstsein das UFO steuert, den Dan Burrish, der von der CIA ausgestiegen ist, den Pete Peterson, der die Zeitmaschine, Pete Peterson hat 2009 ausgesagt, dass er für die CIA eine Zeitmaschine gebaut hat. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. All das findet sie bei Carrie Cassidy. Also es ist nicht so, dass uns die Freiheit, also wir können auch selber, wir hängen nicht nur am Thomas Wilson, das ist mir wichtig, dass wir viele Quellen haben. Also das ist nicht alles so ein Blödsinn, bin ich der Meinung. Ja, natürlich, es ist wichtig, dass wir jetzt auf das Geld, auf das Ganze gehen, das ist sicher eine gute Sache, aber es gibt noch andere Varianten. Und Carrie Cassidy, der habe ich mal eine Krone aufgesetzt und die sagt sie immer noch, die ist nämlich echt auf Ahama, die Frau. Die hat auch dieses Gespür. Also was natürlich auch gut ist, ist natürlich die gute alte Meditation oder Gebet oder was auch immer. Ihr braucht diese Sensibilität. Ich nenne die auch ein bisschen mein eigen. Man kann das spüren, wohin einen die Wahrheit zieht. Ja, das lernt man in charismatischen Gruppen. Da ist tatsächlich manche kirchliche Sache gar nicht so schlecht. Wobei, wurscht, ich kenne es halt. Buddhismus ist immer wurscht jetzt bei mir, gell? Bei Sufis, bei den Moslems, bei den Sufis lernst du das auch. Aber du musst dieses Gespür entwickeln. Wahrheit spürt sich anders an als Lüge. Das fühlt sich anders an. Das ist eine Sache, die man lernen kann. Wenn man das einmal raus hat, das hilft einem verdammt viel bei diesen ganzen Sachen. Viele Sachen schaue ich mir gar nicht an, weil ich schon spüre, dass das ein Blödsinn ist. Ja, das ist wirklich so. Ich kann euch das nicht wirklich erklären. Aber das funktioniert. Und die zwei, das Pärchen, das man natürlich jetzt auch erwähnen muss, wenn man diese Sachen schon bespricht, ist klarerweise David Wilcock und Corey Good. Mein größter Lehrer war David Wilcock, der ist 2014 aufgetaucht vor allem, 2010 schon, 2009 schon mit Pete Peterson dabei, seit 2010 ist David Wilcock, der ist überall, den findet man sowieso, der ist auf Gaia, der macht ein bisschen ein Business draus, das ist auch ein bisschen, ja, muss man das so, aber den gibt's auch frei. Und Corey Good, der ist die Korrektur. Corey Good, mit Corey Good könnt ihr jetzt, wofür ist der Typ gut? Der hat so viele Geschichten, dass es manchmal schwierig ist zum Zuhören. Bei Carrie Cassidy weiß man oft nicht, wie viel stimmt, wie viel wird uns eben jetzt von diesem System untergeschoben. Es ist ein Riesenproblem, dass wir uns in der Szene mit Wahrheit auseinanderschlagen müssen und nicht wissen, was stimmt und was nicht. Wenn ihr so einen Fall habt und wenn ihr nicht wisst, ist das richtig oder falsch, schaut mal, ob es beim Corey Good was dazu findet. Der hat mir da schon oft aus der Patsche geholfen. Gerade bei der Geschichte mit Dan Burrish zum Beispiel, mit diesen Leuten aus der Zukunft, ja, die nach Corey Good gar nicht aus der Zukunft kommen, sondern normale Aliens sind und sich nur als Zeitreisende verkaufen.
damit sie ihre Projekte durchziehen können. Also da wird uns Lüge verkauft. Soll ich dir Dan Bullish-Geschichte erzählen? Das habe ich schon gesagt. Na gut, dann muss ich es erzählen. Dan Bullish kommt von der CIA und hat in diesen Geheimprojekten gearbeitet mit zwei Dingen, hauptsächlich mit Looking Glass. Looking Glass ist eines der Projekte gewesen, wo Präsidenten von der ganzen Welt, das ist eher so die Zeit von Bill Clinton, sagen wir da jetzt eher, auch die Russen, da kommen alle hin, da ist dann das Land wurscht. Jeder wollte in dieses Looking Glass hineinschauen, wie ist meine Zukunft? Man kann dort die Zukunft sehen, das ist Looking Glass. Darüber gibt es wenig Zweifel, weil, naja, das hat er den Bullish selber gesehen, er tritt ja als Zeuge auf, solche Sachen kann man dann ganz gut glauben, ne? Wo es schwierig ist, ist eben die Aufträge, die er gehabt hat für die sogenannten P-52 und P-42, ne? Also diese Gruppe, die 52.000 Jahre aus der Zukunft sein soll oder 42.000 Jahre aus der Zukunft sein soll. Wobei das ist eben die schwierige Geschichte, weil das hat er selber gelernt und gehört. Das ist auch ein guter Hinweis, wenn ihr sowas hört, dann müsst ihr vorsichtig sein, ne? Da habe ich dann eben bei Corey Good gefunden, dass das ein Fake ist, den sie nur verbreiten, damit sie die Alien-Entführungen machen, damit sie die Menschen-Entführungen machen können. Das sind genau die Aliens, die nicht irgendwas genetisch reparieren wollen, was in der Zukunft schiefgegangen ist, sondern die selber einfach jetzt genetische Probleme haben und darum Menschen entführen, um ihr Genmaterial zu untersuchen. Das hat aber nichts mit der Zukunft zu tun, sondern das läuft jetzt in einem anderen Teil des Universums. Und sie erhoffen sich von den Menschen genetische Verbesserungen. Deswegen die Alien-Entführungen. Mindestens die beste Erklärung, die wir dafür haben. Wir haben ja tausende von Alien-Entführungen seit den 60er Jahren, auch hier. Nicht Barry und Betty Siegel, das sind richtige Musiker. Betty und Barney Hill sind das. Die mit diesem Fall an die Öffentlichkeit gegangen sind, die erste Alien-Entführung, die sehr populär geworden ist. Und davon gibt es eben auch tausende. Und die haben das Geschichtel eben, es ist immer so ein Widerspruch. Man hört einerseits, wir sind die Ausreißer im Universum. Wir sind der einzige Planet, von dem es keine offiziellen intergalaktischen Reisen gibt. Wir sind so unterentwickelt und alles Mögliche, ja? Ja, okay, das stimmt sicher. Auf der anderen Seite kommen die zu uns, ja? Weil sie unser Genmaterial brauchen, ja? Es gibt außerirdische Schulungen in galaktischen Zentren, auf dem Mars speziell und nur woanders, auf der Föderation wird auch erzählt, dass sie eigene Schulungen machen, wo sie mit unseren Emotionen umgehen lernen, weil die das nicht können, Emotionen und Intellekt in einer Kommunikationsschiene zu verbinden. Wir machen das. Ja, aber wir machen sogar Psychologien draus, ne? Verschiedene Botschaften der Nachricht, also emotionale Botschaften, Appell, Beziehungsaspekt, das Nutze von Ton, gibt es eigene Bücher drüber. Aliens können das teilweise gar nicht. Das heißt, wir müssen uns auch bewusst werden, wenn wir jetzt in diese Zeit gehen, okay, der Krieg ist vorbei, gut, wir müssen jetzt lernen, als intergalaktisches Volk zu leben. Ja, was heißt das? Wir haben auch einen Wert. Wir Menschen müssen nicht so klein dastehen. Da kritisiere ich manchmal David Wilcock. Sicher müssen wir bescheiden sein. Wenn wir in die intergalaktische Zeit gehen, müssen wir bescheiden sein, denn wir kommen aus einer unterdrückten Gesellschaft, wo wir jahrhundertelang nichts gewusst haben. Jahrtausende lang. Seit 6000 Jahren werden wir belogen, ja. Aber wir haben auch einen Wert, ja. Gerade die Entführungen, die in den 60er Jahren, das meine ich auch mit Reinterpretation, ja? Die Entführungen, die da stattfinden seit 60er Jahren, 1960, 2260 Jahre sind es jetzt ungefähr. Die brauchen uns. Wir sind genauso ein gleichberechtigter Teil der intergalaktischen Gesellschaft wie alle anderen. Ja? Und wir müssen nicht mit Technologie, das ist wieder gegen einen Transhumanismus, mit dem habe ich auch so ein Problem, wir müssen uns nicht technisch verbessern. Das ist ja auch so eine dunkle Geschichte, dass man uns erklären will zurzeit, haut euch einen Chip in die Hand oder so, aber das muss ich euch auch nicht groß erklären, das wisst ihr ja selber. Dieser Transhumanismus, es gibt einen Typen, der sich in Deutschland die Hand abkackt, damit er sich eine Roboterhand drauf montieren lassen kann. Das war vor, wird schon 6 Jahre her sein, aber das gibt's auch. Das wird uns auch verkauft. Und da ist es, glaube ich, schon eine gute Information zu sagen, wir haben einen Wert. Also wir Menschen sind nicht nur die uns da jetzt hineinbetteln, sondern wir sind genetisch wertvoll, emotional wertvoll und wir können auch intellektuell wertvoll sein. Wir müssen da natürlich noch unseren Platz finden, ne?
Bis jetzt hat scheinbar nur, das war auch für mich neu, diese Kim am Platz da in dieser galaktischen Föderation. Das ist scheinbar die einzige Vertretung da oben. Ja, ich glaub's einmal. Aber wir haben als Menschheit einen Wert. Das, glaube ich, muss noch in unser Bewusstsein hinein, ja. Dass wir durchaus da ein Teil der Schöpfung sind und jetzt unseren Platz da oben einnehmen müssen. Das müssen wir noch lernen. Ja. Also ich glaube, heute wird es, glaube ich, nicht so lang, weil ich werde jetzt da bald einmal nicht mehr so viel machen. Was wir noch haben, sind ein paar Entwicklungen, dass wir jetzt natürlich, wir müssen schauen, wie wir jetzt weitermachen. Also ich denke mir immer, was ist wichtig in der aktuellen, was ist unsere Rolle, ist immer die Aufklärung, ne? Und das Material, das ich euch empfehle zur Aufklärung zum Beispiel, ist, sind eben diese drei Filme, die ich immer gerne nenne. Das ist eben der Unacknowledged von Stephen Greer. Den führe ich jedem meiner Besucher vor, weil ich immer das Gefühl habe, da könnt ihr euch mit 10 Minuten viel bringen. Wenn jemand wirklich offen ist und jemand schon was kennt und ein bisschen was weiß, die nächste Level ist dann immer der von 2018, der von David Wilcock, der Above Majestic. Das ist der zweite Film. Den gibt's auf Vimeo. Den Unacknowledged gibt's auf iTunes und auf Netflix und den Above Majestic gibt's auf Vimeo, sonst nirgends. Und im April 2019 hat eben der David Icke den Renegade rausgebracht, den gibt's auch auf Vimeo, aber den könnt ihr euch eigentlich schenken. Die Bewusstseinsschichten sind schon auch gut, aber der Unacknowledged und Above Majestic ist für unsere Arbeit, für das Verbreiten dieser Nachrichten mit Nachbarn und gut was, sind die zwei besten und schnellsten Werkzeuge. Lege ich euch wirklich ans Herz, mit dem kann man arbeiten. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass sich natürlich schon in letzter Zeit auch viel getan hat, ne? Die Felinen sind gekommen vor zwei Monaten, dass man eben die Reptos besiegen kann. Ein Problem ist auch, dass die Reptos zwischen Dimensionen springen können. Ja? Wenn wir die jagen mit unseren Methoden und auch vertrieben haben zum Teil, naja, dann deswegen, weil das auf unserer Ebene ist. Wenn du das mit Reptos machst, dann geht das nicht. Ja? Die springen und dann sind plötzlich weg. Kann man bei Adrenalin lernen, du kannst Dimensionssprünge machen, musst du dich richtig bewegen oder auf der richtigen Frequenz sein. Ich kann es bis heute noch nicht, aber das geht scheinbar. Du kannst die Dimension wechseln. Musst du nicht einmal, also wirklich bewegen musst du die wenig da scheinbar. Die Reptos können das. Und die Felinen können das auch. Und deswegen sind die vom Zentralrat im Juni geholt worden zum, ich weiß nicht wie vielten Mal, die waren ja oft schon da. Das sind ja auch die Typen vom, die vielleicht bei den Phoenix Lights dabei waren. Und die wahrscheinlich schon in der Antike da waren, die waren jetzt im Juni auch da. Und die dürften sehr viel dazu beigetragen haben, dass wir jetzt den Krieg gewonnen haben. Ich bin sicher, da verdanken wir einiges den Felinen. Die können nämlich den Reptos nach. Wir können das nicht. Was auch noch ein Thema ist, ist das Klonen. In unseren Nachrichten tauchen immer wieder die Typen auf, Putin, aber der Trump nicht, aber vom Bush wurde es erzählt, vom Clinton und vom Putin und von Gott weiß was. Es gibt ganz aktive Klonzentren auf der Welt, die haben wir auch. Da ist auch ein ganz guter Film von Keanu Reeves, Replicas, der erzählt das eigentlich sehr gut. Auch hier gibt es schon Möglichkeiten, das Bewusstsein zu übertragen. Das ist auch kein Science Fiction. Du kannst das Bewusstsein von einem Körper in einen anderen übertragen. Das wird auch gemacht. Es ist eine degenerative Sache, weil der Körper nicht so lange hebt. Du brauchst also mehr Klone. Biologisch gezeugter Körper hebt länger. Ja? Aber wir haben auch so Soldaten, die da wiederum so erzählen, dass in der REM-Phase sie aus dem Bewusstsein rausdriften und dann das Bewusstsein übertragen werden kann in einen anderen Körper und der kann meilenweit weg sein. Ja? Und es gibt so eigene Projekte, da habe ich jetzt kein wirkliches Ja dazu, aber der Mensch, den ich jetzt zitiere, heißt Donald Marshall, ne? Und aus diesen Projekten trifft man sich mit Eliten auf anderen Planeten. Da geht man eben in eine REM-Phase hinein und tritt aus dem Körper aus und tritt dann mit seinem Bewusstsein in einen anderen Klonkörper ein. Der kann auf dem Mars oder Gott weiß wo sein. Und mit diesem Klonkörper kann man dann, während der eigene Körper auf der Erde schläft, auf einen anderen Planeten spazieren gehen mit diesem Klonkörper und dort dann Besprechungen machen oder sonst irgendwas.
Auch das wird bei uns gemacht, wobei ich da jetzt keine näheren Informationen habe. Da müsste Donald Marshall nachschauen. Das sind oft Kinder von Illuminaten. Wenn diese Kinder erwachsen werden, wird dann oft entschieden, ob diese Erinnerungen, die sie da eben haben, unterdrückt werden oder freigegeben werden. Bei Donald Marshall ist entschieden worden, dass er sich erinnern kann. Ne? Film dazu gibt es auch wieder mal. Das ist der Film Die Chroniken der Unterwelt. Da wird es ein bisschen angesprochen, aber das ist nicht so viel. Ja, was haben wir noch? Auch die Lichtseite macht es ähnlich. Also ich weiß nicht, wie weit wir da sind, die wir jetzt da versammelt sind. Aber auch auf der Lichtseite treten während den Schlafphasen Leute aus ihren Körpern aus und kämpfen in der Nacht mit irgendwelchen Alien-Leuten oder so. Wir können also auch wir Menschen können in der Nacht in anderen Dimensionen arbeiten. Ich weiß nicht, ob man sich dafür bereit erklären muss, wenn ihr das machen wollt. Könnt ihr ja mal mit euren Schutzengel-Aliens reden. Die werden euch dann schon sagen, ob ihr das könnt oder nicht. Das ist freiwillig und auf dieser Seite ohne Klon. Ja? Da gibt es auch eine Quelle dafür. Das ist die Gabriele Kowalski. Die habe ich übrigens auf Dingsbums aus. Du kennst die. Die habe ich kennengelernt da im, wo waren wir da? Saarbrücken. Das ist jetzt von der Kowalski. Ja, bei der Sabine Hespers, vom Hesper Verlag. Ja, also da war Sabine Glocker heißt sie. Dort sehr aktiv war eben diese Kowalski, die war eine von den Mitarbeitern dort. Und die macht das. Die ist so eine Lichtarbeiterin, die in der Nacht irgendwo arbeiten geht. Da können aber auch andere Lichtarbeiter mitmachen, wenn sie wollen. Gibt es auch eine Akademie dazu, das ist jetzt immer mit viel Geld verbunden. Aber das ist eine Möglichkeit, wie man auch mitmachen kann. Man kann sich bereit erklären, da in der Nacht irgendwelche Kämpfe zu gehen. Ich kann mich an meine Sachen nicht in der Nacht noch nie erinnern. Ich weiß nicht, ob ich da auch dabei bin, keine Ahnung. Und was wir auch natürlich zurzeit merken, ist, dass speziell die amerikanische Navy angefangen hat, tatsächlich, ähnlich wie ich am Anfang bei meiner Mondlandungsgeschichte von der TT erzählt habe, die das noch nicht so gut machen, die wissen noch nicht so wirklich, was sie tun, aber sie trauen sie wenigstens. So hat die Navy auch Antigravitationstechnik bekannt gegeben. Ja, das war im Mai dieses Jahres, ganz offiziell in der New York Times, ja, haben sie das gebracht, dass sie das haben. Also die Navy will da durchbrechen. Die Navy hat wirklich vor, Disclosure, wir haben ja verschiedene Fraktionen. Wir hier sind alle für eine sehr groß starke Disclosure-Fraktion. Und ich denke, es ist auch sinnvoll, Leute zu unterstützen, die das auch machen. Die Navy, die amerikanische Navy, scheint zu dieser Fraktion zu gehören, die Disclosure in einer Vollform unterstützt, ja, und die da wirklich dahinter ist und das auch versucht, bekannt zu machen, ja. Hat in der Nähe von der Antarktis, haben sie bei ein paar Inseln in Südafrika mit Hilfe von Unterwasserradardrohnen Fotos von 11.000 Jahren alten Städten gemacht, Pyramidenstrukturen hingewiesen und darauf hingewiesen, dass vor 11 Jahren diese Teile der Erde oberhalb des Wassers gewesen sein müssen. Man denkt ja an Atlantis oder Lemuria-Geschichten. Also was, das ist von der Navy bitte, ja. Was man von der Navy da hört, ist zum Teil sehr, sehr modern. Da kommt Atlantis her und das soll vor 11 Jahren, also schaut's bei der Navy nach, das ist auch eine relativ neue Sache, die ich mir selber noch anschauen muss. Da wird auch von Unterwasser-UFOs gesprochen. Von der Navy haben wir auch Zeugnisse, dass es Fahrzeuge gibt, die aus dem Wasser aufsteigen. Ja? Sogenannte Hybrid-UFOs sind das. Ne? Die sind in der Luft und unter Wasser. Und das wird auch ganz klar gesagt. Und das war bitte alles. Das ist alles Mai dieses Jahres. Da habe ich wieder einen Link für euch, den kann ich euch wieder unten rein tun. Moment, ich stelle ihn wieder in den Kanal rein. Ja? Moment. Das ist die Navy-Geschichte, was ich da jetzt reinstelle. Tut der Link von der Vimeo-Link, da waren keine Videos drinnen. Ah, okay, da muss ich nur noch. Ich habe das selber erst Nachmittag erst gemacht. Vielleicht war der Times-Link müsste funktionieren. Ich habe das erst heute, vielleicht kommt das erst morgen. Kann sein, dass das heute noch nicht sichtbar ist. Ich habe das erst um 5 Uhr Nachmittag gemacht. Da gelange ich in mein eigenes Videoarchiv von Vimeo. Du musst, glaube ich, einen anderen Link benutzen oder andere Playlist-Link. Okay, ich schaue mir das dann an.
Das war, wie gesagt, keine spontane Idee, weil Universe Inside You bis jetzt die einzige Quelle ist, die man hat für außerirdische Rassen. Wer ist das wirklich? Wie schauen die aus und was machen die? Und die hat man eben gelöscht. Vor einem Monat waren die noch da, diese Videos. Jetzt sind sie nicht mehr da. Deswegen habe ich die auf, aber sie sind auf Vimeo drauf. Wenn ihr eingibt, einfach Aliens oder die Rassen, die hochgeladen haben, sind Zeta Reticuli, Yael, Mantis, Liran, die Tall Whites und die Blue Avians. Also die sind schon oben. Die habe ich vor einer Stunde hochgeladen, steht da. Ist auch schon länger her. Die müsstet ihr eigentlich finden. Probiert es mit den Namen oder so. Ich schaue dann, ob ich noch einen Link finde. Das kann ich jetzt nicht machen. Das mache ich nachher. Was auch noch interessant ist, was ich noch nirgendwo erzählt habe, ist, dass es auch so Nachrichten gibt, dass wieder im Mai jetzt dieses Jahres Göttinnen gelandet sind, die Marienzentren, weil die Erde jetzt ein bisschen sicherer geworden ist. Im Mai hat man noch nichts vom Sieg gesagt, aber da hat man auch schon gewusst, es ist sicherer, es ist besser, ist jetzt was Neues entstanden. Marienzentren. Ich nehme doch an, dass sie sich wahrscheinlich an der Mutter Maria orientieren wollen, ne? Da sind jetzt drei gelandet, ja. Also die wollen jetzt zu Inseln des Lichts gründen. Wenn ihr das hört, also sie sagen, es ist Zeit für die Göttinnen genug, auf die Erde zurückzukehren und auf der Oberfläche Licht- und Heilzentren zu schaffen. Die sollen dann zu sogenannten Inseln des Lichts werden, in denen der Erstkontakt auch mit den Aliens stattfinden kann. Also ich denke, das wäre durchaus interessant für uns, wenn da jemand was hört, wo man diese Göttinnen finden kann. Ich weiß es bis jetzt noch nicht, das ist auch noch relativ neu. Das sind plejadische Basen. Hier haben die Plejaden hier Basen errichtet, auf denen diese Göttinnen in ein sogenanntes Walk-in gehen und in dieser Oberfläche ein Portal nutzen können. Ne? Das ist also heuer gewesen, beziehungsweise das findet jetzt gerade statt. Und die Galaktische Föderation hat mit ihren Schiffen bis jetzt noch keine physischen Landungen durchführen können, aber sie hat eine große Anzahl ihrer Ground Crew eben über diese Walk-ins auf die Oberfläche gebracht. Also sie landen nicht mit Schiffen, die Galaktische Föderation landet über diese Walk-in-Zentren. Ja? Und zum Teil leben die auch inzwischen ganz unbewusst, also ganz unbekannt bei uns in unseren Städten. Die kommen aus ganz anderen Universen zum Teil, nicht nur anderen Galaxien, sondern wirklich anderen Universen. Also hier ist wirklich größerer Level, die ins Erdgitter kommen. Sie sind mit Heiltechniken vertraut, die man auf der Erde bis jetzt eigentlich überhaupt nicht kennt. Und die werden die Avatare, ich frage mich, was das heißt, sie werden die Avatare von verschiedenen Erdenfrauen übernehmen. Ja, das heißt, wenn ihr mich fragt, hängt das mit der höheren Selbst zusammen. Wir haben alles ein höheres Selbst. Das wird dann von Erdenfrauen, wird dann ein höheres Selbst von so einer Göttin übernommen werden. Aus einem anderen Universum. Also hier merkt man auch sehr stark, unsere Emanzipationsbewegung kommt durch. Das wird sehr stark von Frauen gemacht. Das ist jetzt weniger eine Männersache, es ist eine Frauensache. Klingt fast wieder wie die Geschichte im alten Atlantis. Ja, diese Transporte gibt es schon seit der ganzen Weile. Nur weil jetzt eben Sicherheit herrscht, kann das gemacht werden. Ja, das ist zu den Göttinnen noch zu sagen. Ah ja, das sind jetzt nur drei, vier. Die Maya, die Amber, die Sophia und die Rose. Ja, die sind schon da. Es kommen dann 30 Göttinnen nach. Davon habe ich noch nichts gehört. Und in den nächsten Monaten, also von Mai bis jetzt, das sind schon mal 3 Monate, werden 30.000 landen. Also das ist eine Sache, die jetzt gerade läuft, dass da 30.000 Leute aus der ganzen Welt, also aus dem ganzen Universum bei uns hier landen. Also wegen diesen Lichtzentren. Wir müssten also, seid ein bisschen aufmerksam, ob ihr da was hört, wo sollen diese Lichtzentren sein, in Afrika sicherlich, aber auch in Europa und überall, die muss man überall finden können, ja. Da. Wie sieht das dann aus? Was kann man da beobachten? Es wird von Bodenstationen geredet, die beschrieben werden, so ein bisschen wie plejadische Raumschiffe, aber das ist nicht wirklich sicher. Also es steht ja nur, dass es Walk-ins sind, wo man rein und raus gehen kann. Also es muss sowas wie ein Haus sein, aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ja. Es ist nur bekannt, dass ein Portal im Atlantik existiert und dass da eine kleine Vorhut schon da ist. Ja. Das ist im Atlantik. Der Atlantik ist auch so ein großer Begriff, wo man weiß, wo die sind.
Und was noch kommt, sind erste Zwillingsseelen. Ja? Zwillingsseelen, die in der Reinigung des Planeten weiterarbeiten. Das ist auch etwas. Die Zwillingsseelen, das ist aber so eine Geschichte, die sollen fürs physische Tantra zuständig sein. Die können da Energien freisetzen. Es geht zurzeit sehr viel um die Freisetzung höherer Energien. Das passiert zurzeit an allen Ecken und Enden. Von der Sonne natürlich, das habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört. Aber eben auch von den Zwillingsseelen und jetzt eben neuerdings von diesen Göttinnen, ja, die eben auch den Heilungsprozess des Planeten sehr stark beschleunigen sollen. Ja. Da kommen dann wieder die Sternensaaten ins Spiel. Ja, machen wir eine Pause? Machen wir eine Pause, ja genau. Und dann gehen wir langsam mal in den Talk rüber, schauen wir mal, ob es Reflexionen gibt. Ist das okay? Ja, das ist ganz okay. Und du hast auf dem Plattenteller dein Mikrofon bitte stumm schalten. Petra, nein, Quatsch, nicht Petra, Mary, Mary, Mary hast du drauf. Also wenn du noch zwei Lieder bringst, die Mary, Mary, sonst kannst du die andere annehmen, die ist auch nicht schlecht. Aber Mary, Mary ist auch gut. Das ist die Göttin in uns. Da ist auch, das passt zu den Göttinnen, weil die reden, das sind zwei Frauen, die singen jetzt von der Göttin in ihnen. Kann man auch prophetisch betrachten. Das wäre wieder mal so eine Frage von Reinterpretation. Da ist viel Reinterpretation jetzt dabei. Man muss es nicht unbedingt christlich verstehen, man kann es auch im Universum verstehen. Ja, wir sind zurück bei Roland Hofer, Neue Wissenschaft, Thema heute Aliens. Mir fällt immer wieder ein, lieber Roland, wenn ich sage, so wie im Großen, so auch im Kleinen, so wie im Kleinen, auch im Großen. Wir reden hier über Aliens und jeder weiß, wenn man im Kleinen gemeinsam statt einsam ist, kann man viel bewegen. Jetzt haben wir so viel über Aliens gehört und viele Menschen stellen sich immer die Frage, so denke ich zumindest, ne, warum lassen sie sich nicht blicken? Sie können uns ja auch unterstützen in unserem echten Leben, wie auch immer das dann ausschaut. Nur sie sind weit weg zumindest, nur ab und zu hören wir ja, dass man natürlich Erfahrungen macht, aber nicht wirklich sind sie sichtbar, so sage ich mal. Und das zweite ist neue Wissenschaft. Was ist neue Wissenschaft gegenüber der Wissenschaft heute? Das sind jetzt zwei Fragen, die ich dir mal gebe. Da kann man was damit anfangen. Okay, bevor ich darauf eingehe, zu den Göttinnen sagen, ich habe nämlich was vergessen. Da kann man hingehen im Geiste. Also das heißt, man kann sich da, physisch ist es schwierig bis gar nicht möglich, aber man kann im Geiste sich da in Kontakt setzen, mit denen am besten sich ein weißes Portal vorstellen, empfiehlt die Galaktische Föderation, und da wieder zurückreisen. Am besten, das ist eine gute Sache für die Meditation eigentlich, denn für den Erstkontakt, und da hast du jetzt ein bisschen gleich eine Antwort auf deine Frage, warum haben wir da keinen Kontakt, ein bisschen was habe ich da drinnen, für den Erstkontakt müssen alle negativen Implantate und Wunden und Traumata bis zu einem gewissen Grad geheilt sein. Sonst könnte man die hochschwingenden Energien außerhalb der Quarantäne gar nicht ertragen, sei es auf den Schiffen oder in losgelösten Zivilisationen unter der Erde. Das heißt, zum Teil ist das, warum sind die so weit weg und warum sind wir da, ein Frequenzproblem. Wir leben auf einer anderen Ebene und die leben. Für die ist es schwierig, herunterzukommen. Also das größte Ereignis, das wir da haben, sind die alten Atlantis-Geschichten, wo die Plejaden dann selbst ihre Frequenz runtergesetzt haben, damit sie überhaupt auf der Erde leben können. Jeder Planet ist ein eigener Frequenzraum. Und der Frequenzraum hängt vom Bewusstsein der Bewohner ab. Ja? Und wenn jemand ein anderes Bewusstsein hat, und die meisten Aliens, also das der Reptos ist meistens ein bisschen tiefer als uns, als das des durchschnittlichen Menschen, weil die ziemlich fies drauf sind. Und das heißt, die haben auch ihre Schwierigkeiten, auch da zu sein. Aber die können das eher, also, aber wir können, also mit den höheren Ebenen ist es nochmal ein bisschen anders, weil die, wir würden uns verletzen, wenn wir auf zu hohe Frequenzen gehen. Und sie würden sich verletzen, wenn sie auf zu tiefe gehen. Das heißt, sie zum Teil, wenn die Differenz zu hoch ist, ist auch der Kontakt schwieriger. Darf ich kurz? Klar.
Ja, meine Frage ist direkt weiter. Wir haben ja hier unterschiedliche Menschen auf der Erde. Ich sage jetzt mal die Yogis, die Tibeter. Wir haben Menschen, die sich von Lichtnahrung ernähren, so sagt man. Und dann gibt es Menschen in den Philippinen, die mit den Fingern operieren und keine Wunde hinterlassen. Das sind ja auch alles andere Bewusstseinsthemen. Oder die Indianer haben ihr Urvolk oder Telepathie, sagt man, sollte es auch geben. Ja, das sind einfach mal so Dinge, die mir einfallen, zu deiner Argumentation. Ist das Bewusstseinserhöhung oder ist das eine andere Frequenz? Beides, du hast schon recht. Sicherlich Einzelpersonen, also das ist am besten ist da die Orfeo-Angelucci-Geschichte, die habe ich schon mal erwähnt, glaube ich. Der konnte ja nur deswegen, in den 50er Jahren war noch die Frequenz der Erde noch sehr niedrig. Inzwischen seit 1994, ach, das habe ich ausgelassen. Die Frequenzerhöhung der Erde beginnt zumindest vom galaktischen Zentrum aus. Das ist das schwarze Loch da in der Mitte der Galaxie. Da geht die Energie über unsere Sonne und dann auf die Erde. Das ist der große Energiekanal, wir haben es kurz erwähnt. Das beginnt, also die Entscheidung für die Sternenkinder war 75, haben wir gehabt. Und die Energieerhebung beginnt anscheinend 94. Seit 94 gibt es konstante Frequenzerhöhungen der Erde. Die Sternenkinder tragen schon dazu bei und eben dann auch die Energieschübe von der Sonne von 94. Der ganze Planet wird in die fünfte Dimension gehoben. Das dauert eine Weile, ja, wenn man uns nicht um. Das wäre so, wie wenn du tauchen gehst, du brauchst eine Weile, um runterzukommen. Einzelpersonen, wie der Orfeo Angelucci oder eben auch gewisse Hobby-Indianer, wenn du eine gewisse Meditation pflegst, auch bei den Buddhisten in Indien ist es bekannt, in Tibet gibt es solche Leute sehr viel auch, die haben das schon, ja. Angelucci konnte nur deswegen mit diesen halbdurchsichtigen Wesen reden, weil er von Natur aus eine Krankheit hat, eine körperliche Schwäche. Ja? Also es ist ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir so kennen. Wenn du körperlich fit und stark bist, bist du eher auf einer niedrigen Frequenz und eher ungeeignet dafür. Wenn es stimmt, dass die Seele, und davon gehe ich aus, nur dieser Lichttennisball ist, ja, bleibt irgendwie überhaupt kein Körper übrig, da mal ganz, ganz, ganz oben. Ja? Oder die wahrscheinlichere Variante ist ja, dass sie vor der Inkarnation, dass die Tennisbälle da, die Seelenbälle auf der Erde kommen, bevor sie inkarnieren. Also diese, ja, was ist das? Was ist dann, wenn du mit der Inkarnationsstufe fertig bist? Also ich weiß auch noch nicht alles, aber die Tennisbälle sind jedenfalls eine sehr hohe Frequenz und haben noch keinen Körper. Ohne Körper bist du viel, viel leichter, viel frequenzunabhängiger. Mit einem biologischen Körper, den wir haben, ist es schwierig, ja? Du bist auf einen sehr geringen Frequenzbereich fixiert. Teilweise sind diese Aliens für uns ja gar nicht sichtbar, wir nennen sie Engel sogar, weil die bei uns durchsichtig ausschauen. Das heißt, das ist mit dem Kontakt, wir haben es da, und die Struktur des Universums ist uns, glaube ich, ist da sehr wichtig. Diese Bubbles, ne? Also der Nassim Haramein hat ja jetzt ausgerechnet, dass wenn man das dunkle, wie heißt das? Dunkle Materie heißt das Ding, ne? Wenn man die in die Masseberechnung des Universums hineinnimmt, dann brauchst du keine dunkle Materie mehr, dann hast du den Äther bewiesen. Ja? Der Äther von Platon und so, oder was das Global Consciousness Project auch hat, ja, das globale Bewusstsein, dass wir alle mit dem Bewusstsein verbunden sind. Wir sind als Menschen eine Einheit. Das ist im ganzen Universum durch den Äther bestätigt. Das kann man bei Nassim Haramein nachrechnen, wenn jemand Beweise sucht. Und diese Geschichten zeigen dir sehr schön, dass das Ganze eine mathematische Einheit ist. Und da gibt es verschiedene Kugeln von verschiedenen Materiedichten. Der Arcturus hat eine ganz andere Materiedichte als wir. Wir haben eine sehr hohe, der Arcturus hat eine sehr niedrige. Du kannst vom Arcturus hierher nur kommen, wenn du deine Frequenz extrem runtersetzt. Wie das die Plejaden zur Zeit von Atlantis gemacht haben. Oder wie das manche Aliens auch machen, damit sie uns überhaupt erscheinen können. Das ist eigentlich ein Opfer für die, dass sie bei uns erscheinen. Oder was schon mal allein deswegen nicht jeder machen will. Uns zuschauen ist auch Sache, also aus irgendwelchen galaktischen Föderationsgeschichten abschauen und schauen, was wir so tun. Und die haben ja auch da ganz andere Projektionsmethoden. Die müssen gar nicht runterkommen und sehen, was sind ziemlich genau. Das machen ihre Schiffe. Die haben da, also von Kameras möchte man da gar nicht reden, aber die können da reinzoomen. Die können ins Haus hineinschauen. Da gibt es kein Event, gar nichts. Also von solchen Schiffen aus gesehen sind wir ja quasi durchsichtig wie ein Glasl Wasser. Das ist auch so. Die ist leicht.
also uns beobachten, Tipps geben, deswegen auch diese ganzen YouTube-Botschaften, die man beim Spillscape und Higher Self und wie die alle heißen finden kann, oder eben das, was ich mit den Mariengöttinnen gebracht habe, oder auch sich energetisch verbinden im Traum oder in Geist, das ist leichter. Das heißt, auf einer geistigen Ebene, auf einer energetischen Ebene kannst du sehr viel leichter Kontakte haben. Deswegen machen das ja auch viele so. Deswegen läuft da ja viel auf diesem spirituellen Level als auf einer tatsächlich physikalischen Ebene. Weil die einfach nicht mehr auf so einer physikalischen Ebene leben wie mir. Auf ihrem Planeten gehen die auch ganz schön auf dem Wiesen spazieren. Ne? Die gehen auch, ob sie einkaufen gehen, weiß ich nicht. Ich glaube, einkaufen tut man, glaube ich, nur auf der Erde. Woanders verschenkt man die Sachen unter sich. Da gibt es eher so Austausch von Dingen. Shopping Center dürfte es da oben keine geben. Aber andere Dimensionen, andere Frequenzen. Das heißt, es ist nicht so leicht, einfach so landen, aussteigen und so. Ne? Das, dazu musst du mal schon jemanden, also die Venus-Leute, die können das. Ja. Die Venus-Leute, die sind ja auch schon, das ist die Buck-Nelson-Geschichte, die haben wir ja schon erzählt, dass da, die sind ja gelandet und die suchen sich öfters so Einzelpersonen aus. Das sind ja, das, dazu haben wir mal eine Sendung gemacht, das sind die Kontaktpersonen. Es sind ja immer wieder so Personen aufgetaucht, ja. Auf einem Medienlevel wird es ja verhindert. Das hat bis jetzt das nicht stattgefunden, weil unsere Medien einfach nicht bereit sind, das zu bringen. Das kann man vielleicht einmal machen mit Leuten von Venus oder Mars. Wäre das durchaus möglich. Die sind ja auf unserer Ebene. Also die Venus speziell würde sich da anbieten. Ja, das kann man sicher mal machen, wenn unsere Medienwelt irgendwann... Also du, Klaus, schaffst es einmal mit jemandem von der Venus zum Reden. Dann ja, vielleicht kriegst du die Omnek. Die ist anscheinend von der Venus. Die ist da oben in Schweden oder so. Oder ich verwechsel das immer, Schweden, Norwegen, Finnland kriege ich immer durcheinander. Da oben sitzt jedenfalls die Omnek, die schreibt ja auch Bücher, die kannst du mal zum Radio einladen, dann hast du so eine, die lebt da oben, die ist von der Venus, ne? Also sagt sie jedenfalls. Gerne, wenn wir Kontakt bekommen. Muss ich mal schauen. Ich habe ihre Bücher ein bisschen gelesen, es ist eher so vegetarisches Essen und psychologische Reinheit, da geht es sehr viel. Wir sind es einfach gewohnt, ein Leben zu pflegen, wo man umarbeitet wegen Geld und dann einkaufen geht, damit man was zum Essen hat. Das ist so unser, der Krieg führt, um irgendwen zu bekämpfen, der meistens gar nicht davon weiß, dass man überhaupt existiert oder so irgendein Blödsinn. Wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass das Leben eigentlich um andere Dinge geht. Es geht nicht ums Arbeiten, es ist eine Erfindung der Erde. Man arbeitet eigentlich nicht. Man schaut auf die Gemeinschaft. Man tut etwas für die anderen. Das, was bei uns Sozialarbeit heißt, ist so der intergalaktische Normalzustand eigentlich, ne? Man kümmert sich umeinander. Man stellt auch irgendwelche Körbe her und bringt sie dann in irgendein Gemeindezentrum, wo sie dann jeder holen kann, was er will. Aber das ist auch ein ganz anderes Leben, als wir das haben. Da finde ich die Innerirdischen auch sehr interessant, weil die da irgendwie Schule als Projekt sehen. Da gibt es keine Zeugnisse. Ja? Die setzen sie hin und wir bauen ein Schiff. Und dann kommt dann, ja, ich kenne mich da aus. Okay, und dann die Mathematik des Schiffs, da macht man dann Statik und was weiß ich, das ist eher so Bauingenieurwesen, ne? Und dann braucht man die Handwerksarbeiten des Schiffs und dann lernt man da Holz arbeiten und schleifen und Bäume fällen und so. Ne? Das ist viel integrativer, da gibt es keine Zeugnisse. Der Test ist dann relativ praktisch. Schwimmt das Ding oder schwimmt es nicht? Ne? Also Schiff. Ne? Und das ist dann die Schule in der Innererde. Also das wären die innerirdischen Geschichten. Und da müssen wir viel, viel umstellen, um da wirklich hinzukommen. Und je mehr wir da umstellen, nämlich auf unserer Erde zunächst einmal, desto leichter ist auch dieser Kontakt auch für die anderen zu uns. Weil wie gesagt, das ist für die ein ziemliches Opfer. Das ist so, wie wenn du eine Schaufel nimmst und dir mal ein Loch buddeln musst, damit du den Maulwurf da unten besuchen kannst. Weil da ist ja da unten seine kleinen Gänge. Du brauchst aber so viel Platz, du bist ja viel größer als der. Wir müssen nur in die kleinen Gänge da reinkommen. Du musst ja mal Platz, man muss ja mal schaufeln. Ziemlich viel Arbeit, ne? Ungefähr das machen die Aliens, wenn sie die von den höheren Bewusstseinsebenen auf jeden Fall, wenn sie mit uns in Kontakt treten. Wie gesagt, unser Sonnensystem, also am sichersten, was ist von der Venus, da ist es ziemlich gleich wie bei uns. Die Venus hat, also das, was wir, da habe ich selber mal ein Video hochgeladen, weiß nicht, ob jemand nochmal nachgeschaut hat, ich habe ja auf dem Jesaja-Kanal dieses Venus-Video, also dieses, das heißt gar nicht Venus-Video, wie heißt denn das? Das ist also eine Radiosendung gewesen. Von einem anderen Radiosender, sorry, nicht von deinem Englisch, wo im dritten Teil dann, das sind noch zwei andere Teile, die ich jetzt in dem Kopf habe, im dritten Teil, der dann sagt, ja, die Venus-Nachrichten haben sie gefälscht, ne? Denen haben sie da, was weiß ich, Temperaturen angedichtet und Vulkane und Gott weiß was, ne?
damit da eben das so unbewohnbar erscheint. Tatsächlich hat der Mensch selber da schon Kontakte mit Leuten von der Venus gehabt. Das ist so ganz, die Venus ist ein Planet wie wir. Und auch so ähnlich bewohnt. Ne? Und die haben aber scheinbar selber ein holographisches Programm laufen, das um ihre Atmosphäre geht, ähnlich wie unsere Hologrammgeschichten auch, wie wir heute gehabt haben. Bei uns werden Flugzeuge holographisch in Hochhäuser geschossen und dort wird holographisch eine Atmosphäre erzeugt, die dann das erscheinen lässt, was wir in den Fernrohren sehen. Damit schützen sich die. Das ist ihr Schutz nach außen hin. Den kann man auch in so manchen Star Trek Filmen sehen. Beim Captain Archer kommt es in der zweiten Staffel vor, wenn es um die Xiana geht, da irgendwo. Die schützen sich auch mit so einem Vortex, nennt man das dann. Das sind die neuesten Star Trek Varianten da, die Archer-Geschichten. Und so einen holographischen Schutz haben scheinbar die Venus-Leute, die da wirklich sich verstecken. Ja. Und von außen schaut es ja wirklich so aus. Roland, schauen wir mal, ob hier noch Fragen kommen, oder? Der Jenne ja. ist bei uns, dann ist der Marc bei uns, der Roman ist da und auch Pierre und Nicole vom Sonnenglück ist bei uns. Mal schauen, ob sie überhaupt am Mikrofon sind. Mal flackern vielleicht. Mit dem, ja, der Marc ist da, der, genau, dann geben wir doch mal Marc und den Roman das Mikrofon und mal gucken, was da für, ja, Worte wir hören dürfen. Marc und Pierre ist auch da und Nicole. Ja, also es ist die Frage mit dem Mandela-Effekt, inwieweit verändern dann irgendwelche Leute rückwendig die Zeit? Das ist ja auch ein Sicherheitsaspekt bei der Geschichte, ne? Oh ja, da tue ich mir schwer drüber zu, also das ist eine schwere Sache, weil das ist einer der Gründe, warum ich mir nicht vorstellen kann, dass man das angeblich noch vor den Aliens offenlegen will, weil das ist ja viel gefährlicher, ehrlich gesagt. Ich weiß nur vom Stuart Swerdlaw, dass das zeitlich sehr limitiert ist. Die dürfen Zeitreisen, die sind mitunter 10 Minuten in der Vergangenheit, dürfen da gar nicht länger bleiben, wegen dieser Gefahr, die Zeitlinie zu verändern. Andere Projekte wiederum, also der Stuart Swerdlaw sagt, er war beim Jesus, der hat bei der Kreuzigung vom Jesus zugeschaut, musste aber nach 10 Minuten wieder gehen, er durfte sich da nicht einmischen. Dann haben sie ihn noch einmal hingeschickt, damit er Jesus erschießt. Das hat er dann nicht zusammengebracht und dann hat er das Blut vom Jesus geholt, dann haben sie den Jesus geklont. Der rennt jetzt auf der Welt rum, wir haben einen Klon von Jesus auf der Erde. Das ist Stuart Swerdlaw. Also dieses sind sehr, sehr kurze Zeiten in der Swerdlaw-Variante. Andere Geschichten, die nicht so leicht, da ist nicht so leicht, eine Quelle zu kriegen, das kann man nur indirekt bei der Carrie Cassidy von manchen Zeugen hören, dass da jemand, also mit dieser Mandela-Geschichte, mit den Originalen, dass da jemand gewesen sein muss, wegen den anderen Erinnerungen. Da muss man mehrere Cassidy-Videos zusammen addieren, dann kommt man irgendwie drauf. Da gibt's auch längere Projekte, wo wirklich Leute bewusst eingreifen und die Zeitlinie verändern. Das muss noch einige Geheimhaltungsstufen drüber sein, über den normalen Zeitreisen. Ich kann euch da keinen Level sagen, ich weiß es selber nicht. Die da ganz bewusst manipulieren. Und wir müssen da annehmen, das ist jetzt meine eigene Logik, aber viel mehr habe ich da jetzt bald nicht mehr, dass das von unseren Eliten ausgeht, die eben annehmen, dass ihnen der Kragen ausgeht und dass sie deswegen einen eigenen, selbst einen Rettungsversuch eingebaut haben in unsere Geschichte. Du hast schon recht, es ist ein Risiko, ein großes sogar. Deswegen muss das auch sehr mit Precautions angehen und mit großer Vorsicht gemacht werden. Weil naja, wenn du da die falschen Plätzchen erwischst, dann existierst du selber nicht mehr. Ne? Wenn du deinen eigenen Großvater umbringst, dann hast du Pech gehabt. Also das ist schon klar. Ne? Also das stimmt auf jeden Fall. Und trotzdem, in einem gewissen Rahmen wird es sehr locker. Also einerseits gibt es diesen Riesenangst, die Zeitlinie zu verändern. Andererseits auch die Manipulation. Sogar Nazis haben schon drüber nachgedacht, aber die haben da irgendwie nicht so einen Zugang gekriegt. Also das scheint da nicht so leicht zu sein. Also wir haben grundsätzlich das Problem, dass Raum und Zeitreisen verbunden sind. Je schneller du dich dem Licht entgegen, jetzt bin ich wieder bei Nassim Haramein, entgegenbewegst, desto irgendwann kommt der Punkt, wo du in der Zeit rückwärts gehst, weil du über der Lichtgeschwindigkeit bist. Du musst also, das nennt sich dann Warp-Antrieb in unseren Star Trek-Filmen, ne? Du musst also sozusagen eine Zeitblase kreieren, einen Raum, ja, das wäre dann Warp 1, heißt das dann bei Star Trek, damit du überhaupt in deiner Zeit bleibst. Wenn du dann noch einmal die Lichtgeschwindigkeit durchbrichst, musst du wieder eine Zeitblase kriegen, weil du sonst wieder in die Vergangenheit, also du musst für jede
wegen der Zeit musst du das eigentlich machen. Das sind diese Warp-Faktoren, das nennt sich dann bei Star Trek Warp 1, 2, 3, 4, was gibt's da? 10, glaube ich. Wurscht. Für jedes Mal, wo du die Lichtschranke durchquerst, musst du quasi die Gegenwart schützen. Weil du nämlich sonst durch die Zeit reisen würdest, ganz automatisch. Weil Raum und Zeit ein Gefüge sind. Viel mehr kann ich dazu technisch nicht sagen. Aber das ist in der Raumfahrt, muss man die Raumzeitphysik mit einberechnen. Und weil es in dieser Welt natürlich, wir reden von intergalaktischen Verbindungen, wir reden davon, dass hier Leute von Gott was, wo daher kommen, von anderen Galaxien, anderen Universen, wenn wir von den Mariengöttern reden, da ist Raum und Zeit immer zu bedenken. In allen diesen Geschichten haben wir es immer mit Raum und Zeit zu tun. Es ist also bis zu einem gewissen Grad auch eine Selbstverständlichkeit dabei. Du musst hier mit der Zeit dealen, weil sonst kommst du gar nicht, du kommst nicht durch den Raum. Du kommst nicht über die Lichtgeschwindigkeit, wenn du nicht auch über die Zeit drüber kommst. Das gehört also zusammen. Es lässt sich physikalisch nicht trennen. Darum ist da auch eine gewisse Leichtigkeit wiederum drinnen. Ich würde mal behaupten, die Leichtigkeit kommt, wenn du nicht vorhast, die Zeit zu manipulieren, dann muss es den ein oder anderen Weg geben, damit umzugehen. Weil auskommen durch der Geschichte nicht. Sobald du den Planeten verlässt und jetzt da auf dem Saturn oder Gott wohin springst mit irgendwas. Stargates sind was anderes. Stargates gehen aber auch komischerweise, ja, eigentlich nicht wirklich. Auch bei Star, obwohl ich da jetzt keine Technik dafür habe. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass bei Stargates auch Zeitgeschichten existieren. Du kannst den Unterberg hernehmen. Da tauchen Leute nach 300 Jahren auf. Die waren genau 2 Stunden weg, ne? Die sind im 1700 irgendwas weggegangen und tauchen 1900, wann war das? 80 oder was, sind die wieder aufgetaucht, ne? Und dann wollen sie zurück in, zu ihrem Fürsten gehen und den gibt's nicht mehr, ne? Weil inzwischen die Französische Revolution war. Also das ist schwierig. Marc, ja, ganz kurz, dann gibt's das Mikrofon für einen Roman. Ja, also ich habe das erlebt bei einem, den ich kenne. Der wurde erblindet, rückwärtig in der Zeit. Den hat irgendwie nicht gepasst, dass der literarisch so unterwegs war, wie er unterwegs war. Und dann konnte der nicht mehr richtig sehen. Die sind da rückwärtig in der Zeit rein, haben die Behinderung ausgestreut und sind wieder weg. Ne? Wow. Die Geschichte könntest du ein bisschen länger erzählen, weil das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Dass jemand Behinderungen... Glaubst du, ist das eine, würdest du sagen, damit ist der blockiert worden, damit er nicht weitermacht? Oder ist das etwas, natürlich ist es nicht. Du sagst, es ist ihm gegeben worden, also als Bestrafung oder sowas. Ja, also er war verbunden mit 2, 3 anderen Seelen, die haben an was gearbeitet. Natürlich an ihrem eigenen Vitae, ne, also an besseren Heil. Und der wurde gebremst damit, ne? Ich weiß es, weil ich ihn noch erlebt habe, wie er richtig sehen konnte. Und dann habe ich ja, weil die Zukunft ist wie bei der Offenbarung ja auch abänderlich. Das ist ja das. Ne? Also Prophetie ja, ja. Hat nur Sinn, wenn sie veränderbar ist. Und da in dem Fall ist es halt nicht gut gelaufen, da war der sogenannte Feind drin. Ne? Das ist immer eine schwierige Sache. Also die Zeit ist verändert, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Die Zeit ist natürlich veränderbar. Deswegen gibt es ja Zeitlinien. Das ist ein guter Punkt für, wie heißt der Typ schon wieder? Aber wir müssen den PR jetzt langsam machen. Beim David Wilcock ist es in der... Roman, Crypto TV. Okay. Ich mache noch ganz kurz das fertig. Es gibt diesen einen Typen, der gesagt hat, die Zeit ist wie ein, also Zeit und Raum ist wie ein Pullover. Bei uns ist der Raum, der du dich bewegen kannst und die Zeit ist automatisch. Du kannst den Pullover umdrehen, dann kannst du dich bewegen zwischen 1920, 1930, 2025, aber den Raum kannst du nicht aussuchen. Es gibt also scheinbar einen physikalischen Zustand, wo sich das umdreht. Wir haben da natürlich normalerweise keinen Zugang, aber das ist das beste physikalische Modell, das ich kenne. Du kannst das wie ein Pullover sehen. Dreh den Pullover um, dann ist die Zeit beweglich und du kannst wie im Raum dich auf verschiedenen Straßen durch die Zeit bewegen. Das geht scheinbar. Das sind die sogenannten Zeitlinien. Je nachdem, wer welche Entscheidungen trifft, eben, was weiß ich, jetzt links abbiegen, ne? Und wenn du dann in der Zeit zurückreist und sagst, na, du biegst jetzt aber rechts ab, ne? Dann hast du eben die Zeitlinie verändert, ne? Das ist dann, und das ist immer die Frage, soll man das machen oder soll man nicht, ne? Es ist sehr viel Entscheidung da dabei. Ne? Super, so, ja, bist du fertig oder noch ein bisschen ausführen? Passt. Ich bin jetzt fertig. Fertig ist man nie, aber lass uns mal kurz sein.
Wunderbar, weil ich schaue auf die Uhr und wir haben noch zwei Sprecher auf jeden Fall. Roman und dann kommt Pierre. Ja, die Zeit ist immer viel zu kurz. Ich glaube, in uns allen gängen halt wieder viele Fragen und nicht nur Fragen. Wir haben ja selbst dafür Informationen zu den Themen und dann wurmt es auch in uns, etwas dazu rüber preiszugeben, weil das ist ja dein Vortrag. Darum möchte ich vielleicht gerade bei ein paar so Sachen eingehen von den Namen, was halt auch so gefallen sind, wie Mandela und der Jesus zum Beispiel. Weil wenn ich so höre, muss ich fast ein bisschen sarkastisch lachen, wenn ich so höre vom Wahrheitsministerium und lesen Mandela, ja, weil wenn man mal ganz genau die Geschichte von Nelson Mandela betrachtet, hat ja ziemlich zur Dunkelseite gehört. Ja. Gibt es so Begriffe wie den Mandela Feuerring oder was ist der Feuerreifen? Ist auch schon so lang her, dass ich das einmal nachgeschaut habe. Es war ein ziemlicher Diktator und schlechter dann nach der Gefängniszeit. Und auch davor war er paramilitärisch. Ist ja blutrünstig unterwegs. Und die Jesus-Geschichte und das alles, die Energie, was so oft mit ihm proklamiert wird, ist ja schon sehr gut und förderlich, wenn man so das so in einer profan normalen christlichen Weise betrachtet. Aber im Grunde ist es auch nur wieder aufgekaute Geschichte von Krishna. Ich möchte schon auch bezweifeln, dass der Jesus wirklich damals so gelebt hat. Ich möchte schon eher behaupten, bin mir auch ziemlich sicher, dass da die Kirche sich einfach wieder neu erfinden hat müssen, vom Römischen Reich in die christliche Kirche. Ja. Und dann später haben sie noch den Islam dazu gemacht, davor die jüdische Religion. Davor war alles spirituell, da hat es keine Religionen braucht, um den Menschen zu knechten, hat man Religionen dann eingeführt. Und so ist es mit dem Jesus leider auch zu betrachten. Aber die Sache da mit den feinstofflichen Welten, da, die was höher entwickelt sind, da bin ich auch ziemlich bei dir, glaube ich. Du hast das so gesagt, du bezweifelst fast, dass man wirklich drauf landen kann, weil das so ein bisschen eine immaterielle Welt ist. Da bei der Galaktischen Föderation des Lichts, da gibt's ja auch so eine Vorstellung von Universum, dass die so in 7 Superuniversen aufgeteilt ist. In der Mitte die Zentraluniversum, das ist eigentlich nur eine große, riesige Sonne, ja. Das besteht eigentlich, das ist total materielos. Und bis zu uns, die heißt dann Nebaton, glaube ich, das Universum. Das ist dann schon ein bisschen stofflicher. Das deckt sich da ziemlich gut mit dem. Umso höher wir schwingen, umso mehr wir den Licht uns entgegenwalten, umso mehr legen wir den materiellen Körper ab. Und umso mehr können wir die Strahlung dann, ich würde es auch vielleicht als Strahlungsvergleich machen, wenn wir über höhere Frequenzen sprechen, werden wir dann auch einfach auch aushalten können. Die totale Erleuchtung, es gibt eine Zwischenerleuchtung, aber die totale Erleuchtung geht über den Körperverlust. Und bei den Raptus möchte ich vielleicht auch noch ein bisschen Partei für die Spezies Raptor halten. Das ist so wie mit uns Menschen. Es gibt in jeder Rasse Gut und Böse. Wie du auch sagst, der Greer ist ein bisschen bedenklich, wenn er sagt, alle Außerirdischen sind gut. Das ist natürlich komplett falsch. Aber so muss man es auch bei den Raptus sehen. Ich habe als Kind einmal Erfahrung gehabt mit einem Raptor. Ich habe viele Erlebnisse mit Innerirdischen gehabt. Darum haben wir auch die Erzählung von Alf Jasinski so erhellt, weil mir die doch gesagt haben, dass ich nicht komplett verrückt bin, was ich als Kind vor allem erlebt habe. Aber da würde mich vielleicht bei dir noch interessieren, ob du bei den Raptors da nicht auch ein bisschen das auch differenzieren kannst. Ja, und beim Jesus, bei den Religionen, ja, da kann man viel philosophieren. Das letzten Weisheit Schluss wieder natürlich auch nicht sagen, dass ich da habe, aber da liegen sich die Indizien wegen Krishna auch sehr nahe. Ja, okay. Also, wo wir uns am einigsten sehen, ist diese Geschichte mit dem Bewusstseinsblasen, wie das Raptor-Interview von der Lacerta zum Beispiel auch sagt. Die schaumartige Struktur des Universums und die Blasen in der Blase, die haben wir noch nicht so ganz entdeckt. Auch der Nassim Haramein noch nicht. Wahrscheinlich ist das Universum eine Sammlung von Seifenblasen mit unterschiedlicher Materiedichte. Die Lebensblume ist deswegen auch ein Symbol, was ich sehr, sehr schätze, weil ich glaube wirklich, da ist die Struktur des Universums am besten dargestellt. Hier überschneiden sich Kreise,
die Universumsblasen sind, da ist unsere neue Wissenschaft. Wenn wir das verstehen, verstehen wir das Universum. Wenn wir das Universum verstehen, verstehen wir dieses, das, was wir in den Theorien Engel nennen oder Dämonen, eben ein bisschen besser. Dann sind das eben die Arcturianer und die Reptos oder Plejaden oder Tall Whites oder was auch immer. Auf den Dämonenseiten wird sich an Reptos nicht verändern. Das sind meistens immer die gleichen. Wobei ich dir auch recht gebe, also da habe ich den Simon Parks eher drauf, der ja auch sagt, er hat seine Seele geteilt mit einem Repto. Und ich mag auch das Lacerda-Interview ganz gern. Man kann generell, ja, ich bin selber Jude zum Beispiel, ne? Ich würde mich nicht als Elite bezeichnen und auch nicht als irgendwo reich oder sonst irgendwas, aber meine Mutter ist eine Jüdin. Ja, und das wird im Judentum über die Mutter übertragen. Also, naja, bitte, ich kehre dann, wenn du so willst, kehre ich auch zur Elite. Aber davon habe ich bis jetzt mein ganzes Leben noch nichts gemerkt. Also natürlich ist es nicht so, du kannst nicht die Rasse oder so irgendwas, geht nicht, funktioniert nicht. Es gibt nicht die Rasse. Es gibt wahrscheinlich auch abtrünnige Arcturianer vermutlich einmal, die gerne mal den gefallenen Engel, ne, der wahrscheinlich der zerstörte Planet Tiamat war zwischen Mars und Jupiter, glaube ich, ist es da. Außerhalb von der Erde auswärts, der zerstörte, da dürfte der gefallene Engel herkommen, das ist eine Planetenschicht eigentlich. Also wir haben da viele Referenzen, die wir aus dem Alienbereich in den spirituellen Bereich übertragen, nicht nur können, sondern müssen, ist auch ein Teil der neuen Wissenschaft. Das müssen wir auch erst lernen, was ist da jetzt wirklich was. Beim Jesus, ach du lieber Himmel. Du weißt schon, dass ich Theologie studiert habe. Da kann ich jetzt ein paar Stunden lang über Jesus reden. Aber das müssen wir jetzt nicht. Das ist ein bisschen zu viel. Was vielleicht sinnvoll ist zum Erwähnen, dass man, das Einzige, was wir nachweisen können, ist tatsächlich die Kreuzigung. Wir haben so viele römische Schriften und Tacitus und Akten von von Pilatus, dass man schon sagen kann, irgendein Typ mit dem Namen Jesus, der auch Anhänger hatte, wurde von den Römern da so rund um diese Zeit herum gekreuzigt. Das Jahr stimmt natürlich auch nicht. Also da war was. Existiert hat er und gekreuzigt ist er worden. Der Rest war who knows, ne? Ich persönlich vertrete die, also mit Griechner gebe ich da recht, ich vertrete auch die Variante, das ist sicher nicht die einzige Jungfrauengeburt. Für mich gehört Jesus zu den netten Alien-Lehrern, wenn man so will, ne? Also das ist eine dieser Varianten, wie komme ich als Mensch ins Maulwurfsloch, wie komme ich als höher bewusster Außerirdischer auf die Erden? Na, entweder ich bin Repto oder irgendwas, was Dämonisches, dann mache ich das so, wie wir hatten die Geschichte heute von Bush und dem Super Soldier, dann besetze ich eben den Körper eines Menschen und sperre seine Seele ein, ist nicht konform mit den göttlichen, also geistigen Gesetzen und bedarf auch eines Menschenopfers oder irgendeinem anderen Blödsinn, damit das überhaupt funktioniert. Die Jungfrauengeburt ist die hätte ich eigentlich da einbauen können, aber so theologisch wollte ich nicht werden, wäre eben die nette Variante. Wenn ich schon ein Alien bin, der auf die Erde irgendwen unterrichten will, na was mache ich? Na, ich suche mal eine hübsche Dame aus und sage, du kannst mir helfen, ich würde gerade auf die Erde kommen, ihr müsst da ein paar Sachen lernen, ich hätte ein paar Ideen. Ich brauche aber einen Körper, ich muss einen Körper kriegen. Ne? Gibst du mir einen Körper? Na, das heißt, du wirst schwanger und ich komme dann zu dir, du kriegst also ein Kind, ich bin dann das Kind. Ne? Oder das macht ihn im Fall der Maria halt dann der Erzengel irgendeiner, ne? Die Geschichte kennen wir ja vom Horus im alten Ägypten. War eine Jungfrauengeburt, hatte 12 Jünger, wurde gekreuzigt, gestorben und begraben. Das ist der Film Zeitgeist, ne? Wer es kennt. Konnte übers Wasser gehen, hat Wasser in Wein verwandelt. Midrasch war eine Jungfrauengeburt, hat alles mögliche in Gold verwandelt. Ich weiß nicht, ob der das, oder ist das eine falsche Überlieferung? Jedenfalls verwandelt hat er auch. Krishna, hast du schon erwähnt, war eine Jungfrauengeburt und hat auch so einiges können. Hatte auch Jünger, glaube nicht 12. Es wird immer wieder erzählt, dass auch welche gekreuzigt worden sind. Thor, der deutsche Gott Thor war eine Jungfrauengeburt. Also wir haben auch einen Haufen Jungfrauengeburten. Und wenn ihr mich fragt, sind das Lehrer aus dem All, von höheren Bewusstseinsplaneten, Seifenblasen, die hier gelandet sind, um uns zu unterrichten. Also durchaus positiv zu sehen. Alle diese Figuren sind positive Figuren. Gott ist bitteschön keiner von denen. Da gebe ich auch recht. Da hat sich die Kirche, das war genau im Chalcedon 451, selber ins Knie geschossen. Wahrscheinlich absichtlich, oder das bin ich immer noch nicht sicher. Natürlich hat das, also wissen tun wir, dass die Aliens das System missbraucht haben, ganz klar im sogenannten Hochmittelalter. Borgias waren Aliens, Medicis sind eine Alienfamilie. Das wissen wir, also das kann man auch nachlesen. Oder mindestens glauben wir das zu wissen inzwischen. Das ist klar.
wie weit das in die Antike zurückreicht, kritische Stimmen würden meinen, es beginnt beim ersten Konzil im 4. Jahrhundert, das ist 325. Und dann kannst du eigentlich den Konstantin ins gleiche Boot haben. Der hat aber jedenfalls eine Vision gehabt. Damals könnte es schon noch sein, dass man versucht hat, irgendwas Gescheites zu machen. Das sei angerechnet. Spätestens bei Chalcedon haben sie mindestens am Bock geschossen, wenn es nicht bewusste Manipulation war. Das kann ich heute nicht entscheiden. Aber dass Jesus ein Gott ist, hat er nie gesagt. Steht in der Bibel drin und es ist diese typische, in der Antike ist der Gottessohn einfach ein besser gebildeter Mensch. Wie wir Gott, man, jeder hat gewusst in der Antike, dass das nicht wirklich Gott ist. Man hat damit immer höhere Bewusstseine gemeint. Das ist eine alte, antike Weisheit. Das Römische Reich zählt noch zur Antike. So, in der Völkerwanderungszeit bricht es dann, 5., 6. bis zum Mittelalter, 8. Jahrhundert Karl der Große, wenn er existiert hat. Da ist dann Mittelalter, da ist dann wieder andere Zeit, aber in der Antike ist es schwer zu sagen, war das bewusste Manipulation, hat man erkannt, dass die Christen zum Missbrauch geeignet sind oder hat man sie erst missbraucht nach der Völkerwanderung, da ist es ziemlich sicher. Mit Karl und mit dem Mittelalter, da ist es ziemlich sicher, da baut man dann dieses römische Institut auf und da kommen dann auch diese Alienfamilien ins Spiel, die Papstfamilien, je mächtiger der Papst wird, desto mehr Alienfamilien finden wir in den, das ist der sogenannte italienische schwarze Adel. Da ist klar, da wird die Kirche zum Instrument des Systems. Wann der Vatikan dazu geworden ist, der war es ja auch nicht immer. Im alten Ägypten muss es irgendwann einmal Alexandrien gewesen sein. Diese Zentren, die wir heute hatten, London, Vatikan und Washington, müssen ja früher andere gewesen sein. Und ich weiß bis heute nicht, wann da was war. Es könnte sein, dass bis zum Brand von der Bibliothek in Alexandrien, Alexandrien das Zentrum war. Die Bibliothek wurde ja dann angeblich in den Vatikan verlegt. Ein mögliches, ein rein spekulativ mögliches Datum für den Wechsel in den Vatikan ist der Brand der Bibliothek in Alexandrien. Weil da sind viele Schriften in die sogenannten vatikanischen Geheimbibliotheken übernommen worden. Es wäre möglich, dass man da den Vatikan zum Zentrum gemacht hat und von da an angefangen hat, das aufzubauen. Ja, das wäre also, klingt plausibel. Ja, das wäre aber dann noch auch antike schon eigentlich. Jetzt muss ich dich auch unterbrechen, weil ich schaue auf die Uhr. Wir haben noch einen Gast, das ist der Pierre oder die Nicole. Und dann kommen wir langsam zum Schluss, würde ich sagen, weil wir haben dann schon 3 Stunden überschritten. Okay? Schon wieder? Okay. Nicht böse sein. Ich kann dich noch viel länger hören. Oder wir. Aber dafür gibt es ja dann nochmal eine andere Sendung. Und jetzt rufe ich nochmal Nicole oder auch Pierre, wer da jetzt am Mikrofon ist. Guten Abend. Guten Abend. Also, wenn ich noch da was dazu sagen soll, merke ich, dass da einiges spirituell geklärt und eine Klarsicht hineingehört. Und ich merke, dass wir da einige Sendungen machen müssen, um einige Sachen zu klären. Also schon auf der spirituellen Weise. Sonst ja. Super informativ. Sonst eigentlich gebe ich einiges recht. Und gut, dass einmal darüber gesprochen wird. Und genau, das finde ich mehr, dass einmal darüber gesprochen wird, weil viele noch immer glauben, wir sind alleine in diesem Universum. Das Einzige, was schön wäre, das kommt jetzt von mir, von Nicole Scholin, die Bezeichnung Alien empfinde ich so ähnlich als wie die Bezeichnung Indianer. Also wir sind ja alle eigentlich in einer Gemeinschaft drin. Genau, in der Galaktischen Föderation schon drinnen. Und da würde einfach eine andere Bezeichnung feiner sein. Und hast du einen Vorschlag? Einen Vorschlag? Welche Bezeichnung wäre gut? Ich suche auch einen anderen. Ich habe noch keinen. Aber Barianer gibt, zum Beispiel wie die das war es eh, die verschiedenen Rassen. Die verschiedenen Rassen sollte man die auch benennen. Das Alien ist ja eigentlich ein militärischer oder wie ein Schimpfwort eigentlich. Und geht in diese Hollywood-Geschichten rein. Genau, geht in die Hollywood-Geschichten rein. Und ich würde noch was sagen, dass der Mensch eigentlich viel eine höhere, wie sagt man da? Meinst du Schwingungsebene? Eine Schwingungsebene in der Föderation hat. Nun muss er sich das Bewusstsein einmal sich hineinzuwachsen lernen. Er hat eine viel höhere Stellung in eigentlich im Universum, wie es eigentlich dargestellt wird.
Darum kommen ja die zu uns, weil wir viel höheres spirituelles Bewusstsein haben. Okay. Da klingt jetzt einiges interessant. Mikrofon stumm? Ja. Okay. Darf ich jetzt gerne aber Fragen stellen? Upsala, natürlich, deine Sendung. Na, mich würde jetzt einmal interessieren, was spirituell klären. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, ein paar Minuten wenigstens. Und bei den höheren Schwingungen hängt das jetzt mit dieser, also es gibt ja angeblich die Leute, die von diesem gefallenen Engelsystem auf der Erde inkarnieren. Also meinst du die Erde als Ganzes, den Menschen als Schöpfung? Finde ich auch interessant. Oder beziehst du dich auf diese spezielle Gruppe, die, jetzt wieder, das ist bei mir heute auch schon, wo Philo Angelucci sagt, dass diese sehr hohen Entwicklungen, die auf der zwölfdimensionalen Ebene waren, vom Planeten Tiamat damals, die sind eben auch auf der Erde, ne? Meinst du diese Gruppe oder meinst du die Menschen als allgemein? Ich meine die Menschen als allgemein. Und auch gemeinsam sehr wohl das Erbe, das wir in uns tragen, auf physikalischer Natur, dass du diese 12 Dimensionen ansprichst, die im Übrigen weiterentwickelt worden sind. Es gibt ja 13, nur so nebenbei erwähnt. Genau. Und spirituelle Erklärung, damit ist gemeint, dass wir alle unsere Blutlinien auf energetisch-spiritueller Ebene erklären dürfen. Das heißt, dass wirklich die Öffnung zu einem höheren Bewusstsein ohne das Einsetzen, du hast schon die Implantate erwähnt, dass diese Implantate ergreifen, dass unser Erbe voll und ganz funktionstüchtig fließen kann. Und das Erbe ist eben das höhere Bewusstsein. Da bewegen wir uns natürlich hin und zusätzlich unterstützt uns die Galaktische Konföderation dabei. Ja. Okay. Seid ihr selber, da würde mich jetzt interessieren, seid ihr selber da irgendwo integriert oder woher wisst ihr das? Ja, wir sind selber integriert. Nun, darf man fragen, mit wem habt ihr da Kontakt? Ist das die Ashta Command Gruppe oder gibt es noch andere Gruppen? Du hast es schon richtig gesagt, Ashta Command Gruppe. Zudem haben wir außer dem medialen Kontakt zur Weißen Bruderschaft, die ja wiederum Teil der Galaktischen Konföderation ist. Ist eigentlich das erste Mal, dass wir offen darüber sprechen. Freut mich, das ist ja eine gute Gelegenheit hier. Ja, vom Ashta Command habe ich schon mal jemanden kennengelernt, das war ein bisschen zu kurz, der war mir etwas, der hat dann den Kontakt zu mir komplett abgebrochen, weil ich gesagt habe, nein, ich gebe meine Kontakte zur Kirche nicht auf, ich weiß schon, dass die auch Blödsinn machen. Aber ich kenne auch sehr gute Menschen da drinnen. Und der hat mir gesagt, na, wenn er mit mir Kontakt haben will, also wenn ich mit ihm Kontakt haben will, muss ich jeden Kontakt zur Kirche abbringen. Sagt, du, das sind auch Menschen drinnen. Das sind nicht nur alles versteckspielende, alienwissende High-Illuminaten. Da sind auch ganz einfache Leute drin. Wie meine Putzfrau oder sonst irgendwer. Also die kann ich nicht einfach alle so. Wenn du jeden gläubigen Menschen auf der Erde weg von dir weißt, weil er eben gläubig ist, dann musst du die Hälfte der Menschheit. Das geht nicht. So kann man nicht arbeiten. Und so habe ich dann den Kontakt zur Ashta Command Gruppe wieder verloren. An sich hätte mich das schon interessiert. Ich habe jetzt da keinen näheren Kontakt, aber vielleicht könnt ihr mal so erzählen, was vom Ashta Command so läuft. Ich habe nur gehört, die waren selber mal vor, das können jetzt 100 Jahre, 1000 Jahre gewesen sein, auf der dunklen Seite, haben sich dann bekehrt und sind dann zum Licht gekommen und sind jetzt auf der Seite der Rettung der Erde aktiv und haben da jetzt einige Leute auf der Erde. Ihr seid da scheinbar auch zwei davon. Ich weiß aber sonst nicht näher genau, was die eigentlich, also Ashta ist für mich immer so ein bisschen ein Rätsel, weil es sind viele Leute da, die sagen, sie haben Kontakt zu Ashta. Ich habe noch die letzten zwei, die ich getroffen habe, da war dann die Energie plötzlich so komisch. Das war in Deggendorf. Da waren genau die zwei, die vom Ashta waren, die energetischen Störer. Und ich habe es bis heute, ich verstehe es nicht. Ich finde das toll, was man vom Ashta hört, klingt total gut. Alle Leute, die ich bis jetzt getroffen habe, da hat es nie wirklich funkt. Ich weiß nicht genau, warum. Was macht ihr denn da so drinnen? Was ist denn da so eure Aufgabe, wenn ich fragen darf?
Also zu 100% können wir dir das gar nicht beantworten, weil das würde absolut den Rahmen hier sprengen. Ja. Nur so viel, warum dir, also das ist halt bei uns jetzt gerade als Information reinkommen, bezüglich der Kontakt, das ist eben die spirituelle Klärung, die wir zunächst angesprochen gehabt haben mit den Blutlinien. Das ist diesen göttlichen Platz einnehmen, das ist den physischen Körper nicht als Vehikel wahrzunehmen, was dich stört, sondern voll und ganz wirklich zu 100% dir zu eigen zu machen. Und dann geht das Ganze weiter. Nur so viel zu dieser Kontaktlinie. Genauso wie wir die Menschen wieder ins Licht und als Kollektiv zusammenbringen möchten. Und mit denen, wie jetzt momentan mit drei Rassen der Föderation zusammenarbeiten, wieder die Klärung auf der Erde, wieder die Stärke des Menschen wieder hervorzurufen. Und die Kirche, weil du die Kirche erwähnt hast, wenn du da ganz genau hineingehst, hat leider sehr viele Zeremonien, die den Menschen in seinem Potenzial unterdrücken und diese Verbindungslinie unterdrücken. Und möglicherweise hast du durch das einfach die Kontakte wieder, und ich würde nicht sagen verloren, weil verloren ist nie etwas. Ja, aber sie sind halt im Augenblick noch nicht geöffnet worden. Das ist möglich. Alle Zeremonien, die man in der Kirche machen kann, habe ich gemacht. Ich habe auch schon davon gehört, dass die Sakramente sogar blockieren sollen, als öffnen sollen. Ich habe da können wir gerne mal länger drüber reden. Also ich bin da durchaus inzwischen für alles Mögliche offen. Ich weiß auch, dass bei den charismatischen Gruppen viel Gutes passiert. Ich weiß auch, dass die nicht wissen, was sie tun, dass meine meisten Esoteriker viel mehr wissen, dafür meistens weniger beten. Ich bin bis heute ein bisschen gespalten. Bei den Esoterikern denke ich mir immer, die wissen viel besser, was läuft. Sie sind halt nicht sehr spirituell. Weil die Christen, die ich kenne, die sind sehr spirituell, und wenn ich da anfange mit Chakren, Aura und Äther und Aliens, dann bin ich gleich der Verrückte, und also das heißt, da hört keiner zu. Also irgendwie stehe ich da irgendwo zwischen die, ich weiß nicht. Ich habe auch schon versucht, mich von den Sakramenten loszulösen. Ich habe bis heute noch keinen gescheiten Ersatz für die Beichte gefunden, ehrlich gesagt. Die Reinigung braucht der Mensch. Ja, das sind so Sachen da. Wie macht ihr das? Naja, ich glaube, da können wir noch lang reden. Lassen wir es für heute gut sein. Danke auf jeden Fall. Vielleicht machen wir da wirklich mal was. Fragt mal einen Klaus in der Sendung. Vielleicht schalte ich mich da auch ein. Das würde mich sehr interessieren, wie ihr das mit Sakramenten macht, wie ihr das mit Reinigung macht. Weißt du, lieber Roland, wir haben ja noch einen Nachtalk, da kann man ja noch intern reden. Ja. Und was dann zum Austausch kommt, ich denke mir, wir versuchen mal die Sendung abzuschließen heute, Roland. Und ja, ich muss mich erstmal bedanken bei allen. Ein langer Abend ist da. Morgen ist unsere Tünde Emese da in der Moderation, und da geht es um das Lernen. Das möchte ich nochmal kurz hier ansenden. Sie hat die Tanja Klein da. Und wie gesagt, ich warte immer noch auf den Heidinger. Heidinger hat mit mir heute zwar gesprochen, aber ich habe immer noch keinen Sendetext. Und das ist richtig schade, dass wir da keine Werbung richtig für machen können. Lieber Viktor, ein paar Zeilen, ne, im Gespräch wäre doch schnell gewesen. Aber Raunzen bringt auch nichts. Lasst euch überraschen. Morgen Viktor Heidinger ab 20 Uhr und ab 18 Uhr Tanja Klein mit der Tünde Nimes und zum Thema natürlich Leben und Lernen. Wird spannend. Ja, danke sage ich an alle. Und der Marc möchte noch was sagen. Was Kurzes, Marc? Ja, es gibt noch die allumfassenden Universalis. Das ist die Union. Die Universum-Anhänger, die sagen, alles, was sei, Leben ist zu schätzen. Die Opposition hat sich dann die Galaxionisten auch herausgestellt, möchte ich mal sagen, an der Stelle. Danke für den Hinweis. Pierre, nochmal Tschüss sagen am Roland. Und Roland, du kriegst gleich nochmal das Wort. Ja, also danke für diesen interessanten Abend. Von uns. Und ja, sehr gerne. Klaus, merkt dir das vor, machen wir diesbezüglich eine Sendung, weil es jetzt ansteht und wichtig ist. Jetzt haben wir es geöffnet. Ja, genau.
Das machen wir auf jeden Fall. Ja, ich bedanke mich auch. Also, warte. Du kommst gleich dran, Roland. Ne, kurz den Roman noch rüberbringen. Der sagt noch Tschüss. Und der Jenne, wenn er da ist, sagt auch noch mal ein Tschüss oder ein Danke oder wie auch immer. Roman. Ja, vielleicht machen wir wieder mal eine schöne, große, offene Diskussionsrunde gleich von Anfang an. Und der Vortrag, der war super spannend, sehr interessant. Also wirklich, man hat sich wieder im Kopfkino, was sich da abgespielt hat, ist echt wunderbar. Natürlich konnte ich auch noch vieles ausführlicher ausführen und so. Darum würde ich echt mal vorstellen, machen wir mal ein offenes Gespräch. Danke dir, Roland. Du bist ein wahrer Fundus an Wissen und wir freuen uns, nicht nur ich, wieder auf eine neue Sendung von dir. Super. Und der Jenne, bist du da? Oh, ja, da ist er. Ja, war sehr spannend und ich finde das immer wieder sehr schön, wenn diese Weltbilder so schön aufgezeigt werden können und dieses Puzzleteil immer ansehnlicher machen, in was für einer Welt wir überhaupt leben. Und ja, ich glaube mittlerweile ist davon betroffen, das endlich zu merken. Und ja, also ich finde es sehr spannend und bedanke mich bei dem Roland und ja, danke. Ja, danke dir, Jenne, danke dir, Marc. Nein, jetzt ist Schluss, gleich Nachtdoc, dann können wir weitermachen. Roland Hofer, neue Wissenschaft, Thema Aliens. Und Aliens ist für mich ein Begriff, auch wenn es vielleicht anders definiert wird, für unbekannte Lebewesen, die ich nicht kenne, die nicht so sind wie die Menschen oder wie auch immer. Für mich war das immer so zu deuten, weil man heute kurz zum Schluss gesagt hat, wie, ja, es ist schon ein Schimpfwort oder wie ich es verstanden habe. Ich sehe die Alien als unbekannt mit unterschiedlichen vielen Möglichkeiten. So habe ich meine Definition zumindest. Roland, deine letzten Worte, dein letzter Song und der letzte Song ist Jimmy Ones. Ist das richtig gesagt? Oh je, ich bin kein guter DJ. Jimmy, sie ist eine Frau, eine blinde Frau. Das christliche Stevie Wonder, sie eine blinde Frau, die Klavier spielt und auch sonst coole Sachen macht. Und die auch sehr spirituelle Lieder macht. Ja, die Jeannie Owen könnt ihr euch dann für sich anhören. Die ist eine coole Frau. Ich möchte mich auch bedanken für alle, die mitgemacht haben. Also für alle, die zugehört haben oder noch zuhören werden. Ich glaube auch, dass das Thema sehr wichtig ist. Dass wir uns da, das ist, okay, der Sieg ist gewonnen. Jetzt müssen wir lernen, als Menschen zu leben. Wir haben es ja bis jetzt scheinbar noch nie gemacht. Bis jetzt waren wir ja Sklaven. Na gut, was heißt es jetzt, Mensch zu sein? Für mich heißt Mensch zu sein, allgemein gesagt auch Alien zu sein. Für mich sind alle Menschen Aliens, weil wir kommen ja selber aus dem All. Ob jetzt vor 20 Millionen Jahren, wieder bin oder sonst irgendwann, weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Insofern natürlich bin ich auch dabei, es wäre sinnvoll, nicht von Menschen oder Aliens zu reden, sondern von Deutschen, Afrikanern, Chinesen oder sonst was. Da kommt man irgendwie weiter. Ich glaube, wenn man sich besser auskennt, wird das auch leichter sein, solange das so schwierig ist und Menschen damit überhaupt ein Problem haben, überhaupt darüber zu reden, ist es manchmal für mich nach wie vor, so, es ist so ein Anfänger, also so ein Wort, wo ich mir denke, ja, man kann damit Brücken schlagen. Ich verwende es immer noch, weil ich selber manchmal nicht weiß, von welcher Rasse ich rede. Wenn ich nicht weiß, von welcher Rasse ich rede, rede ich von Aliens. Wenn ich es weiß, rede ich auch gern von den Rassen selber. Ist mir selber lieber, weil ich selber nicht so glücklich damit bin. Aber ich denke, je mehr wir wissen, desto mehr wird sich auch unsere Sprache verbessern auf dem Gebiet. Das ist auch Teil der Wissenschaft. Sprache ist auch Wissenschaft. Wir haben da so viel. Wir müssen alles, was wir wissen, neu definieren. Und da haben wir noch viel vor uns. Ja, auch den Glauben, auch alles mögliche. Damit danke für heute. Macht es gut. Gute Nacht. Schlaf gut. Oder wer das später anhört, auch von mir aus guten Morgen oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Keine Chance. Diese Diskussionsrunde finde ich auch eine gute Idee. Ich bin auch gern dabei. Ja, die wird gleich eröffnet. Ja, und ich sage, dein Mikrofon. Oh. Und ich sage natürlich Dankeschön. Dieses Band wird dann jetzt bald im Archiv sein. Ihr dürft es teilen, rechte Maustaste, entweder runterladen für euch privat oder Link kopieren und verteilt dieses Band, wenn ihr denkt, das hat euch was gebracht und da ist vielleicht doch jemand interessiert und den kann man dieses Band doch zukommen lassen. So, in dem Sinne,
letzter Song und gutes Nächtle. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.